it's ready to mumble, baby. Let's get ready to rumble. Denn die einzige seriöse Quelle sind wir. An Hutti ist nicht gelogen. Alexander Stier im wahrsten des Wortes. Ich höre mit Alexander Stier. An meiner rechten Seite mein Partner B. Let's go. So sieht es aus. Willkommen am Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja. Danke für die Einladung. Alexander Stier. Ja. Es ist nicht nur der Name Stier, das Programm ist auch Stier. Ja. Ja. Ja? Es geht heute viel um Hörner. Wahrscheinlich. Würde ich mal sagen. Ist Stier dein tatsächlicher Nachname, wollte ich dich mal fragen. Ja, das ist tatsächlich mein echter Nachname. Das ist ein unglaublicher Zufall. Ja. Ja, ich war gestern, was ich eigentlich sehr selten bin, schon bei ein paar Sachen geschockt, bin mit deiner Stimme eingeschlafen, hab, glaube ich, schon vor ein paar Wochen, kann es sein, mit Charles Fleischbauer was gesehen, ne? Ja, ich habe mit Charles Dialog, ne? Oft Dialoge geführt, ne? Wir haben auch öfter schon Videos gemacht, auf jeden Fall. Auch mit Tilman Knechtel und so. Genau, meines Erachtens. Wir gehen raus übrigens, ne? Grüße an alle, ja. Und war sehr interessant. War krass getriggert mit der Katze. Wir waren genau die andere Fraktion. Wir haben euch gejagt. Aber sehr spannend und ganz viele Informationen, die ich überhaupt nicht hatte, und freue mich sehr auf den Podcast. Auf jeden Fall. Lass uns chronologisch anfangen. Ja, er hat schon irgendwas von Katze erzählt. Keiner weiß, was er gerade redet. Aber da kommen wir dann jetzt gleich hin. Ich würde gerne komplett am Anfang anfangen und dann mich ein bisschen vorarbeiten. Dann, Alex, was hältst du davon? Ja, klar, kann man machen. Also, was dann natürlich obligatorische Frage wäre, Alex, wie bist du aufgewachsen, wie war die Kindheit und so weiter? Weil, wie man weiß, die ersten 10 bis 8 Jahre sind halt auch irgendwo die prägnantesten Jahre für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen und so weiter. Und wenn du dann später von deiner satanistischen Jetzt-Vergangenheit, ja, da können wir auch nochmal drüber reden, über die Details, sprichst, dann müssen wir natürlich wissen, was dich dazu gebracht hat, diesen Mindstate, diese Religion, diese Philosophie dann quasi dann so als sympathisch zu empfinden, als lukrativ. Ne? Also wie war es auf jeden Fall? Wie waren deine Anfangszeiten, Familiengeschichte, Schulzeit und wie bist du letztendlich dazu gekommen, dann irgendwo Geschichten mit Katzen zu erleben? Ja, also das Ding ist halt, ja, ich sag mal so, ich bin mit meiner Mutter erst groß geworden. Ne? Mein Vater ist relativ früh abgehauen. Der hat dann andere Dinge im Kopf. Und ich sag mal so, der war jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Ne? Also der hat so seine Sachen gemacht. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt, hier, pass auf, entweder Familie oder dein Business. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, okay, tschüss. Das ist dann sozusagen die erste Kerbe, die so entstanden sein muss, als ich noch relativ jung war, so 5 oder 6, ne? Irgendwie bin ich mit 5 irgendwas. Und dann irgendwann war ich eine Zeit lang allein mit meiner Mama und dann ist aber mein Stiefvater ins Leben gekommen. Und der war ziemlich brutal so von seiner Art her. Und ja, hat auch düstere Musik gehört. Und da würde ich sagen, habe ich das erste Mal so überhaupt Kontakt zu so düsteren Themen bekommen. Hatte ich vorher auch nicht wirklich. Ja. Und wir sprechen von Göttingen gerade, ne? Da bist du aufgewachsen? Ja, in Göttingen bin ich aufgewachsen, genau, richtig. Und ja, das war alles sehr düster und sehr krass einfach auch. Und ja, da will ich gar nicht so krass in die Tiefe gehen. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Scheiße erlebt, auch mit dieser Familiensituation. Es war, ja, man kann doch eigentlich, weil du hast es ja schon in der Öffentlichkeit gesagt, ja, jetzt nur aus der Quelle, der hat sich ja eigentlich missbraucht körperlich, ne? Also mit Schlägen und so, ne? Ja, genau. Hab dann diese Geschichte von dir im Kopf, wo du dich die ganze Zeit im Schrank versteckst, dass er dich nicht rausholt und zu Gott betest, dass man das auch nochmal sagt, ne? Das klar. Ist ja sehr prägend. Klar, das habe ich ja auch in einem meiner Videos gesagt. Ja, das war schon ziemlich krass einfach. Ne? Ich habe so ein Grundgefühl gehabt, da gibt es irgendwas, Gott ist real. Das war für mich so ein Grundgefühl. Ne? Und ich hatte aber keinen Kontakt zu irgendeiner Religion oder irgendwas, auch durch meine Mutter nicht oder irgendwie. Die war eher esoterisch, spirituell so, ne? Mit Pflanzen reden und so. Und ja, das Ding ist halt, irgendwann kam das, also ich würde sagen, es war wirklich eine Art von Schicksal. Es ist so in mein Leben reingekommen, immer Stück für Stück. Es fing so an mit meinem Stiefvater, dieses düstere, dunkle, der auch, wie gesagt, so düstere Musik gehört.
so Dark Wave und was ist nicht alles. Und auch Neofolk und so weiter. Gibt es ja auch ziemlich viele. Was ist das bitte? Was kann damit nichts anfangen? Ist das so düsterer Techno oder? Ja, es geht so in diese Richtung, aber es zum Beispiel auch Neofolk ist so eine Musikrichtung, die ist so mehr so Gitarrenmusik. Ja. Ritterlich so ein bisschen auch, ne? Nee, nicht unbedingt. Aber da gibt es halt viele Bands, das ist nämlich interessant. Ich glaube, Soul Invictus, es gibt noch so ein paar andere Bands, die auch im Satanismus verbreiten, also die halt auch irgendwo in der Church of Satan und in anderen Gruppierungen drin sind. Also da gab es dann schon sozusagen den ersten subtilen Kontakt, ohne überhaupt zu wissen, was da ist. Ne? Mhm. Naja, das ist eben diese Geschichte gewesen. Und ja, irgendwann als Junge orientiert man sich auch musikalisch. Ne? Dann will man irgendwo, was gefällt einem. Und ich hatte irgendwann mal auf dem Spielplatz so einen scheiß Aufnäher von Megadeth gefunden. Da habe ich meine Mutter gefragt, hier, was ist das? Können wir das mal hören? Dann sind wir in irgendeinen Laden reingegangen, haben was gehört, habe ich gesagt, die Platte will ich haben. Und dann habe ich die gekriegt und dann wollte ich, dass sie mir diesen Aufnäher dran macht. Und dann war ich plötzlich Metaller so. Muss man auch dazu sagen, dieser Aufnäher in den 80er Jahren war das größte Statussymbol, was man auf dem Spielplatz haben konnte. Ich hatte mal Public Enemy, rechts hatte ich M16. Ich hatte alles drauf, was cool war. Und ich war nie so mit Heavy, ich war eher der Rap-Junge. Aber diese Iron Maiden-Aufnäher und so waren auch schon Iron Maiden, weiß nicht, ob es sehr satanisch war, aber immer so mit Totenköpfen und Teufel, die waren krass. Die habe ich noch voll vor Augen. Ja, ich fand halt Metallica geil und Megadeth und sowas, ne? Und dann später kamen eben andere Sachen dazu. Aber Public Enemy habe ich auch ein Shirt gehabt. Yeah, boy! Ich habe Public Enemy geliebt, wie gesagt. Und die Großen vom Spielplatz, die Jugos meinten immer, ey, Kleine, du bist bescheuert. Du hast die amerikanische Fahne und eine F-16 hinten Public Enemy. Aber mir war es egal. Ja, also die Sache mit der Musik selber, ob das das Industrielle ist oder das Symbolische und so weiter, würde ich gerne später dann nochmal, einfach klar, aus deiner Perspektive dann. Aber jetzt, dass wir ganz kurz bei deiner Geschichte dann nochmal bleiben. Genau. Es war schon so ein bisschen die Einstiegsdroge, also, ja? Ja, was soll ich sagen, es war irgendwo so, man kam so auf den Geschmack, ne? Man sieht ja auch Symbole oder irgendwas und gerade wenn man dann guckt, so bei diesen ganzen Bands, so dieses ganze Heavy-Metal-Kram, überhaupt Metal und so weiter, ne? Mhm. Später ging es ja bei mir in Black-Metal richtig rein. Ja. Und das Ganze kam halt so, ich habe halt auch bei mir im Ort, also da in der Gegend, wo ich gewohnt habe, da waren eben auch so 2-3 Black-Metaller. Mhm. Und ich habe die immer gesehen und die hatten Nieten bis zum Arsch und Springerstiefel bis zu den Knien und umgedrehte Kreuze und was weiß ich nicht alles. Also so wie die halt aussahen in den 90ern, Anfang der 90er, ne? Ja. Und das war schon für mich, ich fand das cool, weil ich stand auf Dinosaurier und ich stand auf alles, was Stacheln hat und gefährlich aussah. Das ist ja so normal irgendwo als 11-, 12-Jähriger, ne? Ladies lieben mich, ich habe Stacheln und sehe gefährlich aus. Ja, und das war eben der Grund, warum ich diese Black Metaller cool fand, weil die eben so viel Stacheln hatten. Wie gesagt, da war ich ja auch noch ein Kind und, ne, und das fand ich eben cool. Und wollte ich auch so, ich wollte auch so aussehen, ganz ehrlich. Ich wollte Nieten am Band haben. Hatte ich dann auch irgendwann. Und das sind halt so diese, und dann sieht man die haben aber ein umgedrehtes Kreuz und da ist noch nicht so das Denken dahinter. Und dann gab es irgendwann die Situation, mit meinem Kumpel bin ich damals immer, nachts sind wir in den Sommerferien immer raus, haben uns rausgeschlichen, haben Süßigkeiten geklaut und dann von unseren Eltern und dann sind wir irgendwo raus und dann sind wir nachts Fahrrad gefahren, so eine Scheiße. Und da gibt es so einen Berg, da wo ich war, der nannte sich auch Teufelshügel und da hatten wir eine Bude und da wollten wir hin. Und da waren aber andere Leute. Eine Bude, wie also so eine Laube oder... Ja, wir haben uns aus Stöckern und so einem Kram, haben uns selber was gebaut, ne? Und da wollten wir halt hin. Nur da konnten wir nicht hin, weil da eben noch schon andere Leute waren. Und da ist dann auch die Situation mit der Katze gewesen, ne? Ja. Na, erläuter mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was da los war. Das war so deine erste Berührung, sag ich mal, so wie du das geschildert hast, ne? Mit dem, in Anführungsstrichen, Satanismus. Ja, genau. Also das waren halt diese Metaller, die da aus dem Ort, die man halt kannte irgendwie, die ich schon öfter gesehen habe. Und dann hatten die da so ein umgedrehtes Kreuz aufgebaut, was sie aus Brettern so selber zusammengenagelt haben. Und dann war da plötzlich eine Olle und so weiter. Wir haben uns hinter einem Gebüsch versteckt. Also richtig, ne, wir sind da so rangerobbt irgendwie auf dem Boden und haben uns dann hinter so einer Hecke versteckt und haben halt geguckt. Ne? Ja, wir waren 12. Mhm. Er 12. Ja. Und mein Kumpel auch so, lass uns abhauen. Ich so, nee, lass uns mal gucken, was hier passiert und so. Ich war mega neugierig. Es hat mich halt auch echt schon, da hat es mich schon getriggert. Mhm. Da hatte ich schon das Gefühl irgendwie, mich verbindet was mit diesen Leuten, aber ich wusste nicht, was. Ja. So, und nicht das mit der Katze oder so, das fand ich scheiße, das hat mir auch wehgetan, das hat mir auch Angst gemacht. Die wurde gequält und getötet. Die wurde nur getötet einfach. Angenagelt, ne? Nee, auf jeden Fall
war das ziemlich brutal, abartig und so weiter. Kannst du das Ritual mal ganz kurz umschreiben? Das war kein richtiges Ritual. Die standen da halt. Wir konnten ja auch nicht hören, was sie da gelabert haben. Also die werden wohl irgendwas gemacht haben, irgendeine Anrufung gemacht haben. Dann haben sie die Katze platt gemacht. Dann war dieses Mädel noch, mit die sie dann ihre Brüste gezeigt hat. Da haben die da rumgeschrien und das war's. Also es war jetzt nicht so, ne? Okay. Aber es war halt klar, um was es geht, ja, irgendwo, ne? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn du dich da schon professionalisiert hast in dem Bereich, sag ich mal, waren es wahrscheinlich dann irgendwelche kleinen Hobby-Satanisten, die zu viele Filme geguckt haben. Ja, ja, ne? Klar. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Es gab sowas. Es gibt auch hier in Teufelsberg, hier in Berlin. Ist auf jeden Fall ein interessanter Zufall. Aber das war so der erste Einstieg. Und was hast du denn da empfunden? Ich meine, letztendlich, du hast schon eine Affinität irgendwie gehabt. Und manche Sachen sind zueinander gekommen. Symbole, die du nicht kennst. Aber dann auch Heavy-Metal-Stuff und so weiter, wo du jetzt vielleicht den okkulten Hintergrund nicht begreifst. Aber du hast dich ja davon angezogen gefühlt auf irgendeine Art und Weise. Ja, ja. Das war auch ein bisschen, hast du in der Doku gesagt, also in dem Bericht, dass es auch so ein bisschen war, du warst, genau, darf ich ja sagen, ohne respektlos zu sein, in einer Opferrolle, wurdest klar, gemobbt, abgezogen. Ja. Kenn ja immer Schellen und so, wenn es gegeben haben, kenn sowas. Das gab es ja auf jeder Schule mit Leuten. Und dann hast du auch gesagt, du hast diese Energie vom Teufel, wolltest du aufnehmen und nicht mal das Opfer sein. Und du hast dann auch, wie gesagt, im Schrank so oft nach Gott gebetet, der nie kam, und wolltest einfach nur Hilfe für ein ruhiges Leben von den Teufeln, ne? Ja, ja, ich wollte mich halt auf die Seite des Bösen stellen, um nicht mehr vom Bösen gefickt zu werden, um es mal direkt so zu sagen. Ne? Aber beschreib mal ganz kurz deine Schulsituation, was da im Detail passiert ist und wie du das so empfunden hast. Also Schule. Also es war halt irgendwie, ich war halt selber im Unterricht relativ, ich habe halt immer geguckt, dass ich rausfliege, weil ich halt einfach keinen Bock hatte. Ich wollte halt nicht irgendwie mitmachen irgendwie. Ich wollte eigentlich so in meiner Welt bleiben und ich hatte gar keinen Bock auf Schule. Das ist schon mal das Erste. Ich habe auch meistens. Da waren wir uns ja ähnlich. ich hab meistens aus dem Fenster geguckt und habe irgendwelche Vögel beobachtet oder irgendwas, weil ich gar keinen Bock hatte da irgendwo. Oder ich habe gemalt, stundenlang gemalt einfach. Ne? Ich habe die ganzen Hefte, die Schulhefte waren alle voll gemalt. Und oder ich bin raus und dann war da so ein Baum, das war so ein alter Haselbaum irgendwie, da konnte man drin sitzen. Ne? Und da habe ich mich da reingesetzt und habe die Autos gezählt von der Straße aus. Also es war völlig Banane eigentlich alles. So Schule war für mich überhaupt nichts. Aber ja, da ging es halt auch schon los. Da waren halt auch so Abzieher und Idioten und was ist irgendwie. Man kennt es halt einfach. Es ist auf jeder Schule, gibt es irgendwelche Idioten, die sich quasi an den Schwächeren abarbeiten. Ne? Gab es keinen Grund richtig, nur wahrscheinlich hast du nicht genug Paroli gegeben und hast es zugelassen, wa? Ja, ich war ängstlich. Ne? Ich war ängstlich und hatte das Loser auf der Stirn. Und das haben die gespürt und dann haben sie das auch ausgenutzt und haben mich dann dementsprechend auch behandelt. Ne? Und dann rennst du nach Hause, ja, und dann hast du den Vater, den Stiefvater, der auch noch jagt und verprügelt. Richtig, war. Genau. Und dann, dann entsteht Druck in dir drin und du musst diese Aggression und Wut, du musst die irgendwie verarbeiten. Und plötzlich siehst du diese Black-Metal-Kids, die brutale Musik hören. Und die saßen auch manchmal auf dem Tee. Das ist so ein Platz, so auf Dörfern gibt es diese Tees, das sind diese alten Versammlungsplätze oder irgendwas. Ne? Da sind so Bänke oder irgendwas, ein paar Bäume stehen da, das war's. Und dann haben die da Bier gesoffen und haben halt Musik gehört aus irgendeinem schrulligen Kassettenrekorder und haben da Black-Metal gehört. Ne? Und dann bin ich halt auch immer so in die Nähe gegangen. Und dann waren die da, dachte ich mir so, ich setze mich jetzt einfach auch auf eine Bank da so in die Nähe. Ne? Und dann kam halt irgendeiner so, ey Kleiner, komm mal her. Ne? Die waren erwachsen schon oder Jugendliche? Ja, das waren Jugendliche. Die waren so 16, 17, vielleicht 15, irgendwie sowas. Ne? Und ich war so 12. Ja, und das war ja Anfang der 90er, ich bin ja 82er Jahrgang. Und dann hatten die da halt Mucke, ja, was es damals so gab, ne? Mayhem, Burzum, all diese Sachen halt. Das waren so diese wirklich, ja, dieses Black Metal halt, ne? True Norwegian Black Metal, ne? Und jeder wollte das irgendwie hören zu der Zeit. Das war scheinbar so genau das Ding. Und erst haben die mich so ein bisschen aufgezogen, so sich lustig über mich gemacht. Und dann habe ich aber Interesse gezeigt auch. Und dann hat einer von denen gesagt so, ey, lass den mal in Ruhe, das ist der Nachwuchs. Den müssen wir fördern, ne? Den dürfen wir jetzt hier nicht vergraulen oder irgendwas. Und der hat mir eine Kassette überspielt und die habe ich dann Tag und Nacht im Walkman gehört. Und eigentlich nichts anderes mehr. Und das ist so, da ging das so, da habe ich dann ein Gefühl bekommen, diese aggressive Musik hat mich irgendwo entstresst. Ich konnte irgendwie Druck abbauen. Ich habe dadurch gemerkt, so in den Liedern, wenn die schreien, schreien die für mich mit. Ich muss gar nicht mehr irgendwie meinen, ne? Aber ich hatte trotzdem irgendwie noch das Bedürfnis, mich
zu schützen oder ich musste irgendwas tun. Ich wusste, ich muss was tun. Es kann so nicht weitergehen. Ja, und dann nahm das eigentlich immer mehr seinen Lauf. Ne? Also bis dann irgendwann eben, ich war auf einer Hauptschule, wahrscheinlich nicht deswegen, weil ich zu doof war oder irgendwas, sondern einfach, weil ich keine Lust hatte einfach auf nichts. Ne? Mhm. Und da war es auch sehr, sehr krass auf der Hauptschule. Ich weiß so, der erste Tag, wo ich da war, dachten, ich wäre Nazi, weil ich hatte einen Undercut. Ja? Was ist ein Undercut? Das ist oben lang, unten so die Seiten kurz. Ne? So wie jeder dritte Polizist heutzutage. Ah, okay. So, dann hatte ich eine Lederjacke, aber auf der ganzen Schule, die haben alle nur Hip-Hop gehört. Die ganze Schule war nur auf Hip-Hop. Ich war der einzige Metaller mit so einem bekackten Punk, der da irgendwo noch war, den aber keiner interessiert hat. Ich war der Interessante, weil, naja, der ist jetzt neu hier auf der Schule und der sieht anders aus als wir alle anderen. Der Exot. Ja. Und dann ging das los. Dann wurde ich gemobbt, ohne Ende. Eigentlich bis zu dem Tag, wo ich mich entschieden habe, selber Hip-Hop zu hören und auch Baggies zu tragen und Dickie-Hosen und alles. Ich habe das auch alles gehabt. Ne? Nur, dass du in Ruhe hast. Helly-Hansen-Jacke hatte ich und all so eine Scheiße. Ne? Ich bin dann halt damit rumgelaufen, habe aber auch parallel immer noch Metal gehört, aber eben auch Hip-Hop. Mhm. Und deswegen 90er-Jahre-Hip-Hop bin ich auch mit groß geworden. Ja. Ist auch voll mein Ding, auch heute noch. Konnte der dich nicht so auch ein bisschen so mitnehmen, wie diese aggressive Heavy-Metal-Musik? Der ja. Hip-Hop hat ja auch diese Energie, des Rebellische. Ja, wobei, das habe ich eher damit verbunden, mit den Dudes, die mich dann noch abgezogen haben. Ne? Ja. Wie ging das dann weiter so mit dieser ganzen Mobbing-Geschichte? Wo war der Zenit dann quasi? Der Zenit war eigentlich da angekommen, wo ich dann selber, ich wurde ja selber auch immer brutaler so. An sich wurde ja auch immer gewaltbereiter selber auch. Ne? Das heißt, bin ich nur noch mit Gasknarre und mit Bowie-Messer rausgegangen unterm Mantel. Weil dann gab es da Sinti und Roma, die ja Probleme mit mir hatten, weil ich ein Idiot war für die, so ein kleiner Spasti irgendwas. Ne? So die dachten auch, du hast übermächtige Kräfte, ne? Später, das kam später, ach so, okay. Dass die Respekt hatten, als ich mich offiziell als Satanist so ein bisschen mehr so, ich hatte mich noch nicht komplett geoutet, aber ich habe schon so Symbole getragen und bin so in diese Richtung gegangen. Und da haben die gesagt, ey, lass den mal in Ruhe, der frisst Hamster und Katzen und solche Sachen. Und da weißt du nicht so richtig. Und die waren halt auch abergläubisch und hatten die ein bisschen Schiss, ne? Okay. Und das hat sich dann so entwickelt irgendwann. Und der Zenit war eigentlich, der Punkt war da, wo ich nicht mehr konnte. Wo ich zu Hause nicht mehr konnte, wo ich ständig überall, immer verprügelt wurde, abgelascht wurde, gejagt wurde, irgendwas. Und dann habe ich mich irgendwann vom Bus geschmissen. Einfach so aus einer Reaktion heraus. Ich habe nicht mal nachgedacht. Ich konnte einfach nicht mehr. Und, ernst gemeint? Also war das jetzt wirklich ernst gemeinter Selbstmordversuch? Oder? Das war einfach, es war ein Blackout im Kopf. Ich habe nicht nachgedacht. Das war nicht so, ich bringe mich jetzt um, sondern ich kann nicht mehr und dann, ich will raus aus dieser Situation, ich will raus aus meinem Körper und dann einfach, ich bin dagegen geklatscht, der Busfahrer hat gebremst, ich bin runtergefallen und am Bus gelandet, mir ist nicht viel passiert und danach bin ich zum Autobahnzubringer gelaufen und dann hat mich damals ein ehemaliger Klassenkamerad, der über diese Brücke gelaufen ist, der ist gerade da lang gekommen. Der hat dann mich noch runtergezogen von dem Ding, weil ich war nicht mehr ganz ich. Ich war nicht mehr da. Ich wollte einfach raus aus der Situation. Und das Fazit dann, ich bin von da aus direkt in die Klapse gekommen. Kinderpsychiatrie? Ja, genau. Und da habe ich dann letztendlich meinen Pakt gemacht mit dem Teufel. Ja, noch in derselben Nacht, am 1. Oktober 1997. Jetzt wird es spannend. Also erklär uns mal im Detail, wie das stattgefunden hat. Das war eigentlich gar nichts Großes, Spektakuläres. Es geht eigentlich darum, dass du eine Beziehung zum Teufel hast. Oder irgendwo an ihn denkst, oder es reicht ja schon, wenn du an ihn denkst. So. Und dann ist er in deinem Bewusstsein. Dann ist er ein Teil von dir geworden. Und für mich war das aber so, dass ich davon ausgegangen bin, der Teufel existiert. Und der Teufel ist eben der große Bad Boy. Das ist der Chef von allen Bösen, die mir auch Böses antun. Und ich muss jetzt diesen letzten Schritt gehen und muss ihm meine Loyalität schwören. Oder einen Pakt mit ihm machen, damit ich auch wirklich safe bin. Damit mich niemand mehr abfuckt. Und das war auch meine Bedingung. Ich habe zum Teufel gesagt, pass auf, ich will jetzt mal eine Ruhe haben. Ich will jetzt den Spieß umdrehen, die sollen jetzt vor mir Angst haben. Gerade jetzt, wo du über den Teufel geredet hast, hat Boogie eine Cola-Dose aufgemacht. Passt ja. Ja, auf jeden Fall. In dem Zeitpunkt, also wie alt warst du da genau in dieser Klapsensituation? 15. 15. Mhm. Wie hast du den Teufel überhaupt definiert in diesem Augenblick? Ja, schon eher klassisch. Ne? Also schon so, wie ihn die Bibel auch beschreibt. Beelzebub. Weil, ja, Beelzebub ist ja einer der Namen von ihm. Wenn du sagst jetzt, wie die Bibel beschreibt hat, warst du in dem Augenblick bibelfest oder hattest du nur hier und da was aufgeschnappt? Nee, es war ja so, dass ich ja sogar vorher im Konfirmandenunterricht war. Mhm.
Was ist da passiert? Ja, das war, ich bin ja auch nur da hingegangen, weil ich eigentlich, also eigentlich wollte ich hin, weil ich gesehen habe, mein Cousin hat ganz viele Geschenke bekommen und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, dann kann ich mir endlich eine Super Soccer 2000 kaufen und ein Sporting Basketball. Und die Geschichte ist Zucker pur. Du hast einfach nur die Wahrheit gesagt, deswegen hat er dich rausgeschmissen. So ist es. Und dann war ich eben in diesem Unterricht. Und dann haben alle, hat er alle gefragt, so, warum seid ihr hier? Und dann alle, ja, wir wollen Jesus näher kommen und bla bla bla. Ne, es war alles gelogen, wusste ich sofort. Ich habe aber gesagt, ich konnte das nicht. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bin eigentlich da, weil ich will diese Sachen haben. Ich will auch diese Geschenke. Und dafür habe ich dann einen draufgekriegt, musste in einen Nebenraum und dann habe ich eine Geschichte lesen müssen, ne, über den Teufel, die 40 Tage in der Wüste. Und dann dachte ich mir so, ey, weißt du, irgendwie ist der Teufel mir irgendwie, scheint alles mir diesen Teufel zuzuspielen oder alles scheint irgendwie dahin in diese Richtung zu gehen. Und ich fand ihn irgendwann sympathisch, weil er war auch der Außenseiter, so wie ich. Richtig. Er ist auch rausgeflogen überall, er ist aus dem Himmel geflogen, ich ständig aus der Klasse. Also es waren also, ich habe viele Parallelen einfach gesehen, ne? Interessanter Punkt auf jeden Fall, auch mit der Kindheitskomponente, mit dem Außenseitertum und so weiter. Mhm. Jetzt Generation Wednesday, sage ich mal jetzt einfach, jetzt gerade, da kennst du dich auch sehr gut mit aus, mit der Popkultur und so weiter. Ja, ein bisschen, ja. Ja, wir können ja vielleicht mal ganz kurz einen Exkurs in die Richtung und dann wieder zurück zu deiner Story zurückkommen. Jetzt zurzeit sieht man ja auch sehr viele Außenseiterkinder, die ganze Emo-Kultur ist jetzt schon wieder richtig groß. Ja, Emos sind schon wieder, ich dachte, die sind schon wieder out irgendwie. Sind jetzt wieder out? Ja, ist schon länger, oder? Da sind jetzt wieder da. Weiß ich nicht. Also Emos sind jetzt wieder da, soweit ich weiß. Und aber das vermischt sich halt alles so ein bisschen mit diesem Außenseitertum, mit der Wednesday-Generation, wie ich sie halt nenne. Das sind halt auch so Leute, die teilweise sich in solchen Geschichten und so weiter wiederfinden, sich da ausgegrenzt fühlen aus der Gesellschaft und so weiter. Ich denke mal, dass so Events wie Corona und so weiter dazu nochmal beitragen, dass noch mehr Außenseiter existieren. Klar. Je mehr Spaltung, desto mehr Außenseiter wahrscheinlich. Und dann gibt es dann die Verbindung zu dem Okkulten dann auch. Wednesday, die Figur an und für sich, die repräsentiert ja genau das, nämlich den eigentlich Teenager-Außenseiter, der die Bezüge zum Okkulten hat und dadurch dann schon wieder etwas wird, was man feiern kann und so aus dem Schatten heraustritt dann auch irgendwann. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil es war ja auch, was wir hier gerade besprechen, sind viele, also der Überbegriff von diesem Ganzen ist eigentlich okkult, bedeutet eigentlich geheim. Es war eher so ein bisschen nicht so für den Mainstream gedachtes Thema. Jetzt wird mehr und mehr das Thema in den Mainstream reingebracht. Also man kommt aus dem Schatten ins Licht so und aus dem Verborgenen offenbart man sich der Öffentlichkeit und so weiter. Das sieht man immer mehr und mehr durch Grammys, Sam Smith, durch Serien, durch Popkultur, durch dies, das und jenes. Aber das war zu deiner Zeit halt nicht der Fall. Es war schon so ein krasses Nischenprodukt irgendwie mit dem Satanismus in Verbindung zu stehen. Ne? Wie, was meinst du mit Wednesday bitte? Das ist eine Serie auf Netflix, das ist von der Addams Family, das ist halt das Mädel. Okay. Da finde ich aber tatsächlich, um das nur mal kurz einzuwerfen, The Chilling Adventures of Sabrina oder wie die Serie heißt, noch krasser. Da geht es ja richtig offiziell um Satanismus. Sie ist Satanistin, ihre Familie sind Satanisten, die sind Hexen und da geht es um Menschenfressen und alles mögliche. Das machen das verarbeiten die in dieser Serie richtig krass. Also man merkt heute, ist das wirklich auf dem Präsentierteller. Sabrina, also die Sache aus den 90ern. Da gibt es eine Neuauflage. Da gibt es eine Neuauflage. Okay, das wusste ich gar nicht. Das war ja damals alles so auf harmlos verpackt. Und diese Neuauflage toppt alles. Okay. Da geht es um Kinderessen, um alles. Also wirklich alles. Da geht es auch um Pädophilie, alles. Du hast alles drin. Die ist ja noch Jungfrau, die ist ja noch jung, ne? Und die wird dann da entjungfert und was weiß ich. Also da wird alles so rituell mit Satan und Pipapo. Also das ist wirklich, wo ich mir denke, krass, ne? Okay. Ja, da ist Wednesday wirklich harmlos noch gegen. Aber Wednesday ist ja auch interessant, weil es halt wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher ist insgesamt. Das erreicht halt viele Kinder und es spielt ein bisschen mehr. Mhm. Es ist jetzt nicht so ganz so offensichtlich oder in your face, sondern halt subtil. Ja. Da ist dann der Grammy-Auftritt oder eine Sabrina-Serie dann ein bisschen offensiver dann, ne? Ja, klar. Aber das hat sich ja im Laufe der Zeit so entwickelt, ne? Du hast das ja auch schon subtil überall drin gehabt in Hollywood-Filmen und so weiter. Es gab ja genug Filme auch damals schon, wo das alles mit drin war. Ja. Genau, da kommen wir dann später dann nochmal dazu, wenn wir mit deiner persönlichen Geschichte abgeschlossen haben, würde ich sagen. Ja, okay. Ne? Da gibt es noch eine Menge zu reden und da bist du Experte, deswegen freue ich mich da auch auf deinen Insight. Und jetzt gerade sind wir an dem Punkt angekommen, wo du quasi in dieser Klapse den Pakt schließt. Genau. Ja, erzähl mal. Ja, im Grunde genommen war das eine ganz einfache Geschichte. Ich habe halt den Teufel angerufen.
Ja, und der Teufel lässt sich eigentlich relativ unstressig anrufen. Viele denken, man muss ja großes Brimborium machen. Aber es geht eigentlich nur darum, dass du deinen Willen ausrichtest zum Teufel hin. Mhm. Ja, du kannst ihn schon allein durch deine Gedanken, kannst du ihn anrufen. Aber du hast da jetzt nicht ein Telefon mit einer Wählscheibe vor dir gehabt, für die Leute, die denken, du hast ja 666, so, ne? Genau, es gab nur ja, eine Zahl und dreimal. Genau, das wäre jetzt so ne, die andere Version, aber nee, auf gar keinen Fall. Das funktioniert einfach, wie gesagt, man geht da einfach ins Bewusstsein, man ruft ihn im Geiste. Ich habe gehört, seine Leitung ist heiß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe dann einen Pakt gemacht, ich habe den geschrieben, mit einem Kugelschreiber auf so ein Karo-Papier, weil was anderes hatte ich da nicht. Und dann habe ich in der Jackentasche einen Kronkorken gehabt und damit habe ich mir dann einen Finger geschnitten. Und dann hatte ich noch so ein altes Räucherstäbchen, das habe ich dann auch verräuchert. Und der Pakt bestand letztendlich darin, dass ich gesagt habe, ich will, dass die Leute mich fürchten, wenn ich das will. Und dass ich eben, ne, und dass ich eben selber nicht mehr durch das Böse angegriffen werde. Das war sozusagen, und ich habe nicht meine Seele verkauft, sondern ich habe eben wirklich einen Deal gemacht mit ihm. Das ist noch was anderes. Man kann seine Seele verkaufen, ist schwachsinnig, würde ich nie machen. Aber ich habe einen Deal gemacht und das kann man auch machen. Und der Deal bestand darin, dass ich ihm geschworen habe, dass ich eben mein Leben lang Propaganda für ihn mache. Ich finde, das erinnert mich, außer dieses Okkultistische, also und dieses Satanische, erinnert mich das an was ganz normal, was, glaube ich, in der Großstadt jedes Mal, also immer jede Generation passiert. Einer wird ein Opfer, dann kommt der Knackpunkt, der sagt, jetzt reicht's, Norman, Mr. Nice Guy, ich drehe den Spieß um. Ja, das ist eigentlich ja, ganz genau. Oft der Prozess. Ja, ne? Es ist so, ja. Ja. Interessant ist halt, dass du deine Angreifer quasi als das Böse empfunden hast, aber dann trotzdem zum ja, zum Chief and Commander des Bösen dich dann gewendet hast, um dann vielleicht noch böser zu sein als die? Oder? Ja, gute Frage. Einfach nur, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und für mich war das mehr so das Ding, wenn ich mit dem Chef persönlich befreundet bin, wenn der mich mag, dann habe ich auch mit seinen Untergebenen keine Probleme mehr. Ah, okay. Ja, das war so mein Gedanke dahinter. Und sollte es irgendjemand wagen, ich wollte halt auch ganz eine enge Verbindung mit dem Teufel haben. Weil ich mir dachte, okay, wie viel Liebe und wie viel Opferbereitschaft sind die anderen bereit? So, ich bin fürs Äußerste bereit. So, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe ja letztendlich, bin ich an dem Tag wirklich rituell gestorben. Dieser Suizidversuch war eigentlich schon eine Initiation. Verstehe. Ne, ich bin mental, bin ich wirklich gestorben. Ich war am Tiefpunkt. Und ab dem Moment, und dann habe ich ein neues Leben gekriegt. Aha, krass. Letztendlich durch den Teufel, habe ich mir so eingeredet, ne? Und ab da wurde alles anders, komplett. Es war alles anders. Ich war ab dem Zeitpunkt bekennender Satanist und ich bin aus der Klapse gekommen. Ich war ein neuer Mensch. Wie lange warst du? Ich hab zu meinem Stiefvater gesagt, komm, halt's Maul, lass mich in Ruhe. Ich habe zu den anderen Leuten gesagt, ey, verpisst euch einfach, sonst mache ich euch platt. Was willst du? Und kommt her. Es ist mir scheißegal. So, ich diene dem Herrn der Hölle. Ihr könnt mir überhaupt nichts mehr. Und ich war so fest davon überzeugt, weil die mich verfolgt haben. Da war ich 15, mein Gott, das war jetzt mit Gas halt, peng, peng, das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Aber damals war das schon irgendwo schon, das war schon eine Nummer irgendwie. Und ja, was soll ich sagen, es war halt krass. Aber ich habe halt das Selbstbewusstsein gehabt, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe mich nicht mehr gefürchtet, ich hatte keine Angst mehr. Das ist ja die absolute filmische Bilderbuch-Transformation, die du da gerade beschreibst. Also es könnte ja direkt von einem Drehbuch aus Hollywood gerade sein. Mhm. Und war irgendein Medikamenteneinfluss vielleicht auch ein Faktor bei der ganzen Nummer? Wurdest du da irgendwie in der Klapse auch zugedrückt mit Scheiße? Wollte ich gerade fragen. Total, ich wurde richtig zugeballert mit dem letzten Rotz. Das Ding ist, die haben damals Experimente gemacht. Und ich war einer von diesen Leuten, die da einfach, ne? Meine Mutter hatte irgendwas unterschrieben, dass sie mich einstellen dürfen auf verschiedene Medikamente, aber dass sie auch Sachen an mir testen, um zu gucken, was das Richtige für mich ist. Ich kann mich einmal dran erinnern, da habe ich wie sah aus wie eine Pappe, die sollte ich auch unter die Zunge legen, wie so Styropor. Es hat sich aufgelöst und danach fing alles an zu morphen und solche Geschichten. Also es war LSD-artig und auch viele andere Sachen da. Also ich habe da alles Mögliche bekommen und ich kann mir vorstellen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen psychologisch dann woanders war ab und zu. Safe. Ja. Ja, abgefahren auf jeden Fall. Wie ging es dann nach der Transformation dann weiter? Ja, ich bin ja dann auch irgendwann von der Schule geflogen, wegen Morddrohungen an Lehrer. Ja, das war halt, aber es sind so diese 15, so diese Gangsterallüren, die man mit 15 hat.
So, man hat so viel, man hat sich zu krass mit Old Dog irgendwie selber so irgendwie, man dachte so, man ist das jetzt selber auch irgendwie, ne? Und hat diese ganzen Filme aus den 90ern geguckt und dachte, man ist jetzt voll der krasse Gangster und muss jetzt allen zeigen. Und jetzt bin ich ja eh Satanist, jetzt kann ich eh alles machen, was ich will. Also verpisst euch, ne? Also da kommt noch Hip-Hop auch noch dazu. Ja, klar. Heilige Scheiße. Und dann auch noch der gewalttätige Teil des Hip-Hops. Wenn du O-Dog schon ansprichst, dann reden wir von Menace to Society, dem Film halt, ne? Naja. Bad meets evil. Also ich hatte tatsächlich damals mehrere Knarren und ich habe die dann, ne? Man hat sich das so unter der Hand irgendwo zugereicht, ne? Hattest du eine Mini-Para zufällig? Nee. Ich hatte eine Walter PPK, die habe ich auf meiner Mutter gezockt damals. Dann habe ich eine Browning gehabt. Dann hatte ich eine Beretta California. Und dann hatte ich eine Magnum, so ein Revolver halt, aber auch alles, wie gesagt, alles Platzpatronen, ne? Alles nichts Scharfes. Wenn man sich so überlegt, wenn man die Geschichte mal so spinnt, dass du nicht in Göttingen aufgewachsen bist, sondern vielleicht irgendwo in den USA, dann kann man sich jetzt langsam sogar vielleicht in einem Mindstate von irgendwelchen Amokläufern und so, dieses ganze Columbine-Ding und so hineinversetzen, ob das jetzt alles so genauso stattgefunden hat, wie die Amis uns das erzählen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber es gibt da natürlich dann Leute, die durchknallen. Und wenn man den Zugang zu scharfen Gerätschaften hat, anstatt Gas, könnte man vielleicht auf die eine oder andere Idee kommen, ne? Ja, klar. Das war, also ich hätte sicherlich so bestimmte Gedanken gehabt zwischendurch. Also das war immer mal wieder so, ne? Ich meine, wir waren jung, wir haben natürlich auch so ein paar Sachen gerissen, ne? So ein paar kriminelle Sachen, aber jetzt nichts zu krasses auch. Also so krass waren wir auch nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Wer ist wir, meinst du dann auch? Die Clique. Einfach die Clique. Die waren aber nicht satanisch veranlagt wie du. Nee. Und das war auch so ein Ding, ich war dann auch irgendwann raus aus der Clique. Ich bin dann auch nach Salzgitter in so eine Wohneinrichtung gekommen, ja, in so eine Wohngruppe da. Und das war dann nochmal eine ganz andere Welt, ne? Okay. Das war komplett was anderes. Du hattest dann in einem Viertel so Hardcore-Nazis, in einem anderen Viertel war alles durch Araber-Clans und so organisiert. Und da, wo ich gewohnt habe, waren nur Russen. Und die haben sich aber alle drei gehasst. Und wir waren so mittendrin irgendwo dazwischen. Und es war echt krass einfach. So, das war nochmal eine andere Welt. Also Salzgitter ist schon ein kriminelles Pflaster. Also es war, für mich damals war es sehr krass. Von Göttingen nach Salzgitter zu kommen, war echt hardcore. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Göttingen von Salzgitter, dann dachte ich mir, das ist ein Kindergarten hier. Ne? Dann dachte ich mir auch so, was ist das hier? Ne? Ja, das ist immer so. Wenn man erstmal auf einem anderen Level ist, so dann. Mhm. Ja. Aber wie waren dann die prägnanten Steps dann quasi zu deiner offiziellen Initiierung? Dann ging es ja dann irgendwann Richtung, sagen wir mal, professionellen Satanismus. Ne? So. Ich habe natürlich diese ganzen Bücher gelesen. Über was weiß ich, von Guido Grand und wie sie alle heißen, Ingolf Christiansen und so, ne? Da gab es eben diese Bücher über Satanismus. Und da wollte ich halt gucken, wie heißen diese Gruppen? Wie heißen denn diese ganzen Orden? Und gibt's diese Bücher legal bei Verlegen oder muss man die so illegal? Nee, das ist ja auch teilweise staatlich gefördert. Also zum Beispiel der Ingolf Christiansen ist ja irgendwie so ein Sektenbeauftragter auch für Satanismus und Pipapo. Oder war er? Der hat dann irgendwann auch über mich geschrieben. Also das ist halt das Ding. Ich habe mich dann auch mehrfach in bestimmten Büchern wiedergefunden, dann später auch so, dass man immer mal, das machen wir auch unter uns noch heute, wenn wir irgendwo mal was lesen, dann so, ach hier, kennst du das noch? Ja, genau, ne? Und mir sagt der Name gar nichts. Und wie kann man sich das vorstellen? Wer ist dieser Dude und warum bist du in seinem Buch drin gewesen? Das war zu der Zeit, wo du aktiv warst. Da war ich noch nicht in seinem Buch. Also warst du noch nicht? Okay. Nee, aber später dann halt. Und oder in irgendwelchen Publikationen auf jeden Fall. Jetzt nicht. Aber ist das jetzt ein Typ, der dagegen ist? Oder ja, der ist dagegen. Der ist dagegen, ach so. Der ist Sektenbeauftragter vom Land Niedersachsen gewesen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Um Aufklärung zu machen von der evangelischen Kirche. So. Ah. Und der hat staatliche Gelder bekommen dafür, dass er Aufklärung macht gegen solche Sekten. Gegen irgendwelche okkulten Gruppen und dieser ganze Kram. Ne? Das war so der kleinstaatliche Van Helsing. Ja. Also so eine Nummer halt. Und ich habe halt die Bücher alle gelesen, weil ich wissen wollte, wo sind die bösen Jungs organisiert? Ah, wie so Nazi, die Dokus immer bei NTV. Nicht zum Schocken, sondern weil du es feierst. Ja, genau. Ich habe auch so ganz brutale Satanisten-Romane gelesen und dachte mir mal, aber warum nennen die nie Namen, wie diese Gruppen heißen? Naja, und dann habe ich halt eben in diesen Aufklärungsbüchern die ersten Namen gehört. Ne? Ist natürlich nicht so gut gelaufen, wenn man Aufklärungsbücher schreibt und damit dann Informationen weitergibt an die Leute, die sie genau so benötigen. Dann, ne? Und dann hatte ich die Namen.
Super gemacht auf jeden Fall. Dann hatte ich Autoren von Büchern, die auch in diesen Orden drin waren. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir erstmal die Bücher gekauft von den Autoren, die aus diesen Orden sind. Das ist schon mal die erste Nummer gewesen. Als ich diese Bücher hatte, habe ich die Verlage angeschrieben oder angerufen. Damals noch Telefon angerufen, ganz normal. Ne? Nicht wie Internet, E-Mail, tralala, war ja alles noch nicht so. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal Kontakt zu dem Autor bekommen. Ich bin ein Fan. So, und dann irgendwann hat es, erstmal wurde ich ignoriert und was weiß ich. Und irgendwann hat es aber geklappt, irgendwann hatte ich dann Kontakt. Dann habe ich telefoniert mit einem, der in so einem Orden drin ist. Ah. In so einem ziemlich krassen auch. Ach, guck mal. So, und dann habe ich mit dem immer mal wieder so telefoniert, heimlich mehr oder weniger. Damals noch in der Wohngruppe, da habe ich schon das erste Mal auch mit solchen Leuten telefoniert und Kontakt gehabt, ne? Und später dann konnte ich ja sowieso machen, was ich wollte. Als ich da raus war, hatte ich eine eigene Wohnung mit einem Kumpel. Und es war halt immer mal wieder, dass ich immer mal wieder Kontakt hatte zu Autoren, war aber noch nicht volljährig. Ich war ja noch nicht volljährig. Mhm. Das heißt, ich konnte da auch gar nicht Mitglied werden. Ne? Also dieses schöne, spannende, verbotene. Ja, genau. Ja. Ja, und als ich dann 18 wurde, das erste, was ich gemacht habe, war mir 3 Sechsen auf den Arsch tätowieren lassen. Auf dem Arsch, ja. Ja, ja, genau. Das hatte ich auch so aus so einem Film. Das hast du mal. Tatsächlich auf dem Arsch. Ja, genau. Ich dachte erst, das hast du so gesagt, so auf dem Arsch. So auf dem Arsch auch noch. Ja, ja, genau. Das war halt irgendwie so für mich so eine, das war halt irgendwo provokativ. Ich wollte das irgendwie, ich hatte das tatsächlich aus so einem Film. Ich glaube, da ging es um irgendwelche Punks in Frankreich oder irgendwas. Und da hat da einer das auch auf den Arsch tätowiert gehabt und hat dann. Die haben sich da mit Bullen angelegt und hat dann dem Bullen so sein Tattoo gezeigt, hier fickt euch, ihr scheiß Bullen. Ne? Ach so, also und, meine Tattoos sind immer krass bei euch. Ich hatte einen Satanisten, wir haben im ABC haben wir keinen verurteilt, da kam jeder in unserem alten Sportstudio. Auf einmal kam Lars, Tapete hieß er, Affe, Satan, überall, also so schwarz auf weiß. Ja, ja. Aber irgendwann haben wir gesehen, der ist mega in Ordnung, nur ist viel schief gelaufen. Klar. Und Tattoos sind ja auch so ein bisschen wie so eine, naja, so eine Statussymbole, ne? Es ist vor allem, man trägt ja was nach außen. Genau. Gut, das jetzt nicht. Aber andere Sachen. Das war jetzt kein Erkennungsmerkmal. Dass man sich untereinander erkennt. Bei dem Film Blade, kennst du ja, da haben sie hinten so auf dem Nacken, haben sie so dann immer das Symbol von dem Obervampir, der den Menschen kontrolliert, so mehr oder weniger. Das kann bei dir auf dem Arsch nicht der Fall sein. Nee, das war auch, wie gesagt, es war einfach nur, ich war jung, ich wollte provozieren. Ich wollte einfach ein Zeichen setzen und so weiter. Ne? Das war für mich irgendwo auch eher für mich selber so. Ich habe das Tattoo tatsächlich auch ab und zu mal Bullen gezeigt. Aber das war dann andere Situation. So, ne? Und keine Ahnung. So, und das war eben der Punkt. Wie gesagt, ich hatte dann irgendwann mit 18, dann wollte ich dann auch die Leute mal treffen. Ne? Ich hatte dann auch zu Telemiten dann Kontakt. Ne? Das ist ja auch so von Aleister Crowley. Oh. Ne? Das war die Religion von Crowley. Den hört man Telemark. Immer wieder. Und letztendlich machen wir uns nichts vor. Da geht es schon irgendwo um Prinzipien des Satanismus, auch wenn die es selber nicht so nennen. Crowley hat sich selber als großes Biest bezeichnet. Ja, genau. Und diese ganzen anderen Sachen, Babylon und was da alles drin vorkommt, das ist satanisch im christlichen Kontext. Ach, ja? Gibt es tatsächlich Zweifler darüber? Ja, also die Telemiten selber, die scheuen sich manchmal so davor und sagen, nein, wir haben damit nichts zu tun und keine Ahnung, die sehen sich als Telemiten, als Gnostiker oder irgendwas. Okay. Also nochmal Telemiten, das ist auch eine Glaubensgemeinschaft? Genau, es ist eine Religion, die Aleister Crowley ins Leben gerufen hat. Ach, okay. Und da geht's, also das ist, weiß ich nicht, auch alles nicht ganz so prickelnd. Ich habe eine Frage, die drückt die ganze Zeit bei mir. Hau raus. Das ist mit den 666. Weil wusstest du, hast du dir das Tattoo wahrscheinlich auch gemacht, bevor du dir richtig Gedanken über 66 gemacht Klar. hast, ne? Weil ich wollte sagen, damals habe ich meinem Freund Rust immer die Charakter gemalt und dann, wenn ich einen bösen Dämon gemacht habe, habe ich den einfach eine 666 auf die Stirn gemacht. Und ich glaube, ganz viele haben es auch durch Pop-Symbole gesehen und wussten gar nicht, was sie da machen. Ich habe erst über Belasch, ein Album von Belasch, viel über dann diese biblischen Überlieferungen und so erfahren. Ja, ja, es ist halt, durch die Popkultur ist es wahrscheinlich in den Geist der Leute gekommen, mehr oder weniger. Ja. Da waren dann Filme wie das Omen, glaube ich, schon ein guter Brandbeschleuniger, die ganze Heavy-Metal-Kultur. Der hier auch. Die Pommesgabel, genau. Ja. Das sind halt alles so Sachen, klar, man weiß natürlich erstmal nicht, was diese Symbole wirklich bedeuten, wie sie in den Kreisen auch wirklich gesehen werden und nicht nur, wie es hier in der Popkultur irgendwie verwurstet wird. Das ist ja auch wirklich einfach Mainstream. Ne, wie das ja, ne, muss man einfach sagen. Und die meisten haben auch gar keine Ahnung. Ja. Viele Zeichen kenne ich auch nicht. Wie gesagt, da habe ich auch nur irgendwelche Annahmen, die ich dann treffe. Ne?
Aber ich kenne halt eben auch noch Kollegen von damals, die dann eben auch in anderen Orden drin waren, die dann bestimmte Zeiten, hier den zum Beispiel, ja, ne, der Klassiker. Da habe ich das irgendwann mal erfahren, ein ehemaliger Bruder aus Südafrika. Der hat das in seiner Loge und der war im Memphis Misra im Ritus. Und das ist halt die ägyptische Freimaurer, die so gar nicht offiziell angenommen wird. Also da, das wäre vielleicht für Charles jetzt nochmal interessant oder so. Da habe ich auch mit ihm auch drüber geredet, aber wie gesagt, und die machen das. Ist doch das Zeichen hier, wa? Ja, das sind halt drei Sechsen. Ne? Das, sind halt die drei, das sind halt drei Sechsen symbolisch. Und die Jungs machen das halt andauernd, was, wie und warum. Und man sieht es ja auch bei ganz vielen Stars. Ja, auch den Trend habe ich jetzt gesehen, oft im Osten. Das gibt, was ich mega eklig finde, so eine Firma, eine Modefirma, die packt dann die Hörner aus und Ziegenköpfe und bedient sich voll dieser Rituale. Du siehst auch ganz so Leute, wo du denkst, die haben überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Also dieses Zeichen, vor allem dieses, das war Gangsign hier von Kreuzberg 36. Mhm. Das haben alle gemacht. Ja. Und ja, Kreuzberg 36, hatten wir ja letztes Mal mit Charles schon, Kreuzberg, weißt du, Kreuzritter, ist das Erste, was einem einfällt. Nee, das Erste, was ich einfällt, ist Papa Legbar. Wenn ich da sehe, Crossroads, ne? Papa, kennt ihr den nicht? Papa Legbar? Ja, Papa Legbar ist aus dem Voodoo, der sozusagen der Herr der Kreuzungen. Und der wird auch manchmal in Filmen so als Teufel dargestellt. Ach, es gibt auch so Filme darüber. Müsst ihr einfach mal gucken, genauso wie wie gesagt, so, es gibt so Lieder, wo es um Kreuzwege geht. Und meistens ist das im Blues. Und da geht es immer um den Teufel. Und das ist eigentlich Papa Legbar. Ah, wenn du Voodoo gerade sagst, kann man eigentlich schon sagen, Voodoo ist so die afrikanische Version von Satanismus? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt zwei Linien vom Voodoo. Ich habe mich da auch sehr viel beschäftigt. Es gibt zwei Linien. Es gibt einmal, wie gesagt, es gibt die Radaloa. Radaloa sind sozusagen die Guten, die Liebevollen und so weiter, die Blauen, also ne, man sagt doch die Blauen Loa, die Blauen Geister. Und dann gibt es die sogenannten Roten Geister. Und die sind richtig böse, also böse in ihrem Sinne. Gut und böse gibt es da auch nicht, aber das ist halt so, die sind halt schon eher die übleren Gesellen. Das sind Verbrecher, okay. Kriminelle, ne, als Geistwesen. Also die Mafia als Geistwesen. Okay. So. Ich dachte halt so wie der... Wie halt der Dalai Lama ein Priester in einem anderen Raum ist und sich genauso verhält, ist das bei Voodoo auch. Da gibt es im Voodoo, wie gesagt, gibt es eben diese Gruppen, die eben eher diesen roten Loas, also diesen Petro Loas sozusagen, die mit denen eher so arbeiten, ne, wenn man das so nennen mag. Aber es gibt positive Voodoo-Dudes. Ja, also es gibt welche, Fall. Die ihrer dann, Umwelt nur friedlich gewonnen sind und die sich trotzdem der Voodoo-Magie bedienen. Und die werden ja krass, auch synkretisiert mit den christlichen Heiligen, ne? Damballa zum Beispiel, das ist so der große Schöpfer, ne? Der wird also gleichgesetzt mit dem Schöpfergott. Ach, krass. Ne? Und Damballa ist eine weiße Schlange so. Dem opferst du Eier und Reis und solche Sachen, also weiße Speisen. Und der hat auch noch eine Frau, die ist auch so ein Schlangengeist und so weiter, ne? Diese Regenbogenschlange und so weiter. Das hat alles was damit zu tun. Und so, wie gesagt, und das sind halt auch, aber mit solchen Sachen haben wir auch gearbeitet. Also man muss sich das auch so vorstellen, als ich dann später in so einem Orden drin war. Ja, da arbeitest du mit allen möglichen Traditionen. Du bist nicht kulturell auf irgendwie, auf was weiß ich, gebürstet, nur Satanismus rauf und runter so, oder Gnosis oder irgendwas, sondern du beschäftigst dich mit allen möglichen kulturellen Traditionen, die sich mit Geister, Beschwörung, Dämonen, aber auch Engeln, ist völlig egal. Wie MMA, wa? Man nimmt alles, um zu gewinnen. Ja, genau, richtig. 100 Pro. Ja. Genau das ist es. Aber am Ende geht es als Satanist nur darum, dass du der Stärkere bist in der Situation. Die Waffe ist scheißegal. Die ist auch scheißegal, welche politische Richtung irgendwas ist oder welche Religion oder irgendwas. Du benutzt einfach alles. Kein Mitleid-Mindset, kann man auch so sagen, ne? Hundertprozentig, ja. Gnade ist auch so tabu, ne? Und sowas? Ja, sagen wir mal so. Und es gibt einmal die anderen draußen. Ja, die werden in den Orden unterschiedlich bezeichnet. Untote, die werden Ungeborene, Mundane, Profane, ne? Also gibt es tausende Begriffe für Leute, die nicht eingeweiht sind. Geimpfte. Ja, quasi. Vorbla. Ja, aber das tatsächlich ist das in den Kreisen, würde ich schon sagen, da gibt es das genauso. Ja, würde man auch sagen, dass die Leute, die sich impfen lassen haben, die haben es nicht gecheckt. So. Ja. Also es kann durchaus sein, dass die in den Orden die skrupellosesten Rituale durchziehen und zu Hause liebevolle Familienväter sind. Ja, also kann es, also wahrscheinlich nicht, aber nach außen, ne? Naja. Ja, also lass uns vielleicht in der Timeline ein bisschen bleiben. Ja, ja.
Weil wir sind jetzt kurz davor, quasi, wir waren auf dem Weg deines Logeneinstieges, mehr genau. oder weniger. Du bist in Kontakt geblieben oder du kamst in den Kontakt mit Leuten und dann kam dann diese Crowley-Ecke dann auch noch, so mit der du dann Kontakt gehabt hast. Bevor wir das vielleicht abschließen, weil dieser Name schon mal gefallen ist, damit wir dieses Thema auch mal behandeln und hinter uns bringen. Crowley an und für sich, die Leute, die du da kennengelernt hast, war dir der ein Begriff zu der damaligen Zeit? Hast du dich damit beschäftigt, bevor du dich da in die Loge dann auch vorgearbeitet hast? Ich hatte das Lieber Alve Legis, das habe ich 1999 gelesen. Das war halt noch vor der Zeit, bevor ich da drin war. Und ich habe erstmal nicht viel gerafft, was da so vermittelt wird, weil das alles in Schattensprache geschrieben wurde. So nennt sich das. Ja, das ist halt, das erfährst du dann innerhalb des Ordens, erfährst du dann mehr darüber, was es wirklich bedeutet. Und das ist auch mal das Problem, dass es so viele Telemiten gibt, also Anhänger dieser Religion, die darüber reden, aber die reden halt nicht aus der Sicht von einem Eingeweihten, sondern einfach nur von jemandem, der dieser Religion außerhalb dieser Gruppen folgt. Und dann finden die das alles immer ganz toll und das ändert sich auch von Grad zu Grad, ändert sich auch das Buch. Also das Buch bleibt das gleiche, aber die Bedeutung verändert sich von Grad zu Grad. Und das ist das Abgefahrene. Aber das Buch ist gar nicht so wichtig für die Gruppe, in der auch ich drin war. Das spielt nicht so eine Rolle. Also schon, aber nicht so stark. Crowley hat ja damals, also ich kann das hier so sagen, ich war halt in einer Saturnloge. Ja, welche will ich nicht sagen, ganz bewusst nicht sagen, weil die haben auch untereinander ganz viel Krieg gehabt immer wieder. Und ich will auch nicht über irgendwelche Leute schlecht reden oder irgendwas. So, und das ist halt das Ding. Crowley ist damals, der hat ja auch in Berlin gewohnt, in Deutschland war der eine Zeit lang unterwegs und hat sich dann in Berlin mit Eugen Grosche getroffen. Und Eugen Grosche, der nannte sich später Gregor A. Gregorius, der hat die Fraternitas Saturni in den 20er, Ende, also 1928 oder irgendwas war das, hat er die gegründet. Aus der pansophischen Loge heraus. Es gab schon eine Loge, die Pansophia. Ja? Und die waren schon so in diesem Zeitgeist der damaligen Zeit eben, dieses Okkulte und so weiter, die waren da schon involviert drin und gingen auch schon in diese Richtung Luziferanismus, so leicht vermutet man. Und da kommt auch dann zum Beispiel, aus der Loge stammt auch Albin Grau. Den kennen viele so als Ausstatter für Filmrequisiten aus dem Film Nosferatu aus den 20er Jahren. Nosferatu, war so eine entstellte Person? Vampir. Ja, Vampir, genau. Und diese ganze Story, diese ganze Beeinflussung stammt auch ein bisschen aus dieser Loge, ne? Und da schon in den 20er Jahren wurden eben auch Filme dann beeinflusst, also auch von Deutschland aus und so. Das ist halt auch interessant. Und jedenfalls, das war auch Klaus Kinski, ja? Also er war mal auch ein Nosferatu. Ich habe in der Wohnung in Berlin gewohnt, wo Klaus Kinski angeblich auch gewohnt hat. Ich habe meinem Partner einen krassen Bericht gemacht über die Machenschaften von Klaus Kinski. Ja, ist krass. Ich habe einen Bericht gemacht über Roman Polanski. Entschuldige bitte, wer. Aber Klaus Kinski war ja auch in ähnliche Skandale verwickelt. Da ging es halt auch viel um Kindesmissbrauch. Auch Nastassja hat ja als eigene Tochter dann auch nochmal so ein paar Berichte über den Bruder gehabt. Aber es gibt halt auch ein sehr interessantes Buch und zwar heißt es Erdbeermund irgendwas. Ja. Ja. Mhm. Das ist so das Buch von Klaus Kinski selbst. So ein bisschen seine Memoiren und so weiter, biografisch. Mhm. Und die spätere Version davon wurde abgeändert. Da sind dann die haarsträubenden Details nicht so wirklich drin. Also wer noch irgendwo Glück hat und die 70er-Jahre-Auflage von Klaus Kinskis Biografie bekommt, wird auf jeden Fall auf das eine oder andere stoßen. Ja, krass. Ja, genau. Und harter Tobak alles. Es ist krass auf jeden Fall. Jedenfalls in dieser jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich kann dich da nochmal reinbringen. Genau, bring mich nochmal rein. Das Ding ist so, dass du von deinem Weg dorthin über die Crowleys und so weiter gesprochen hast und über die Leute, mit denen Crowley in Kontakt war, die Logen und so weiter, Saturnloge etc. Genau. Dieses ganze Zeug. Wo mir dann natürlich dann immer wieder die Freimaurerei in den Kopf kommt. Nicht nur die Freimaurerei, sondern halt insgesamt das Geheimgesellschaftentum. Wo ich behaupten würde, dass die, also schon ernstzunehmende Verweise in Richtung Ägypten sogar schon zu finden sind in Bezug auf Geheimgesellschaften, die dann auch wirklich tief okkult waren und dann teilweise auch religiös motiviert und so weiter. Da sind wir dann bei Echnaton, ja. Also es ist echt lange her. Also laut der Saturnloge geht die Tradition auch dieser Logen bis zurück nach Babylon, Zweistromland. Ja, Bruderschaft der Schlange.
Diese ganzen Geschichten halt, dieser ganze Kram so, ne? Und manche gehen sogar noch weiter, dass sie halt sagen, irgendwas mit Atlantis und Pipapo, ne? Da gab es ja auch die weiße und die schwarze Loge und so weiter, ne? Das ist aber ein Konzept, das von Helena Blavatsky irgendwann erfunden wurde, meines Erachtens nach, wo es dann eben darum geht, dass es die weiße Loge gibt, die alles positiv beeinflusst und dann die schwarze Loge, die eben für das ganze Verbrechen sorgt und für dieses Negative auf der Welt und dass sich beide irgendwo in der Waagschale halten müssen. Also das ist so die Story dahinter. Kannst du ganz kurz Helena Blavatsky mal für die Leute da draußen vielleicht Kurzfassung einfach zusammenbringen? Auch wahrscheinlich ein prägnanter, eine prägnante Figur, vor allem im neuzeitlichen Geschehen, ob das jetzt die New Ager waren da drüben in den USA oder wie auch immer, aber auch Crowley und so weiter. Ne? Ich glaube, Blavatsky und Alice Bailey waren, glaube ich, sehr einflussreich in dem Bereich. Oder? Ja, da können wir auch noch drüber reden, über Alice Bailey. Das ist nämlich ziemlich krass. Also das Ding ist, Helena Blavatsky, 19. Jahrhundert, die hat so ein bisschen auch diese ganze östliche Mystik nach Deutschland gebracht, ja, vor allen Dingen auch nach Berlin. In Berlin war das erste buddhistische Zentrum, was sie aufgebaut hat, mit der Theosophischen Gesellschaft natürlich. Ich glaube, das gibt es sogar noch oder irgendwas gab es, aber ich habe das mal gehört auf jeden Fall, dass es da noch was gibt. Und die hat halt eben diese östliche Mystik auch aus Indien viel rübergebracht, aber eben auch viel Gnosis, Luziferianismus und so weiter, ne? Diese ganzen Geschichten, die dann mit reinspielen. Und ja, ich würde sagen, ihre Agenda war schon eher luziferianisch. Ja, für alle, die das nicht wissen, was das genau ist. Das ist halt eine gnostische, im 11. Jahrhundert entstandene Strömung aus der Gnosis, die eben Luzifer als den Lichtbringer verehrt haben und ihn als den Bruder von Jesus gesehen haben. Ah. Ja, genau. Und dieser Einfluss war eben ziemlich groß, weil sie hat eben maßgeblich dann auch viele andere Okkultisten der damaligen Zeit beeinflusst. Mhm. Ja, sie hat auch mehrere Bücher geschrieben, ne? Isis Entschleier zum Beispiel. Die beiden Bände habe ich auch zu Hause im Regal stehen. Ist ein bisschen schwer zu lesen und es geht wirklich vom Hundertsten ins Tausendste und die Religion hat ihren Ursprung hier. Und sie erklärt viel über Religion, sie redet viel über Gott, aber am Ende, was hinten rauskommt, ist was ganz anderes. Und das ist das Entscheidende. Was ist das? Ja, das ist auf jeden Fall nichts, was für das Allgemeinwohl wirklich gut wäre. Ja, das ist das, was wir heute als Produkt sehen, was heute uns auf die Teller gekackt wird von oben, von ganz oben. Ja. Ja. Würdest du da mit Alice Bailey und Blavatsky, würdest du da eine Connection ziehen? 100 Pro. Alice Bailey war ja im Auftrag der Theosophischen Gesellschaft. Die hat ja dann irgendwann Lucifer's Publishing gegründet, ein Verlagshaus, was sie Lucifer Publishing genannt haben. Also muss sie mal reinziehen. Alleine schon das, ne? So, und dann haben sie eben dort Schriften publiziert. Und sie hatte den Auftrag, sich um eine neue Welt zu kümmern. Also die Grundgedanken einer neuen Weltordnung zu erschaffen. Ah. Ja, jetzt wird's interessant. Da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt mit neue Weltordnung. Das ist letztendlich alles auf diesem Mist gewachsen. Von Alice Bailey und Helena Blavatsky. Da ist auch viel Ritualistik mit dem Spiel gewesen. Kannst du für die Leute, die vielleicht kurz und knackig erzählen, wer die Theosophen waren? Ja, gut. Also ich maß mir jetzt nicht an, alles über die Theosophen zu wissen. Aber die Theosophie ist halt die Wissenschaft, also die erforschen halt das Göttliche letztendlich. Es geht darum, das Göttliche in allen Religionen und Kulturen zu erforschen. Einerseits gemeinsame Nenner zu finden und dann sozusagen, und das war eigentlich der Plan dahinter, eine große Weltreligion zu erschaffen. Verstehe. Ne? Also kann man davon ausgehen, wenn man das jetzt auf einen Punkt bringen wollen würde, ja, dass dort von Alice Baileys Seite aus, von der Theosophischen Society und so weiter, eine Weltreligion angestrebt wird unter der Schirmherrschaft Satans, muss man sagen. Also das ist eine Interpretation. Die nennen ihn anders. Die nennen ihn Sanat Kumara. Okay, ja, es gibt aber das ist die gleiche Person. Also die sagen ja auch in ihren Schriften, das ist ja das Geile, wenn du Alice Bailey liest, kann man ja, man kann Lucy's Trust, die heißen jetzt Lucy's Trust, genau, das ist so lustig, dass sie sich so in deinem Gesicht haben. So. Und das Geilste ist, ja, die sind im selben Gebäude in New York, im Hauptquartier der UNO. Ja. Und die UNO. Alles klar. Und die UNO ist das Kind von Lucy's Trust, behaupte ich. Ja, aber wenn du das gelesen hast, wenn du das erforscht hast und wenn du auch Leute gekannt hast aus diesen Kreisen, dann brauchst du da nicht mehr dran zu glauben. Also, da gab es doch erst letztens den schrecklichen Skandal, wo da 15% in Afrika von der UNO, die bei der Einstiftung gearbeitet haben, in Kindesmissbrauch involviert waren. Ja, sicher. Natürlich. Wundert mich überhaupt nicht. Weil eine Alice Bailey, die schreibt, wir müssen Geschlechter auflösen, wir müssen Altersgrenzen auflösen, ja, weil die Seele des Wesens
hat kein Alter, hat kein Geschlecht, hat das alles nicht. Und wir müssen das Wesen betrachten, aber nicht mehr die Person. Das ist ja an sich auch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, mir ist deine Rasse egal, mir ist deine Hautfarbe egal, mir ist egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, welche Religion du hast, welche Partei du willst. Mir geht's um dein Wesen. Das ist ja schon mal okay. Aber nicht, wenn es darum geht, Kinder zu Erwachsenen zu erklären. Ja, das ist halt. In das, jederlei Hinsicht. Ja, natürlich. Ja, das ist ekelhaft dann. Da kommen wir dann so ganz. Dann wird es wirklich hässlich. Da wird es auf jeden Fall hässlich. Deswegen, also da gibt es ganz viel Zeug da draußen, womit sich die Leute dann nochmal im Detail beschäftigen können. Aber ich würde mal sagen, dass diese Namen schon wichtig sind. Das sind so Grundsäulen vor allem der sichtbaren Menschen, der Transformation in Bezug auf die Gesellschaft innerhalb der letzten ein paar Jahre, sage ich mal. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch offensichtliche Repräsentanten einer gewissen Agenda, einer gewissen Glaubensstruktur und so weiter, die meiner Meinung nach nichts Gutes im Sinne hat für die Menschheit. Und Popkultur hat da übernommen. Also mittlerweile ist da Hollywood, glaube ich, ganz wichtig. Da sind dann Musiker dann wichtig, da sind Influencer wichtig, Leute auf Social Media. Da gibt es aber dann auch so richtige, so priesterartige Leute. Dann wäre das Äquivalent vielleicht der heutigen Zeit jemand wie Abramowitsch. Bevor wir das aber... Wer ist das nochmal bitte? Die habe ich oft gehört. Das ist so eine ganz blöde Künstlerin. Die ist so ein bisschen, weiß ich, die ist ein bisschen pervers im Kopf und macht halt Seelenkochen und solche Veranstaltungen oder macht so Menschen aus Kuchen und dann essen irgendwelche Promis das und das sieht dann aus wie Kannibalismus. Also es ist halt irgendwo schon nicht ganz koscher. Aber man muss schon dazu sagen, das sind dann auch bekannte Leute, die dann die Leichen fressen und so. Da ist dann eine Gwen Stefani, da ist dann eine Lady Gaga und so weiter. Das ist jetzt nicht oder so Hans-Peter oder ein Drosten. Aber da dabei, ja? Ja, genau. Also gibt es ein Foto? Gab es ein Foto im Internet? Ach du heilige Kuh. Ja, noch bevor das losging alles. Ne? Der hat da wahrscheinlich sein Jobangebot bekommen und dann ging's los. Ne? Dieses ganze Spirit Cooking und sowas, weiß ich nicht was. So, das sind so Türöffner einer gewissen Gesinnung, die halt im Schatten operiert hat, aber die halt immer mehr ans Licht kommt. So, das ist so mein Empfinden bei der ganzen Nummer. Genau, aber da wollte ich noch was zu sagen. Das Ding ist halt einfach, ein wesentlicher Bestandteil des Satanismus ist, dass Satanisten oftmals instrumentalisieren und nicht selber irgendwas machen. Das heißt, diese Leute, die da irgendwo mit Teufelsmasken da irgendwo auf einer Bühne rummachen da irgendwas, ne, das sind eigentlich nur die Instrumente. Richtig. Ja, da sind die wenigsten selber irgendwelche Satanisten und haben Hintergrundwissen oder irgendwas. Das sind nur die Tanzpuppen. Ja. Und das ist der Punkt, das ist das Wichtige. Das verstehen viele nicht, weil sie sagen, ja, der Promi ist Satanist, der Promi ist Satanist. Das sind keine Satanisten für mich, das sind einfach nur Marionetten. Erinnert mich an Soldaten. Ja? Die Politiker machen die Scheiße und die Soldaten kämpfen. Die kriegen Geld dafür, ganz einfach. So, und ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass Leute bezahlt werden für Dinge. Die werden einfach bezahlt, fertig und das war's. Und dann fragen die auch nicht mehr nach, weil sie haben auch keine Lust, dass diese Leute noch irgendwo mehr mit denen zu tun. Die wollen ihre Ruhe vor den Leuten haben, weil die vor den Leuten wirklich Angst haben. Ja. Die haben Angst, definitiv. Also es gibt ja auch diese zwei Bücher, die ich den Leuten empfohlen habe bei meinem Megafon-Video. Und zwar ist es von Whitney Webb, A Nation Under Blackmail. Also da ist seit dem Jeffrey Epstein-Fall natürlich dann auch in die Öffentlichkeit gekommen, was da alles so ein bisschen schief läuft. Und es ist nur die Spitze des Eisbergs, muss man dazu sagen. Und wer sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, der merkt halt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese ganzen Hollywood-Marionetten und so weiter, die diese okkulte, dunkle, satanische, grausame teilweise Geschichte, wenn es da um tatsächlich Kindesmissbrauch und Mord und so weiter geht, dann reden wir jetzt nicht mehr über irgendwelche drei Hippies, die sich auf dem Friedhof treffen. Das ist dann schon wieder ein ganz anderes Level. Und wenn man sich dann diese 1000 Seiten mal so zu Gemüte führt, dann merkt man, dass Erpressung und so weiter ein riesengroßer Bestandteil schon immer war. Also nimmt man die Leute, die in der Öffentlichkeit dann diese Tradition oder diese Gesinnung nach außen hin repräsentieren, nimmt man halt als Sklave durch Erpressung quasi in die Haft. Und sollten die dann irgendwie auf die Idee kommen, sich mal dem zu widersetzen, dann passieren dann auch schreckliche Sachen, entweder ihnen selber vielleicht oder auch vielleicht der Umgebung, den Geliebten oder wie auch immer. Diese ganzen Geschichten, die sind relativ gut dokumentiert mittlerweile im Jahre 2023, wo man dazu sagen muss, vor 50 Jahren wärst du der absolute Aluhutträger, wenn du überhaupt über solche Sachen überhaupt gesprochen hättest. Mittlerweile hat ein ehemaliger Satanist wie Alexander Stier hat einen YouTube-Kanal und einen Freimaurer namens Charles Fleischhauer und so weiter. Und es gibt ganz viele andere Leute doch aus unterschiedlichen Kreisen, die diese ganzen Theorien dann quasi aus der Innenperspektive so ein bisschen dann nochmal erläutern können. Das ist ein Trend, der ist neu, muss man dazu sagen. Ja, safe. Ich wollte noch mich da auch was kurz sagen, was ich immer mehr meistens hier durch den Podcast, wo ich mich erst beschäftigt habe damit, so, also sehr beschäftigt habe,
gemerkt habe, ich bin doch überzeugt, auch wenn du das Verhalten der Großen siehst in der Wirtschaft, ob es die Waffenindustrie ist, ob es jemand ist, der Trinkwasser privatisiert, dass man dann schon sagen kann, also wenn ich so Verhaltensmuster sehe, werden die sich dieser Kultur, Religion, möchte ich es nicht nennen, bedienen. Halt an halt, weil wenn du halt Wasser privatisierst in Afrika, kannst du nicht an den lieben Gott glauben, weil arbeitet kontraproduktiv, ne? Aber wisst ihr, dass das Problem, das große Problem ist, dass viele noch nicht gecheckt haben, dass das, was du siehst, nicht das ist, was es ist. So, das heißt, das, was uns präsentiert wird in den Medien, in der Musik, in den Filmen, ist immer Satanismus, richtig? So, das ist das, was ihr sehen sollt. Warum? Weil Satanismus, das sind die Ausführenden. Satanismus ist die ausführende Gewalt, aber es sind nicht die Köpfe. Und das ist das Entscheidende. Das habe ich auch in einer meiner Dokus rausgehauen, weil das wird, deswegen war mir das so wichtig, weil das viele nicht erkennen können, weil sie die Strukturen nicht kennen, weil sie immer nur von draußen drauf gucken. Also geht es um eine Instrumentalisierung? Ja, nee, es geht vor allen Dingen darum, dass der, ja genau, dass der Satanismus und die Satanisten an sich sind nur Werkzeuge einer Macht darüber. Und jetzt kommt das Spannende: In der Gnosis ist der Schöpfer oder der Gott des Alten Testaments der Teufel. Das heißt, sie sind noch Satanisten, aber auf einer höheren Ebene, mit einem anderen Bewusstsein. Und das heißt, in dem Moment ist es schon wieder Jahwe, also der Gott des Alten Testaments. Ihr müsst das so verstehen. Und du meinst, der über den Teufel sozusagen noch ist, wa? Nee, nee, der ist der Teufel in deren Glauben. Und das Ding ist, wenn du da anfängst, dann denkst du, Satan ist derjenige, der sich von Jahwe abgewendet hat. Und Jahwe und die Kirche, und das finden wir alles doof, und Spuck auf die Kirche, Spuck auf die Religion. Jahwe, der biblische Gott. Genau, genau, der biblische Gott. Ich muss dazu sagen, wir sind ein Hip-Hop-Podcast. Ja. Man muss immer noch ein bisschen feiner die Sachen so aufdröseln für die Leute, weil die sind nicht alle ganz tief drin. Genau. Und das ist genau der Punkt. Und ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Einweihung, ab einem bestimmten Gradsystem, ist man nicht mehr so stumpf. Da geht es ja nicht mehr um, so, wir sind böse Satanisten oder sonst irgendwas, sondern wird es intellektueller. Ja? Und dann wird es feiner. Und plötzlich erfährst du, weil das ist auch eine gnostische Lehre, die dort vermittelt wird, ähnlich wie in einer Freimaurerei. Die Freimaurer, die nicht gecheckt haben, dass sie Gnostiker sind und dass sie den großen Demiurgen verehren und dass der große Demiurg in der Gnosis Satan ist, das sind Idioten. Wenn das einer nicht gecheckt hat, dass sie Satan anbeten, in der Loge, tut mir leid, dann sind die doof. Wie Grütze. Würde Charles dir zustimmen? Charles würde sagen, die Leute, ja, die wissen das nicht besser oder irgendwas. Aber das ist halt einfach, sie unterstützen das System. Mega interessant. Ich frage immer, wenn ich mit Freimaurern zu tun habe, auch privat, frage ich dann immer, wie ist das? Dann sagen die immer zu mir, das sind Abtrünnige, die es halt überall gibt halt. Ja, das kann man ganz logisch auseinanderklamüsern. Man fragt einen Freimaurer, seid ihr Gnostiker? Dann sagen die, vielleicht sagen sie es dann und sagen dann, ja, die Lehre ist schon eher gnostisch oder ja, wir sind Gnostiker, was auch immer. Ne? Erklär ganz kurz, was Gnostiker sind. Also die Gnostiker waren laut der katholischen Lehren, war eine Sekte, Irrlehren waren das. Das waren sozusagen christliche Irrlehren. Abtrünnige. Heißt es. Das ist ein Angebot, ne? Wenn die katholische Kirche das sagt, muss das noch lange nicht so sein, aber das hat man so gesehen damals. Weil die nämlich geglaubt haben, dass der Schöpfer des Alten Testamentes, dass der Satan ist. Das haben die geglaubt. Und deswegen dachten sie, dass Jesus, also ihr Gott, der war auch nie wirklich am Kreuz oder irgendwas, also ähnlich wie im Islam, dass sie sagen, der wurde nicht gekreuzigt und solche Geschichten. Das haben auch die Gnostiker geglaubt. Und die haben ihn aber nicht als Propheten gesehen, sondern als Geistwesen. Das ist halt auch nochmal wieder ein Unterschied. Aber es gibt Parallelen. So. Und jetzt ist es so, dass dann eben die regulären Christen natürlich sagen, nein, Jahwe ist der gute Gott, das ist der Schöpfer und Jesus ist sein Sohn. Und die Gnostiker haben gesagt, nee, das ist nicht der Sohn von diesem dunklen, bösartigen Gott des Alten Testaments, sondern das ist der Sohn einer höheren, transzendentalen Gottheit, die keinen Namen hat, die nicht gesehen und erkannt werden, die nicht begriffen werden kann. Und das war diese Forschung. Und so unterscheiden sich Gnostiker zwischen den Gnostikern und in den normalen abrahamitischen Religionen, also jetzt auch Christentum, Judentum und so weiter. Ne? Und das ist der Punkt. Und wenn ich mich jetzt aber als Gnostiker bezeichne und dann den Demiurgen verehre, also den Schöpfer verehre, dann verehre ich ja Satan, weil ich ja als Gnostiker daran glaube, dass er Satan ist. Und das ist die Krux an der Geschichte und das checken viele nicht.
Verstehe. Ne? Und das ist auch das Ding, was du dann in diesen Orden später gelehrt bekommst. Es geht dann irgendwann nicht mehr nur um Heil Satan und irgendwas, sondern es geht dann irgendwann, wer ist denn Satan eigentlich? Und dann werden Geheimnisse offenbart. Okay, dann sag uns doch mal, wie du in diese Loge dann gekommen bist und was dir da genau erklärt wurde. Naja, also... Und wie alt warst du dann? Als du 6 warst. Ja, genau. Ja. Nee, das wäre richtig übel gewesen, glaube ich. Also das Ding ist, genau... ich muss überlegen. Also es war so, dass ich schon mit 18 im Kontakt stand. Aber sag ich mal so, es gibt so eine Art Vorhof. Das heißt, du bist sozusagen auf, man sagt immer so 1-2 Jahre muss man sich bewähren. Das ist also quasi wie wenn man Prospect ist bei irgendwelchen Bikern. Du bist halt auch da irgendwo erstmal, musst du dich bewähren. Dann testen die auch so ein bisschen, ob du die Fresse halten kannst und solche Sachen. Ne? Also das ist, eigentlich ist das alles schon ähnlich so. Und diese Strukturen kennt man auch aus anderen Gruppen, auch verbrecherischen Gruppen. So, und irgendwann merken sie, okay, der Bengel, der lernt viel, der ist interessiert, der ist ständig irgendwie am Nachfragen und so weiter. Dann kommt es irgendwann dazu, dass sie halt dann fragen, so, ja, wir würden dich aufnehmen und so weiter. Willst du, ja, hast du Bock, willst du das? Da, natürlich, klar, sofort, ne? Ich musste, also ich war da, wie gesagt, 20 oder irgendwas, ne? Als meine erste Aufnahme da war. Das war für mich alles irgendwie gar nicht so spektakulär, muss ich sagen, weil ich ja vorher schon so viel mit denen zu tun hatte. Und es war halt irgendwie mehr so eine Art, das Ritual an sich war nichts, was mich jetzt beeindruckt hat, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das Einzige, was komisch war, die haben mit irgendwas verräuchert. Ich vermute, das waren irgendwelche Nachtschattengewächse, die einen so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, ich hatte akustische Halluzinationen. Das hat man bei Bilsenkraut zum Beispiel, was die auch öfter mal räuchern. Ich vermute, dass es das gewesen ist. So, und ich stand ein bisschen neben mir, also den Ablauf will ich jetzt nicht erzählen, aber es ist anders als in der Freimaurerei, aber ähnlich, da gibt es auch so ähnliche Sachen. Und, aber in einer Kapelle oder in einer Halle? Oder? Nö, das war bei Privatleuten im Keller. Okay. Also die haben halt eine Loge ausgebaut in einem Keller von einem Haus. Ne? Das war in der Nähe von Köln. Also mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Wie waren da ungefähr? So 12, wie man immer so ungefähr? Nee, das waren, also die Mitglieder von der Loge waren schon so knapp 50 ungefähr, aber es waren nicht immer alle da. Das ist auch, muss man auch fairerweise sagen. Also es ist halt so, dass es kommt nicht immer jeder zu jedem Treffen. Man soll schon sich bemühen, da regelmäßig hinzukommen, aber es passiert halt auch nicht immer. Ne? Es ist so wie überall irgendwie. Naja. Ja. Und ich sag mal so, wie gesagt, nach der Aufnahme, fühlst du dich schon, kriegst du so einen Ego-Push. Du hast das Gefühl, du bist jetzt der King und du kannst jetzt alles machen und niemand kann dir irgendwas. Aber das Gefühl hatte ich ja sowieso schon so ein bisschen durch diese Verbindung zu Satan. Aber da war es dann nochmal so, jetzt habe ich endlich so ein paar richtig böse Leute hinter mir. War so ein bisschen auch so, wie die Muslime die Schahada sprechen, ne? Dann irgendwie dieses Ritual und jetzt bist du einer von denen, ne? Ja, es ist mehr so eine Gang-Initiation, ja. Ja, ja. Wenn du mich gerade fragst. Ja. Also gar nicht mal Muslime die Schahada sprechen. Also ich sag mal so, es gab später auch, ich war ja noch in anderen Orden drin, ja? Und da gab es schon... Reden wir gerade von der Saturnloge? Ja, jetzt reden wir noch von der Saturnloge. Okay. Aber wie gesagt, da will ich gar nicht so viel über diese internen Sachen reden. Das habe ich auch, wie gesagt, das bringt auch niemandem irgendwas. Ja, ja. Und es bringt mir vor allen Dingen auch nichts. Ich habe dadurch nur Probleme irgendwann. Ja, da, ne? Wahrscheinlich. Aber was mich nur interessieren würde, kannst du über die internen Kriege, die du vorhin angesprochen hast, vielleicht 1-2 Sätze verlieren? Geht das? Ja, 1-2 Sätze kann ich darüber verlieren. Also es gab schon... Die sind auch dokumentiert worden. Deswegen kann ich darüber sprechen durch den... Peter Robert König, der hat sich nämlich auch in diese ganzen Orden eingeschlichen und hat die sozusagen von innen erforscht und hat dann das Ganze öffentlich gemacht. Ach, guck mal. Und hat eben auch die ganzen kriminellen Sachen, die da abgegangen sind, hat er öffentlich gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas erzählen sollte, dann sind das alles Sachen, wo ich mich auf den beziehe. Ah, das ist so der Donnie Brasco eurer Szene. Der Bushido eurer Szene. Ja, ja, so, ja, genau. Und deswegen, weil das ist für mich auch safe, weil die Sachen ja eh raus sind. Also, ja, da, ja. Ne? Also es gab Vorwürfe, ich sage jetzt nochmal, es standen Vorwürfe im Raum, zum Beispiel wollte da mal ein ehemaliger Großmeister einer dieser Saturngruppen, ich sage auch nicht welche, wollte ein Vampirwesen inkarnieren lassen, Ex-Oreal. Das ist ein weiblicher Vampir und die wollten den inkarnieren und dafür mussten sie ein sexualmagisches Ritual machen. Und dieses Ritual war aber dann irgendwann nicht mehr freiwilliger Natur. Die Mädels, die da mitgewirkt haben, die wurden wohl 3 Tage lang da irgendwo im Keller eingeschlossen. Und
die Meister sind dann darüber gerutscht, ohne deren Einverständnis. Ne? Ich habe damals eine der Schwestern kennengelernt. Das war auch nicht die Loge, wo ich war. Ich habe eine Schwester kennengelernt von der Loge. Die hat mir dann später auch noch ein Bild aus der Loge verkauft. Und solche Sachen. Also da sind Sachen abgegangen. Oder auch solche Sachen, Autobrände und so weiter gab es. Irgendwann auch einer wurde erschossen. Und also da sind richtig krasse Sachen gewesen. Sind es manchmal nur Sadisten auch, die gar nicht vielleicht so mit der Affinie für die Religion haben, sondern einfach nur Sadistisches machen und dafür irgendeinen Grund brauchen? Du hast definitiv... Stell ich mir so vor, Vergewaltigung, quälen, sagst du, ermorden. Und es ist ja auch bei manchen Gangs so, die oder bei Gruppierungen, da sind manche, die wollen nur Hass versprühen und nimm das als Instrument. Ja, da sind definitiv Leute auch gewesen, die... ordentlich einen an der Schüssel hatten und vor allen Dingen auch irgendwie Probleme mit Empathie, ne? Also Gefühle zulassen oder empathisch sein oder so weiter war sehr schwierig, oft. Also einen an der Schüssel haben ist ja noch was anderes, aber Frauen 3 Tage vergewaltigen, das ist ja, die haben halt tatsächlich schon mehr als ein No-Go. Da ist viel Sozialdarwinismus drin. Ja, das ist halt das Ding. Du hast gesagt, du hast mit der Schwester gesprochen. Mit einer der Schwestern. Also die werden ja alle Brüder und Schwester genannt in diesen Kreisen. Also sind Schwestern erlaubt? Ja, sind Frauen da erlaubt. Das ist halt, das sind gemischte Losen, nicht so wie in einer Freimaurerei. Ne? Da gibt es eben auch gemischt, das ist jetzt nicht das Problem. Ich will aber auch nicht jetzt sagen, die sind alle scheiße oder so. Du hast halt immer mal wieder so ein paar Hardliner irgendwo dabei und es gibt Logen, die sind schon ein bisschen extremer oder aufgefallen und andere Logen weniger. Verstehe. Ich war eher in so einem ruhigeren Umfeld, sage ich mal, wo mir persönlich jetzt solche Sachen nicht aufgefallen sind. Also wären da solche Sachen gewesen, dann wäre ich auch sowieso raus gewesen. Ja, weil ich sag mal so, zu der Zeit, ich habe damals noch wesentlich krassere Sachen erlebt, aber das ist dann wäre dann schon die nächste Stufe. Ich war ja dann noch, weil mir das dann irgendwann nicht satanisch genug war, sondern zu Saturn-gnostisch und allgemein zu gnostisch, wollte ich dann irgendwann in so einen Hardcore-Satanisten-Club. Okay. Und das kam ja dann später. Saturn an und für sich, glaubst du, dass der Begriff Saturn und Satan verwandt sind? Die verehren, also so wie der Großmeister das damals auch gesagt hat, hat er einfach gesagt, Saturn oder Satan ist einfach nur die dunkle Seite Jahwes. Und mir brennt die eine ähnliche Frage wie B. Ja, aber ich meine jetzt einfach nur vom Wortlaut her. Saturn, Satan, ich weiß es nicht. Sehr ähnlich, ne? Also das Wort ist ja erstmal vermutlich hebräisch oder eben, wie es auch manche andere Satanisten sagen, griechisch. Ne? Und wurde dann übernommen von einer der beiden Gruppen, wie auch immer. Ne? Ja. Und Hasatan ist ja der Widerstandleistende, würde man heute sagen. Der Widersacher. In unserem Kulturkreis Saturn, liegt schon alles ein bisschen beieinander. Das ist so wie Amon, Aman, Iman oder Nach außen Amen. Sagt das keiner. Ja. Nach außen sagt das keiner. Nach außen sagen die, wir verehren doch nur den lieben Gott. Ja. Und ich wollte fragen, ob die sich auch ein bisschen, ob das mit Astrologie zu tun hat, 100 wegen Saturn. 100 ne? Saturn ist doch eine Bezeichnung für einen Stern eigentlich, oder? Saturn war in der Antike oder auch im Mittelalter. Ist ein Planet, kein Stern. Genau, aber die wurden als Stern, als Lichter bezeichnet, ne? Also Saturn ist auf jeden Fall eine Entität, die im Mittelalter und auch in der Antike eben als was Dunkles, Böses wahrgenommen wurde. Ja. Als etwas Destruktives, Behinderndes, etwas Hemmendes und deswegen auch Hinderer. Ne? Im Hebräischen wird das ja eher mit Hinderer übersetzt, in manchen Übersetzungen, als Widersacher, also Hinderer. Der dich hindert an etwas. Und das kann im jüdischen Sinne sogar manchmal gut sein. Das heißt, der Satan kann dich hindern, in ein Flugzeug einzusteigen, was dann abstürzt. Weil er von Gott geschickt wurde, dich zu hindern. Das ist aber dann, das hat aber damit nichts zu tun, wie Satanisten das sehen. Also das ist halt wieder was ganz anderes. Ne? Ja, mir sind einfach nur interessanterweise diese Wortverwandtschaften schon immer aufgefallen gewesen, weißt du? Und da gab es dann nochmal eine Strömung, halt, die durch eine gewisse Dokumentation damals dann auch nochmal verdeutlicht wurde, die darauf hingewiesen hat, dass Amon eigentlich aus dem alten Ägypten, man kennt die Gottheit nicht besonders positiv und so weiter, dass man da das Wort Amen dann auch nochmal überdenken sollte, dass dort gewisse Sachen sich eingeschlichen haben in die christliche Religion, die an und für sich nicht besonders christlich sind. Das hat sich über die Jahre ein bisschen verdeutlicht. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum die Muslime sagen, dass die sich als Verwandte empfinden, aber da so viel Fälschung stattgefunden hat, dass man da der Sache nicht mehr so richtig Respekt zollen kann. Also ich kann euch sagen, was man innerhalb dieser Orden lehrt über die großen Weltreligionen.
Aleister Crowley hat das mal sehr abfällig bezeichnet. Das ist der Abfall der Magier. Religion ist das Abfallprodukt von Magiern. Und zwar zur Unterhaltung bzw. zur Ablenkung des stumpfen Pöbels. Es gab damals kein massengreifendes MK-Ultra oder irgendwas. Das Christentum ist laut dieser Logen, also ich sage das jetzt in meiner Sprache, das erste MK-Ultra-Programm, das weltweit gefahren wurde. Ja, also Konstantin, der letztendlich der Begründer ist des Katholizismus, ja, der hat das ja als Organisation erst verbreitet. Es gab überall irgendwelche christlichen Gruppen, die irgendwas geglaubt haben. Kein Mensch weiß, was die damals geglaubt haben. Es gab über 400 Evangelien. So, peng, das ist die Geschichte. Und dann gab es irgendwann eben das Römische Reich, die gesagt haben, wir wollen eine Religion, die für alle funktioniert, in allen Kulturen, die wir überall verbreiten können, aber wo wir kontrollieren, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und letztendlich ist das meines Erachtens auch, und das ist auch in den Logen wird das genauso gelehrt, also diese großen Religionen, die sind eigentlich nur dazu da, um die Leute zu verblöden. Das ist das, was da drin ist. Deswegen haben die auch immer gesagt, haltet euch fern davon. Ja, also du musst, wenn du da reinkommst, musst du sowieso immun werden gegen Mystizismus, gegen Esoterik, gegen Spiritualität, gegen Religion, gegen Politik, gegen Philosophie, gegen alles Mögliche immun werden. Weil sie dir sagen, ab jetzt fängst du von null an. Du fängst an beim Neophyten. Neophyt ist eine Bezeichnung eigentlich für frisch eingepflanzte Pflanzen. Ja, genau. Und das heißt, als Neophyt musst du erstmal nullter Grad, musst du erstmal leer werden, zu einem leeren Gefäß. Du musst erstmal den ganzen Scheiß, den sie dir reingeballert haben, von Kindheit auf an, den musst du verlieren. Den Glauben an irgendwelche Religionen, egal was, an Politik, an Pipapo. Das muss raus aus deinem Kopf. Und erst wenn der Schädel leer ist, dann sagen sie, jetzt beginnt deine Ausbildung. Ist für mich sehr eindeutig. Also das kann ich so zum Teil bestätigen. Man hört immer oft, man musste damals Geld abgeben, dass man nicht in die Hölle kommt. Und ja, dann kann man nicht leugnen, deine Gedankenzüge. Ja. Also du solltest religiöse Konzepte loswerden, damit du neue religiöse Konzepte akzeptieren kannst. Weil letztendlich ist es ja ein neues religiöses Konstrukt, was dir da näher gebracht wird. Ja, ich würde sagen, es ist ein okkultes Konstrukt. Das heißt also, es geht wirklich um Wissen, was Geheimwissen ist, was nicht jeder hat und was dir aber einen Vorteil den anderen gegenüber bringt. Das heißt also, es ging immer nur um eine Sache. Es ging immer darum, andere zu übervorteilen. Wir zeigen dir, wie du andere übervorteilen kannst. Das ist das Zentrum, worum es geht. Ja? Und du lernst hier nicht mehr von außen manipuliert zu werden. Das heißt also, deswegen sollst du dich rausziehen aus diesen ganzen Sachen. Deswegen sollst du dich zurückziehen. Ja, und du bist dort nach der Initiation, warst du begeistert wahrscheinlich, hast dich, wie kann man sich das vorstellen, ist das wie eine Schule? Ja, es ist halt, wie gesagt, du hast halt, also du erstens hast du einen Mentor, ne? Das heißt, du schreibst mit jemandem, das ist dein Meister, mit dem schreibst du Briefe. Der schreibt dir Briefe und sagt dir auch zum Beispiel, also man macht halt so einen Wechsel, ne? Dass man halt immer hin und her schreibt. Und der übermittelt dir auch sogenannte Lehrbriefe. Okay. Und in diesen Lehrbriefen gibt es dann bestimmte Aufgaben, die du erfüllen solltest, wenn du weiterkommen willst. Ja? Es gibt Grade und jeder Grad, den du bearbeitest, beinhaltet irgendein Thema. Und dieses Thema musst du bearbeiten. Und dafür kriegst du dann die Materialien gestellt. Du kriegst diese Briefe, diese Lehrbriefe. Und dann musst du das umsetzen, was da drin steht. Und dann musst du später deinem Meister beweisen, dass du das beherrschst. Und es fängt, wenn man es ganz stumpf runterbricht, geht es eigentlich darum los, erstmal dich selbst zu beherrschen. Also da fängt es an, dich selber zu beherrschen. Und als nächstes sollst du andere Einzelpersonen beherrschen. Und danach Gruppen. Und danach ganze Strukturen. Und am besten beherrschst du irgendwann eine ganze Stadt oder ein Land. Das sind so die Ziele eigentlich auch. Ne? Also du wirst eigentlich zu einem regierenden Manipulator ausgebildet. Richtig, ne? Genau. Du lernst diese ganzen manipulativen Tricks oder viele davon. Die sind aber auch verbunden mit Magie. Mhm. Ja, also mit bestimmten Visualisationen und wo du halt wirklich visualisieren musst. Das heißt, du musst bestimmte Dinge, die eintreffen sollen, musst du vorab schon sozusagen manifestieren, indem du das aufschreibst, malst, wie auch immer, darstellst und so real wie möglich selber erlebst. Und dafür gibt es dann auch gewisse Rituale, die du dann machst. Das sind quasi so wie in der Antike nannte man das Mysterientheater, wo dann Sachen gespielt worden sind. Und man wollte eben durch das Spiel, durch dieses Spiel, wollte man eben selber das Bewusstsein dafür erlangen, dass es schon geschehen ist. Den Teufel an die Wand malen. Genau.
damit der Teufel eben auch real wird, müssen Leute an den Teufel glauben. Und was mache ich? Ich füttere die Leute mit Glaubenssätzen über den Teufel, die ich haben will. Das wird jetzt auch gemacht. Popkultur, bestes Beispiel. Das, was die Leute sehen, ist das, was die Leute glauben sollen. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer nur darum. Das, was sie dir zeigen, sollst du sehen und du sollst das Bewusstsein bekommen, was du hast, wenn du es siehst. Und dadurch unterstützt du deren Sache, indem du das annimmst. Ah, das ist also so eine Art von unterbewusster Rekrutierung und Manipulation für die eigenen Zwecke. Richtig, genau. So, ja. Ja. Eigentlich wirst du dann so ein geistiger Soldat für die, ohne es selber zu checken. So, ja, wie gesagt, du fängst an zu instrumentalisieren. Du kriegst Aufgaben, bestimmte Gruppen zu unterwandern oder zu instrumentalisieren und einzelne Personen zu beeinflussen. Ich meinte die Konsumenten. Ach so, die Konsumenten. Also die das dann im Endeffekt abbekommen über den Fernseher oder dies, das und jetzt gar nicht wissen, was los ist. Die werden ja unterbewusst wahrscheinlich dann so ein bisschen massiert. Die Gefühle, die sie bekommen, sollen sie bekommen. Einfach durch Art von Konsum, den die machen oder Verhaltensmuster, halt wird dem was übergebügelt. Da folge ich dir. Ich habe aber eine Frage, was man oft bei so Voodoo-Kulten hört, bei euren Kults. Kult kann man ja sagen auch dazu oder Religion möchte ich nicht sagen, aber gab es auch direkt sowas von Verfluchen von Personen? Also da ist Person X, die passt dir nicht aus irgendeinem Grund geschäftlich, persönlich. Ja. Und du, genau, wird das auch gemacht? Ja, ja, das wird auch gemacht. Das wird auch gemacht, aber das ist halt auch so, man weiß einfach, dass die Materie dem Geist folgen muss. Kannst du mir da mal ein Beispiel nennen von der Praxis? Ich will es bei meiner Babymama machen. Nein, Spaß. Ja, genau. Nein, jetzt mal irgendwie kann man so, vielleicht so mit einer Puppe oder gibt es dann tausend Rituale? Genau, also diese Puppen, diese Voodoo-Puppen, die werden da in den Kreisen eher Mumias genannt, ne, wie Mumien. Ne? Und damit kann man schon arbeiten. Man braucht halt einen persönlichen Gegenstand der Person, irgendetwas. Ach, okay. Und es gibt ja heute schon in der Quantenphysik und was weiß ich nicht alles, auch Wladimir Poponin hat darüber gesprochen, auch ein Wissenschaftler, der über diese Herz, diese elektromagnetischen Felder des Herzens spricht und so weiter, ist ja alles auch wissenschaftlich belegt, solche Dinge. Ne? Und dann sagen sie, gibt es ja auch zum Beispiel die Theorie der Verschränkung, dass etwas miteinander verschränkt ist, was aber gar nicht in unmittelbarer Beziehung steht. Ja. Und auch das hat man ja heute mehr oder weniger arbeitet die Quantenphysik mit diesen Phänomenen. Und das ist nichts anderes, was in diesen Logen oder diesen Orden praktiziert wird. Die nennen es nur anders. Die nennen es halt altertümlich Magie und nicht Quantenphysik. Aber es geht um ähnliche Prinzipien. Und ist es richtig, Alex, dass Leute, die ein gutes Band mit Gott haben, regelmäßig beten, sehr fromm sind, also wenig Sünden sich ranlassen, schwerer zu erreichen sind mit so einem Fluch? Das ist tatsächlich, weil diese Macht schützt die vor dieser Macht. Ne? Pass auf, da muss ich was ganz Entscheidendes zu sagen. Ich habe in einer Folge oder irgendwo habe ich das mal selber gesagt, weil mich das Leute gefragt haben, was ist der größte Schutz gegen diese Angriffe? Und da habe ich gesagt, ja, unerschütterlicher Gottesglaube. Aber ich muss präziser werden, weil es oft vielleicht auch falsch verstanden wird. Weil jeder versteht ja darunter was anderes. Der eine sagt, ja, ich muss ja nur die Regeln einhalten, die in diesem Buch stehen. Dann bin ich ein guter Punkt, Punkt, Punkt. Moslem, Christ, Hindu, was auch immer. Ne? Also irgendwas, was irgendwo steht oder was irgendein Priester sagt oder irgendwas. Das ist damit gar nicht gemeint. Es geht nicht um irgendwelche vorgefertigten Denkmuster. Also es geht nicht um betreutes Denken. Das ist ganz wichtig. Wenn du einen Glauben hast und dieser Glaube betreut wird, dein Denken also betreut wird, dann bist du eigentlich schon wieder in der nächsten Falle drin. Das heißt also, dir muss bewusst werden, dass die göttliche Connection, die du hast mit Gott, in dir ist und dass die immer privater Natur ist und immer persönlicher Natur. Keiner hat irgendwo Anteil daran, wie deine Beziehung mit dir und Gott ist. Es geht niemandem irgendwas an. Und auch kein Buch und nichts, gar nichts. Gott und du, ihr seid letztendlich, ihr braucht eine Beziehung zueinander. Und wenn diese Beziehung so eng ist, dass ihr eins werdet im Geiste, dann kann dir von denen da draußen niemand mehr irgendwas tun. Und das benutzen die auch. Und das ist das Ding. Also, um es nochmal direkter zu sagen, dein persönlicher Gott, so wie du ihn dir persönlich annimmst, so wie er für dich persönlich ist, dein persönlicher Gott, der mit deinem Herzen verbunden ist, mit deinem Geist verbunden ist, der mit dir eins ist, dieser Gott ist der wichtige Gott. Nicht der Vorgefertigte, der Vorgekaute aus Büchern, von Priestern irgendwas erklärt. Dieser Gott gehört zu den Leuten, also das ist ja genau der Witz an der Sache. Diese ganzen Religionen sind doch installiert von den Gruppen.
dass das keiner checkt. Ich verstehe es auch nicht, wie dann immer ernsthaft Leute sich vom Satanismus ins Christentum flüchten oder in Islam. Sorry, wenn ich so sage, aber es ist so. Die werden doch kontrolliert von den Gruppen. Das ist doch alles gewollt. Diese ganze Nummer mit, da gibt es dann die einen, die, alles tun, ihr Leben aufgeben würden für Israel, das Christentum. Und dann gibt es die anderen, die halt sagen, naja, wir können nicht so gut mit den Juden. Ja, im Islam gibt es viele antisemitische Bezüge. Es ist leider so. Aber auch Überlieferungen, die Frieden zeugen. Also es gibt auch Überlieferungen vom Prophet, wo er den Nachbar zum Beispiel hatte, ist auch ganz stark interpretiert. Aber das muss man interpretieren. Ja. Meint er jetzt Frieden zwischen mir und jemand anderen oder meint er nur unter unsergleichen? Oder unter ich will auch gar nicht kontern jetzt. Ne? Das will ich auch gar nicht. Weißt du, ich will auch jedem seine Religion lassen. Ja. Es geht nur darum, dass die Leute dass das Stärkere ist, wenn du die Beziehung zu Gott persönlich hältst und nicht dir vorkauen lässt durch irgendwelche Vorredner. Ja, aber man muss, glaube ich, jetzt auch nicht nochmal verdeutlichen, aber wenn die Leute das dann brauchen, dann mache ich das jetzt auch nochmal. Das ist natürlich eine subjektive Perspektive. Das ist so deine Meinung, so ist das, wie du die Welt siehst und wie du die Sachen halt für dich selber entschieden und interpretiert hast. Da gibt es so Leute da draußen, die werden sich dadurch jetzt nicht ihrem eigenen Glaubensweg jetzt entfernen, weil du jetzt gesagt hast, dass du das anders siehst. Also daher. Ich kann ja halt hundertprozentig sagen, dass diese ganzen Gruppen unterwandert sind. Ich kann es hundert, weil ich selber dazugehört habe. Ja. Ich habe eine katholische Kirche unterwandert. Ja. Okay? Ja. Und ich kannte auch Leute, die sind im Islam aktiv gewesen. Ja. Sogar sehr intensiv. Viele, viele Moslems, sehr viele. Und auch in der Neonazi-Szene. Ja. Oh. Und das ist der Punkt. Das ist alles unterwandert durch Satanisten oder beziehungsweise diese Handlanger, die dann zu den Höheren gehören. Soweit ich weiß, wirklich in jeder Religion, also in jeder Gemeinschaft sogar, gibt es irgendwelche Splittergruppen, die der dunklen Seite eher angehören. Und die haben halt dieses Etikett des Moslems, das Etikett des Juden, Etikett des Christen, des Buddhisten, des Hinduisten und wie auch immer. Aber im Hintergrund ist dann das, was du gerade angesprochen hast, und zwar die persönliche Beziehung und die persönliche Interpretation letztendlich dann auch durch die Handlung, die ein Mensch an den Tag legt. Das ist ja das dann Entscheidende quasi. Ne? Daran erkennst du es. Und natürlich wollen viele dann auch im Verborgenen bleiben und predigen dann Wasser und trinken dann Wein im Hintergrund, das kennt man ja alles. Deswegen gut gesagt, Belasch, und ich will noch mal einhaken, bevor die Sendung hier vorbei ist, möchte ich noch mal mit ganz kurz jemand die Kabbala genau erklärt. Das werden bestimmt auch viele Zuschauer fragen. Und ich habe gerade so an deine Kindheit gedacht, also ich habe auch gestern mit dem Bericht eingeschlafen und denke zum Beispiel, jetzt mal interpretiere, bei Islam bei dir gewesen wäre, ein Vater, der nicht dein Vater ist, aber wie im Buch steht, dich dann liebt wie ein Vater, du selbstbewusst gewesen wärst, keine Angst gehabt hättest, das hätte dir vielleicht geholfen und es fühlt mich gerade sehr auf, das Thema. Sehr interessant, aber ich denke auch gerade die Sachen, die du gesucht hast, habe ich zum Beispiel in dem Buch des Islam gefunden, ne? Dem Koran. Da habe ich halt Fragen. Ich finde das auch okay, so, ich will das auch niemandem wegnehmen, ne? Aber ich bin halt so ein Mensch, ich schaue mir die Sachen immer ganz genau an. Das habe ich halt auch in diesen Logen gelernt, dass du die Sachen bis ins Detail reinguckst. Ne? Dass du nicht einfach nur so, weiß ich nicht. Also wenn ich ein Buch lese, wenn ich das Alte Testament lese, also ganz ehrlich, ich stelle immer den Leuten gerne diese Frage. Wenn das nicht Gott wäre, der diese Dinge tut und veranlasst, sondern ein Mensch, wie würdest du ihn sehen? Ganz einfach. Im Alten Testament, nur mal als Beispiel, was macht Jahwe da? Er bringt Völker um, Millionen, Milliarden von Menschen werden umgebracht. Er stachelt sein Volk auf, andere Völker auszurotten, nur wegen irgendeiner Sexgeschichte und all solche Sachen. Er bringt sogar seine Leute dazu, Kinder zu essen, in allerhöchster Not, wo er ihnen sagt, dann fress doch eure Kinder. Wenn wo du ist das überliefert, bitte? Das habe ich alles in einem Video reingepackt, mit den ganzen Bibelstellen dazu. Sind Bibelüberlieferungen. Ja, aber das Alte Testament an und für sich, muss man dazu sagen, ist auch ein sehr umstrittenes Ding. Ne? Deswegen gab es ja die ganze Reformation und dann auch mit dem Neuen Testament, das Protestantentum und so weiter, dieses ganze Auflehnen gegeneinander, die internen Kriege des Christentums gegen das Christentum und so weiter. Das Alte Testament wird von den wenigsten heutzutage auch wirklich aus wirklich christlichen Kreisen, die man ernst nehmen kann, die wirklich praktizieren und es gut meinen, wird es sehr, sehr selten benannt als das, worauf man sich stützt halt. Ne? Ja klar, das ist halt eine Auslegungssache und wie man das auch will. Aber was ich damit sagen will, ist, ich schaue mir die Sachen ganz genau an. Klar, natürlich. Und ich sehe halt diese Verwandtschaften zum Satanismus und die muss ich leider sagen, die habe ich im Alten Testament gesehen, die habe ich aber auch im Koran gesehen. Aha.
Ja? Kannst du was beschreiben da? Wollt ihr auch nachfragen? Ja, weil, also da gibt es sehr viele Parallelen zum Beispiel, ne? Ja, mit Sicherheit gibt es ganz viele Parallelen. Das ist Bruder und Schwester. Das, glaube ich, streitet auch niemand ab, dass diese abrahamitischen Religionen halt eines Ursprungs sind und dann sich quasi gezweigt haben, auch durch quasi Misstrauen einfach. Ne? Dass man gesagt hat, ey, passt auf, eure Schriften wurden verfälscht, eure Geschichte wurde verfälscht. Das wirft der dem vor und der andere sagt dann, nee, doch nicht und so. Also ein Beispiel, eine Sache zum Beispiel, die exakt ist wie im Satanismus. Es ist so, dass man die Satanisten, die mit denen man sozusagen in einem Club ist, ja, dass man die halt vor anderen bevorzugt. Ja. Dass man auch lügen darf. Man darf auch die anderen, was heißt darf, man soll sie ja sogar belügen. Ja, im Islam nennt man das Takia, ne? Da gibt es dann dieses, wo wir spielen jetzt hier liberale Moslems, aber wenn das Kalifat ausgerufen wird, dann geht's ans Schwert. Ganz einfach. Und dann musst du ran. Da hast du keine Chance. So, und das ist eigentlich der Punkt. Und das ist im Satanismus genauso. Und da geht es auch so, dass man eben sagt, da heißt es dann, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie trefft. Ich kenne die Suche jetzt nicht, aber das ist ne, dieser Ausruf. Und im Satanismus ist es genauso. Ja, die Uneingeweihten. Kill, du kannst die Uneingeweihten killen, wenn du willst. Kein Problem. Töte sie, wann immer du willst. Und so. Diese Verbindung, die du gerade geöffnet hast mit dem Alten Testament und so weiter, wo du dir die Frage stellst, wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein Mensch sowas befiehlt, anstatt der Gott des alttestamentarischen Schriftstückes. Was ist dann deine Schlussfolgerung aus der ganzen Sache? Glaubst du, dass es dann irgendein satanisches Werk war, was getarnt wurde oder was? Ich glaube, dass die installierten Religionen, und das ist auch das, was ich innerhalb dieser Kreise immer wieder erfahren habe, dass die gelenkt und vor allen Dingen, so wie sie sich entwickeln, immer durch diese Logen kontrolliert wurden und auch werden. Okay, das ist jetzt so ein Punkt für sich, der ist nochmal spannend für einen anderen Chapter. Aber ich meine jetzt wirklich ganz speziell das Alte Testament, der Gott des Alten Testaments, teilweise auch des Neuen Testaments, wie auch immer. So, glaubst du also, dass das eigentlich schon immer der Teufel war und der wurde dann umgemünzt in Gott, um die Leute zu kontrollieren? Oder wie kommst du zu diesem Vergleich, dass du sagst, stell dir mal vor, ein Mensch würde sagen, ey, töte so und so, fress die Kinder. Ja, genau. Weil das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich jetzt, die Leute drücken mal bei Göttern die Augen zu, wenn die böse Sachen tun, wenn die schreckliche Dinge tun, dann würde man sagen, ja, sind halt die Götter oder das ist halt Gott. Ja, das ist halt Gott, das stecken wir nicht drin. Das tolerieren wir dann, aber wenn das Menschen machen, tolerieren wir es nicht, dann verurteilen wir sie, dann kommen wir mit dem moralischen Finger und sagen, das finden wir ganz schlimm, Massenmörder oder dies, das, Ananas. Und das finde ich halt irgendwo so, diese Moral. Also ich kann doch nicht sagen, bei den Menschen finde ich das ganz furchtbar, da moralisch geht gar nicht, aber das ist halt Gott, der ist halt so. Das kann ich respektieren. Also ist es der Teufel? Das ist der Teufel. Das ist der Teufel, dieser Gott ist der Teufel eigentlich. Wer soll es sonst sein? Also für mich macht das eher Sinn. Also wenn dieser Gott, der Gott der Liebe ist, dann verbreitet er auch Liebe. Was wir vorhin auch schon gesagt haben, die Taten. Richtig. Und was sehen wir aber in diesen Büchern? Was sind die Taten? Also ganz ehrlich, du kannst mit einem Buch nicht Amok laufen, wenn es dann nur um Liebe geht. An ihren Früchten wirst du sie erkennen. Schön gesagt. Aber das ist das Ding. Das ist so eine ganz alte Nummer, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich komme ehrlich gesagt zu anderen Schlüssen. Das ist eine Interpretationsfrage natürlich und da kann man auch gerne drüber diskutieren. Und man hat sehr viele Leute schon gesehen, die gesagt haben, Gott, wenn es dich gibt, wie kannst du es zulassen, dass meiner Familie dies passiert oder meinem Geliebten dies passiert. Ja, er macht das ja. Oder den Fremden dies passiert und so weiter. So, und dann kommt man dann im Gegenschluss dann zu der Entscheidung, dass man sagt, den Gott kann es nicht geben oder der Gott muss was Bösartiges sein. Das ist es ja, ne? Das ist so das Gedankenkonstrukt. Und ich persönlich bin völlig auf einer anderen Seite, was die Interpretation angeht, aber da kann man sich halt auch uneinig sein. Ich denke, Gott ist so gut, wie gut du bist. Das wollte ich die ganze Zeit sagen, weil gerade beim Islam... Ja, aber das ist ja genau der Punkt, weil Gott ist in dir. Das ist das, was ich glaube. Ich glaube, Gott ist in dir. Mein Partner hat was ganz Wichtiges gesagt, Interpretation. Und beim Koran, ganz viele macht es auch besser und es ist immer, man kann sehr einseitig berichten und man kann es auch sehr für sich interpretieren. Es ist eigentlich wie ein Studio. Man kann ein Studio nutzen, um kreativ den Leuten was Gutes mitzugeben. Man kann auch kleine Mädchen abfüllen und die auf Kokain setzen. Es gibt alles immer, ne? Klar. Wie eine Waffe in der Hand von jemandem. Also jemand. Ich muss mal ganz kurz das nochmal zu Ende bringen. Also ich muss den Leuten mal meine Interpretation von der Sache mal näher bringen. Meine Interpretation von der Sache ist ein bisschen simpler und da können wir mal gleich nochmal drüber diskutieren. Und zwar, zum Entschluss zu kommen, dass Gott was Böses sein muss oder gar nicht erst existiert, weil er quasi erlaubt, dass den Leuten, die du liebst,
schlechte Sachen passieren oder dass generell schlechte Dinge auf diesem Planeten passieren. Aber das ist doch logisch dann schon wieder. Weil letztendlich war doch schon immer klar, dass Satan eigentlich betitelt wurde in der Religion als der Handlanger Gottes. Eigentlich, dass er den Plan Gottes dann auch teilweise umsetzt. Und so könnte man dann halt noch negative Erfahrungen, negative Entitäten und so weiter als ein gewolltes Prinzip der Göttlichkeit dann interpretieren. Weil es halt nötig ist einfach auf dieser Welt. Diese Welt würde ja nicht wachsen in dem Augenblick, wenn keine Negativität mehr existieren würde. Würden wir als Zivilisation, als Kultur, als Planet ja mehr oder weniger stehen bleiben, weil wir aus unseren Fehlern ja lernen. Und dadurch, dass Sachen passieren, geben sie dir als Mensch die Möglichkeit der Erfahrung. Und wenn du die Möglichkeit der Erfahrung hast, hast du die Möglichkeit, dann auch deine Erfahrungen in jederlei Hinsicht dann sammeln zu können. Das wäre völlig unsinnig, nach meiner Konzeptionierung in meinem Kopf, wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Welt wäre. So habe ich das auch gar nicht gemeint. Also der Punkt ist, meine Vorstellung von Gott ist losgelöst von der Bibel. Ich habe nichts aus Büchern, was ich mit Gott verbinde. Sondern das, was du als Kind mit Gott verbindest, ohne Wissen über Gott zu haben. Ja, wenn du auf naive Art und Weise einfach erfährst, da gibt es einen Gott und du weißt überhaupt nichts über ihn. Und dieses Nichtwissen über ihn stellt dich eigentlich über jeden anderen Gläubigen, weil die Gläubigen, die meinen, irgendwas über Gott zu wissen, projizieren ja nur etwas in ihn hinein. Das heißt, sie wünschen sich etwas, wie er sein könnte oder sein sollte. Das heißt, die Leute, die ein Buch lesen, wie Gott sein soll, die lesen das, wie sie gerne hätten, wie er ist. Und die anderen Parts versuchen sie dann zu ignorieren oder kognitive Dissonanz, was auch immer, ignorieren sie dann. Und, ne? Und das heißt, sie bauen sich ihren Gott in ihrem Kopf zusammen durch diese Schriften, durch die Geschichten. Und ich meine aber, dass es wesentlich produktiver oder fruchtbarer ist, wenn man wieder zurück zur Kindheit zu diesem Naiven, wo man nur eins mit Gott ist, ohne irgendwas in ihn rein zu projizieren. Weil dadurch machen wir ihn ja auch viel kleiner. Wenn ich Gott Charaktereigenschaften gebe, die eigentlich menschlich sind, dann hole ich ihn ja hier runter und mache ihn letztendlich zu einem Menschen, der vielleicht sogar charakterschwächer ist als viele andere. Ja, also das eine schließt das andere ja gar nicht aus, weil letztendlich, wenn man Gott als Großes und Ganzes betrachtet, also wirklich als alles, und alles andere ist eine Fragmentierung dieses Großen und Ganzen, ja, dann ist es ja natürlich klar, dass Gut und Böse alles zum Großen und Ganzen gehört. Mhm. Das bedeutet, dass das Böse, das Schlechte und so weiter ein gewolltes und ein funktionales und nötiges Mittel ist, um das Große und Ganze wachsen zu lassen letztendlich. Aber trotzdem hat man das Gefühl dann von den Leuten, die dem Glauben oder der Göttlichkeit den Rücken zukehren, weil sie der Meinung sind, dies und das Schreckliche passiert auf der Welt und deswegen kann es keinen Gott geben. Das ist doch absolut paradox. Nee, das halte ich, das, so meine ich das auch überhaupt nicht. Ja. Ne? Ich habe das oft gehört von anderen Leuten. Ja. Man kennt es auch aus Filmen und so weiter. Leute, die dann zusammenbrechen und dann letztendlich dann ihren negativen Pfad vor allem dann irgendwie, weißt du, dann folgen oder den Weg dann bestreiten. Aus der Trotzreaktion heraus, dass man sagt, ich wende mich von Gott ab. So, weil er erlaubt dieses ganze Böse auf dieser Welt. Ja, na klar erlaubt Gott dieses ganze Böse auf der Welt. Dieses ganze Böse auf der Welt ist nötig. Weißt du so, in dem Augenblick, wenn die Welt wirklich Biene und Ponyhof wäre, gäbe es keinen Wachstum. Mhm. So, aber es gibt halt auch irgendwelche energetischen Verhältnisse, wenn du mich fragst. Deswegen ist für mich Satan, Teufel und so weiter, war schon immer eigentlich eine Überbegrifflichkeit für das Große und Ganze im negativen Spektrum der Energie des Universums. In einer der Schriften von David Mayet wird er eben auch beschrieben als der Evolutionsbringer. Also er sorgt für die Evolution, ja, dass die Menschheit sich weiterentwickeln kann. Er ist für den Fortschritt. Ne? Während eben der andere Gott sozusagen eher für das Traditionelle steht, für die Regeln, die immer galten und die dann immer gelten müssen, ne? Ist dann Satan sozusagen die Weiterentwicklung, Fortschritt und so weiter. Also es ist so ein bisschen, ne? Da würde ich absolut widersprechen halt in dem Augenblick, dass man halt auf der einen Seite den Gott hat, der gut ist, und dann hat man den bösen Satan. Ja, aber das ist halt auch nochmal so. Das Ding ist halt einfach, von dem Orden, von dem ich jetzt spreche, da ist Satan auch eher eine Art morphogenetisches Feld, ist ein Kraftfeld. Ja. Es ist sowieso so, dass in diesen Orden eher gelehrt wird, dass diese Dinge immer aus deinem Bewusstsein heraus entstehen. Das sind keine externen Leute oder Wesen oder sonst irgendwas, die sind in deinem Kopf und du gibst denen die Macht, dass sie wirken können. Du gibst Gott die Macht, dass er wirken kann. Ohne dich läuft gar nichts. Und das ist der Punkt. Ja? Ohne dich gäbe es Gott nicht in deinem Bewusstsein.
Und also du, weißt du, das ist eben dieses Ding. Die sehen es eben so, dass eben alles aus ihrem Bewusstsein kommt und dass sie das lenken können. Und das können sie zum Teil auch. Ja, ich kann solche Leute nicht ernst nehmen. Aber da muss jeder halt denken, wie er sich das alles so zusammendenkt. In seinem Kopf ist ja jedem seine Entscheidung, soll auch jedem geschenkt sein. Aber letztendlich bin ich völlig überzeugt davon, aus meiner Glaubensrichtung heraus, dass es halt ein energetisches Gleichgewicht gibt im Universum. Mhm. Und dieses energetische Gleichgewicht ist unter der Schirmherrschaft des Großen und Ganzen. Und das wird auch gemanagt. Und dann hast du halt gewisse Situationen, guckt man sich unseren Planeten an, da gibt es ein energetisches Ungleichgewicht vielleicht in Richtung des Bösen auf eine gewisse Art und Weise. Da muss es halt kompensiert werden, dann muss man halt Kräfte des Guten dann nochmal sammeln und so weiter. Aber das ist kein Konkurrenzkampf zwischen Gott und Teufel. Aber Bilasch, wer entscheidet, was gut und was böse ist? Ab wann ist etwas schon böse und ab wann ist noch etwas gut? Ah, ja. Wo ist denn da die Grenze und wer bestimmt das dann? Das sind wieder Menschen, die das machen. Da sagt Bela schon mal ein gutes Beispiel. Ein Junge braucht kein Buch gelesen haben. Er weiß, wenn er seine Mama haut, ist es falsch. Man hat doch schon so instinktiv, weiß man schon was bei so ganz extremen Sachen. Ne? Das nenne ich natürliche Ethik. Natürliche Ethik muss nicht angelernt werden. Moral kriegst du so aufgesetzt, so einen Hut. Das ist der Hut der Moral. Aber die innere natürliche Ethik, die sagt dir, wo deine Grenzen sind. Du fühlst das. Du weißt, dass es nicht gut ist. Hast du doch gesagt, Beba. Ja, ja. Also ich würde dir auch recht geben, dass Gut und Böse auf jeden Fall eine Frage der Perspektive ist, auf menschlicher Ebene. Ja. So, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist halt genau das, was wichtig ist halt auch. Weil wir Menschen an und für sich, wir sind halt auch irgendwo in dieser Polarität irgendwie so ein bisschen gefangen. Wir sind ja irgendwo, weißt du, zwischen diesem Gut und Schlecht, ja, und da müssen wir halt die ganze Zeit hin und her dribbeln, mehr oder weniger, und unseren eigenen Weg dafür finden. Ja, ja. Und dann hast du aber die Möglichkeit, nach links zu gehen und nach rechts zu gehen. Das gibt dann, ob du das eine als gut oder das andere als schlecht betitelst. Natürlich ist es eine Frage der Perspektive. Wenn du jetzt zum Beispiel nach dem gehen würdest, zum Beispiel, dass ein Mensch, wenn er religiös gesehen jeder Sache hinterhergehen kann, die er als richtig empfindet. Das wäre auch so Sachen, die ich aus dem Satanismus teilweise gehört habe. Tu, was auch immer du willst. Ja, so, es gibt keinen Schlecht. So, es gibt auch keine Konsequenzen. Es gibt nichts. Mach einfach. Wenn du dich dann danach fühlst, halt ein 5-jähriges Mädchen in deinem Bett zu haben, dann ist das richtig. Dann do it. So, weißt du so? Das ist dann natürlich dann in dem Augenblick, fühlt es sich für den Sexualstraftäter in meiner Welt dann, der was ganz Schreckliches macht, wenn er mit einer 5-jährigen ins Bett geht. Klar. In dem Augenblick fühlt er sich doch gut. Ja, ja. Das ist dann seine Interpretation des Guten. Und ich sag aber, das ist böse. Deswegen haben wir ja von Anfang an immer gesagt, ne, des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfers. Da wird die Ebene halt sehr, sehr schwammig. Aber trotzdem, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, glaube ich trotzdem, dass es halt, wie gesagt, eine Schirmherrschaft gibt da draußen. Und es gibt keinen Konkurrenzkampf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn es wirklich so sein sollte, dass es da einen Satan, einen Teufel gibt, dass er in Konkurrenz zu einem Gott steht, wenn, dann dient er einfach dem Großen und Ganzen. Du, ich glaube auch eben, dass diese ganzen Aspekte, die wir haben, diese ganzen Götter und Figuren, das sind Archetypen. Das sind Repräsentanten innerer seelischer Zustände der Menschen, die sie nach außen projizieren, um sie begreifbar zu machen. So. Und ich glaube auch an das eine Große. Ich glaube auch an den einen Gott. So, aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie der ist, wie der aussieht, was er macht. Sondern da gehe ich in das kindlich Naive und sage, ich fühle einfach nur mit ihm. Und ich bin mit Gott einfach. Und ich brauche dafür keine Religion, keine Institution und keinen Priester, der mir sagt, wo es lang geht. Das meine ich. Bist du jetzt wieder gläubig? Also die negative Kraft auf diesem Planeten an und für sich, bin ich mir hundertprozentig sicher, ist für das Wachstum nötig. Aber ich glaube nicht, dass es überhand nehmen darf, weil sonst kommt das Gleichgewichtsprinzip, meiner Meinung nach das universellste Prinzip von allen, ist das Gleichgewichtsprinzip. Dann kommt das ins Schwanken. Und dann, wenn die Waage auf der einen Seite runtergeht, dann muss man auf der anderen Seite was raufpacken, damit es dann wieder in die Mitte kommt. Und ich habe das Gefühl, als wenn das Universum bestrebt danach ist, immer diese Mitte zu finden. So. Und diese energetischen Kämpfe, die finden dann halt da draußen statt. Und dann gibt es gewisse menschliche Gruppen, die sich selber als Brandbeschleuniger empfinden. Da kommen dann diese ganzen Geschichten, wie zum Beispiel das 1000-jährige Reich und so weiter. Ne? Das verbindet dann schon wieder voll viele religiöse Konzepte. Ob das jetzt auch sogar negative sind, wie Satanismus, oder in Anführungsstrichen positive oder was auch immer. Das ist dann auch schon wieder Interpretationsfrage. Ich finde, es gibt keine religiösen Konzepte, die positiv sind. Das ist einfach nur das, was es auf den Menschen quasi, wie es wirkt und wie er dann handelt. Weil letztendlich kannst du in einem Buch reingucken und kannst da lesen und tun und machen, und dann kannst du aber trotzdem das größte Arschloch danach sein. Oder es kann dich auch zu einem positiven Weg bringen. Wenn du heutzutage dir die Migrationsdebatte hier zum Beispiel in Deutschland reinziehst, wo es jetzt gerade wieder ganz prominent ist, zu sagen, dass die Leute aus dem Mittleren Osten, aus dem islamischen Kulturkreis,
eine gewalttätige Sozialisierung mit sich bringen und schon durch dieses, wo sie eigentlich herkommen, ihre Gesinnung und so weiter, schon irgendwie gewalttätiger sind, negativer sind, Gruppenvergewaltigungen, dies und das, und das schreiben wir der Sache dann zu und so. Dann hast du auf der anderen Seite so einen Rapper wie Napoleon, also der Typ von den Outlaws, von Tupac, weißt du so, der zugesehen hat, wie seine eigenen Eltern erschossen wurden, der eigentlich seine ganze Familie verloren hat, der in dem negativsten Gangkrieg in der Öffentlichkeit der Hip-Hop-Szene involviert war und so. Und seit er dann den Islam für sich entdeckt hat, irgendwie nach Saudi-Arabien ausgewandert ist, 0% Kriminalität, 0% Negativität, versucht sich die ganze Zeit irgendwie als sauberen Menschen hinzuhalten und so weiter, aber dann hast du auf der anderen Seite ISIS. So, weißt du, die dann im Namen derselben Religion dann irgendwelche Leute zusammenhacken. Und schönes so. Beispiel. Weißt du, das Problem ist einfach nur, was steht in dem Buch drin? Liest dir das, was im Buch drin steht? Einfach nur objektiv betrachten, ohne das zu bewerten. Einfach nur mal rausgucken, wie viel Gewalt ist in irgendeinem Buch drin und wie viele Aufrufe an mich sind jetzt da drin. Und dann kannst du dir überlegen, ob das was mit dem Buch zu tun hat, wenn Leute ausrasten oder nicht. Wenn ich meinen Kampf lese, ja, oder irgendein anderes Buch, wo Aufrufe sind, andere Leute Platz zu machen, die nicht zu meiner Herkunft, zu meiner Religion, zu was auch immer gehören, dann hast du die Antwort. Dann musst du auch kein, weiß ich nicht, Mathematiker sein. Das ist dann offensichtlich. Ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion von gewalttätigen Videospielen und Deutschrap. Ob die jetzt dazu beitragen, ob Leute, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wenn du jetzt irgendwie aus einem ordentlichen Elternhaus kommst und du bist in einer ordentlichen Gegend aufgewachsen und du hattest keinen Struggle, an Geld ranzukommen und bist nicht mit grausamen, gewalttätigen Situationen konfrontiert worden oder wurdest halt auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sogar erzogen, um empathiefrei zu sein. Also wenn du diese ganzen Geschichten nicht hast, da kannst du lesen, was du willst, du wirst nicht losgehen und andere Leute töten. Das ist so mein Empfinden. Dann hast du halt die Hemmung und dann legst du dir aber deine Religion anders aus oder deinen Kult oder was auch immer. Das heißt, nicht nur weil es da drin steht und du das nicht machst, also das ist halt das Ding. Erfüllst du dann überhaupt, was von dir verlangt wird? Und dann machst du dir dein eigenes Ding da draus. Das ist dann deine eigene, ich sag mal, Pippi Langstrumpf-Religion, die sind mir aber lieber, das ganz wichtig, die sind mir lieber. Pippi Langstrumpf-Religion, weil da meistens was Friedlicheres rauskommt, als wenn die Leute nach Anleitung leben. Ja. Weil wenn die Leute strikt nach Anleitung leben, dann sind da nun mal oft kritische Dinger drin. Ob das ein Parteiprogramm ist oder sowas, würden die alles erfüllen, hätte die einem NPD alles umgesetzt, was da drin steht in ihrem Buch. Dann sähe es hier ganz anders aus. Richtig, und da kommen wir dann zu einem Problem der Interpretation. Weil oder die NSDAP oder wer auch immer. Natürlich, aber es gibt halt keine Anleitung. Also es gibt weder in Bezug auf den Koran noch in Bezug auf die Bibel und so weiter gibt es eine klare, eindeutige Anleitung. Sonst gäbe es ja diese ganzen Interpretatoren da draußen nicht. Sonst gäbe es ja die ganzen Imams nicht und dann gibt es die ganzen Priester nicht, die dann einer großen Masse erklären wollen, was zum Teufel da überhaupt drin steht, weil ihr seid anscheinend zu blöd dafür, das zu begreifen. Nein, ihr seid nicht zu blöd dafür. Es ist eine Frage der Interpretation. Mhm. Und da ist dann der eine der anderen Meinung und der andere in einer anderen Meinung. Und da kommen wir dann zur Katze, die sich in den Schwanz beißt. Richtig, und das finde ich auch in Ordnung, wenn jeder in dem Buch dann was liest, was zu seiner Natur passt und wo er sagt, okay, das ist mir zu brutal, so weit würde ich nicht gehen. Beispiel, nur mal als Beispiel, du sollst keinen Christen und keinen Juden als Freund haben und wenn du ihn hast, nur oberflächlich. Mhm. Da gibt es ich gucke mir manchmal hier diesen Ex-Muslime klären auf und wie sie alle heißen. Ich gucke mir Irfan Peter. Da musst du aber sehr vorsichtig sein. Ich weiß, aber du kannst es ja nachprüfen. Ja. Der zeigt dir die Webseiten nach und das sind ja offizielle Webseiten von islamischen Organisationen. Das ist ja offiziell. Das heißt, der zitiert nur aus deren Schriften. Offiziell. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich da irgendwie als irgendein Fach Heini da irgendwas erzähle, als wenn ich aus deren Schriften, das ist genauso, wenn einer Esther Crowley zitiert und da steht dann einfach, nimm einen kleinen Jungen und opfere den, so nach dem Motto. Wenn das da drin steht, dann kannst du nicht sagen, nee, das steht da nicht drin. Bei diesen Leuten ist ein bisschen so, wenn du einen texanischen Protestant über andere Rassen reden hörst, der ist auch offensichtlich ein Christ, aber hat für mich damit nichts mehr zu tun. Ja. Eben war ein wichtiger Punkt zu diesen Gewaltballerspielen oder Musik, sage ich immer, der Kern wird meistens in der Familie und in der Gesellschaft, kommt der hoch und das ist nur das Stilmittel dann. Das ist nur ein bisschen also die, das Stilmittel, das er wählt halt, den Weg, wie er geht. Aber der Kern ist woanders. Wisst ihr, wenn diese grundlegenden Dinge geklärt sind, das heißt, egal welche Religion, welche, was auch immer du machst, wenn wir alle miteinander friedlich hier leben können, dann macht doch, was ihr wollt. Ja. Solange ihr niemanden zu irgendwas zwingt, was ein anderer nicht will, und wenn alle einverstanden sind mit dem, was passiert, dann ist doch alles gut.
Und dann ist es mir auch völlig egal, welche Religion oder welcher oder was er macht, ist mir alles völlig Jacke. Ich glaube, die Religion an und für sich ist ein völlig überbewertetes Thema in Bezug auf gesellschaftliche Analyse. Ja, auf die große Gesellschaft, weil... Ne, weißt du? Die meisten, auch die kleine Gesellschaft. Ja. Hier auch auf der Straße. Ich habe letztens ein Beispiel gehört von einem Typen, der meinte, ja, aber ich habe gehört, wie jemand bei einer Stecherei Allahu Akbar gerufen hat. Mann, der Typ kann keine 3 Seiten vom Koran zitieren. Ja. So, die Leute, mit denen ich hier aufgewachsen bin, hier in also Türken sowieso der größte Anteil, Kurden, Araber, was weiß ich nicht was. Ich habe selber solche Sachen miterlebt, wo es dann irgendwelche krassen Situationen gab vor Diskotheken, Schlägerei oder einfach nur Stress und so weiter. Da werden dann Sachen dann in die Luft gerufen. Ich kenne den doch, das ist doch mein Kumpel. Der war noch nie irgendwo in einer Moschee drin und der andere kennt vielleicht irgendwie 2 Verse. Aber trotzdem ist es so ein kulturelles Ding. Das ist so eine kulturelle Sache, das sagt man halt. Und dann steht aber dann auf einmal der Außenstehende, der genau darauf wartet, weil er selber innerlich verdorben ist, weil er einfach einen Grund dafür sucht, andere Leute den schwarzen Peter zuzuschieben. Der steht dann dort und der fühlt sich dann in dem Augenblick dann völlig bestärkt. Und dann kannst du dann eine riesengroße Debatte aufmachen, um die anderen Bösen dann schon wieder darzustellen, weil du ja der Gute bist und so. Da merkst du, die Menschen sind einfach hängen geblieben in ihrem Kopf. Okay. Und die suchen sich immer dieses Feindbild nach außen, aber interpretieren. Aber sie können nicht in die Psyche, in die Vergangenheit und in den Wissensschatz eines Menschen hineingucken, sondern urteilen indirekt. Der größte Feind sitzt in deinem Kopf. Ja. Und dieser Feind bringt dich immer von dir selber weg. Dass du immer so weit weg von deiner Mitte bist, wie nur möglich. Das heißt also, das, was, ne, das meine ich, und diese Mitte, die bezeichne ich eben auch als diese Verbindung zu Gott. Und wenn du mit Gott verbunden bist, in deiner Mitte, dann bist du ganz bei dir. Und nur bei dir. Krass. Und du kümmerst dich nicht um den ganzen anderen Kram und zeigst überall drauf, wo der Teufel ist und tralala und bezeichnest alle als Teufel oder als irgendwas. Und die Leute, die das machen, die andauernd auf andere zeigen, da zeigen immer mehrere Finger auf dich zurück, nämlich 3. So, wie kommst du auf 3? Ja, weil so. Ach so, okay. Ich sag das aber auch, mein Vater hat immer gesagt, wenn Leute über dich lästern, machen sie es auch über andere lästern vor dir, machen sie es auch so. Genau, ja. Ja, du hast doch diesen Ex-Muslim angesprochen. Der ist ja auch Iraner, weißt du so? Ich meine, ey, guck mal. Ich finde den lustig. Ich guck mir den an, weil der hat eine geile Lache. Der hat eine geile Lache. Ja, der lacht die ganze Zeit. Der lacht. Der ist wirklich, der ist wie so ein Schlumpf. Völlig grundlos. Völlig grundlos. Ich habe mir so ein paar Sachen so angeguckt so und irgendwann alleine ging mir das Lachen schon auf den Sack. Rede doch einfach, weißt du so? Und nenne ich immer den anderen Typen weiter beim Namen. So, Alex. So eine Leute kannst du gar nicht ernst nehmen, ganz ehrlich. Weil letztendlich, weißt du zeigst mit dem Finger auf etwas, wovon du dich abgewendet hast. Anscheinend hast du eine innerliche Antipathie dagegen. Aber wo bist du hingegangen? Man könnte fast alles, was du den anderen quasi zuschreibst, könntest du zurückführen. Da gibt es dann andere Seiten in dem Buch, was du jetzt gerade respektierst, die der andere dann kritisieren könnte als dies, das und jenes. Ist so. Wozu? Wem nützt die Scheiße? Gut gesagt, das, Baby. Das nützt einfach niemandem sowas. Und letztendlich habe ich bei vielen solchen Leuten einfach das Gefühl, als wenn sie ihre eigene Unzufriedenheit mit sich selbst verlagern wollen auf die Projektion auf anderes. Mhm. Entweder auf dich als direkten Feind oder vielleicht sogar auf ein Konstrukt, ob das jetzt eine Religion ist oder wie auch immer. Aber da kapselst du die Individualität aus. Die Individualität ist das, worauf es ankommt. Mhm. Du musst den Menschen in dem Augenblick betrachten, ob er durch dieses Buch, jenes Buch, die Philosophie zu einer besseren Version von sich selber geworden ist. Sollte das der Fall sein, ist es scheißegal, was für Mittel da war. Mhm. Und dann kommen wir schon wieder zu dieser menschlichen Gespaltenheit, weil dann ist schon wieder die Frage, was ist denn gut und schlecht? Ja. Sehr gut gesagt. Weißt du, das Ding ist halt, bei ihm glaube ich halt tatsächlich, dass er Leute retten will. Ja, und dass ihm das ein gutes Gefühl gibt und deswegen macht er das wegen dem Gefühl. Glaubst du das wirklich? Ich glaube, er glaubt das wirklich, dass das Ding ist. Ich glaube, das Null, dass er Leute retten will. Rache fällt nur um sich selbst. Das sind so eine irgendwelchen YouTuber, die hören sich selber gerne reden und die fühlen sich selber bestätigt und die brauchen dann auch den Zuspruch von außen und die wollen einfach das, was sie sich vorgenommen haben, ihre Agenda, und zwar das ist böse, meins ist gut. Das wollen sie halt mit jeder Gewalt in die Öffentlichkeit tragen. Ja, das ist halt, guck mal, weißt du, das Ding ist, ich finde zum Beispiel im Neuen Testament, weil viele sagen ja immer, das Neue Testament ist super und dies und das, ne? Da gibt es zum Beispiel diesen Römerbrief 13. Den finde ich äußerst problematisch, weil du kannst kein Rebell sein, der sich gegen die Maßnahmen des Staates, der sich dagegen wehrt,
und gleichzeitig aber auch ein Christ sein. Es funktioniert nicht, wenn du an die Bibel glaubst. Wenn du sagst, ich bin Christ und ich bin losgelöst von diesem ganzen Kram, dann geht es. Aber nicht, wenn du sagst, die Bibel ist das Maß aller Dinge und du musst tun, was drin steht. Was steht im Römerbrief 13 drin, kann ich mal so frei sagen. Also ich weiß, ich kann es jetzt nicht direkt 1:1 wiedergeben, aber da steht jedenfalls drin, dass Gott und der Staat identisch sind. Dass Gott und der Staat und was der jeder Staat ist von Gott eingesetzt. Jeder Staat, jedes System ist von Gott eingesetzt, ist gewollt. Und wenn du dem, sag ich mal, gegen den Staat bist, bist du gegen Gott. Punkt. Oh, krass. Nur die Satanisten sind ungeimpft. So. Und das ist, ja, und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, aber das ist so. So. Wir haben jetzt gerade rausgefunden, dass man sich da um Kopf und Kragen diskutieren kann und man wird mit Sicherheit zu keinem Entschluss kommen, weil es alles eine Frage des Glaubens ist. Ja. Sonst wäre es eine Frage des Wissens. Ja. Und in dem Augenblick, wenn es eine Frage des Glaubens ist, aber du auf deine Art und Weise mit Leuten kommunizierst, als würdest du das Wissen kommunizieren, hast du dich als einen Idioten exposed. Mhm. Das ist so meine komplette Meinung zu der ganzen Sache. Deswegen kann ich keinen von diesen YouTubern da draußen ernst nehmen, die wirklich tatsächlich sich von ihrem hohen Ross so nach unten schauend bewegen und ich weiß, du weißt, nein, du glaubst. Ja. Genau, du glaubst 100%. Alles, worum es geht. Glauben. Das ist richtig gut, dass du das sagst, weil das ist auch genau das, was ich denke. Ja. Wir wissen gar nichts. Wir vermuten nur, wir haben Ahnungen, wir haben Vermutungen oder wir glauben und dann entscheiden wir uns für etwas, daran zu glauben. Ja. Dann sage ich ja, ich entscheide mich jetzt da und da dran zu glauben. Es gibt noch dieses eine Ding, das gab es in den Orden, das nennen sie eben das, das ist eben so eine gnostische Herangehensweise, ja. Das gnostische Wissen, die Erkenntnis, ja. Gnosis ist altgriechisch und heißt eben Erkenntniswissen. Und das einzige echte Wissen, so heißt es in diesen Logen, was man sich erarbeiten kann, ist die direkte Erfahrung, durch direkte Erfahrung. Das heißt, ich kann mir Bücher über Skateboardfahren reinziehen, aber dann weiß ich noch lange nicht, was Skateboardfahren ist. Erst wenn ich selber auf dem Board gestanden habe, dann weiß ich, da habe ich eine Ahnung, was es ist. Wie mit Feuer, ein Kind weiß erst, wenn es sich verbrannt hat. So ist es. Und das wird eben, da wird immer ganz stark auch, ne, dass man eben nicht irgendeinen Mist glaubt, den irgendwelche Experten erzählen oder so, nur weil die einen weißen Kittel anhaben oder so. Das ist halt völlig schwachsinnig. Richtig, also ich würde gerne dann zu dem Part des Wissens kommen und von dem Glauben so ein bisschen weg gerade, weil Boogie hatte schon vorhin die Frage ein bisschen vorweggestellt und zwar, bist du jetzt gläubig und vor allem, wie ging deine, um in der Chronologie das auch abzuschließen, wie ging deine Erfahrung mit dem Satanismus dann quasi weiter und zu Ende, dass du dann zu dem Entschluss gekommen bist, dich jetzt mittlerweile als einen Ex-Satanisten zu betiteln und so weiter? Ich selber betitel mich so nicht, aber ich bin kein Satanist mehr. Ich finde nur dieses, ich bin Ex dies, Ex das, ich finde das immer so komisch, wenn Leute das so sagen. Ich weiß nicht, es gehört halt zu meiner Geschichte und da ich nicht an lineare Zeit glaube, bin ich in einer anderen Zeitebene immer noch Satanist. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Deine Freundin hat dir Kekse gemacht, die schmecken so gut, jetzt ist sie dein Gott, wa? Du, also für mich hat jeder das Potenzial, göttlich zu sein. Und ich versuche im anderen immer Gott zu erkennen. Und das macht dann sozusagen die Wertschätzung aus. Ich sehe dein Wesen, ich sehe dein Wesen. Und euer Wesen, die haben keine Rasse, die haben keine Religion, die haben überhaupt nichts, was irgendwie hier so weltlich ist, sondern die haben eine geistige Qualität und die ist mit meinem Wesen identisch. Warum soll ich dir ins Gesicht schlagen? Dann schlage ich mir selber ins Gesicht. Das ist schon wieder christlich, was du gerade erzählst. Ja, aber das ist ja, aber es ist ja nicht alles schlecht, nur weil es in irgendeinem Buch drin steht oder nicht drin steht. Also das ist ja, darum geht es ja gar nicht. Aber ich meine einfach nur, es geht mir ums Wesen. Und deswegen sage ich auch, ich muss nicht mal wirklich an Gott glauben, weil ich weiß, dass Gott da ist. Das hat also schon gar nichts mehr mit Glaube zu tun, sondern es ist für mich eine Gewissheit. Aber ich würde niemals sagen, Gott ist da und ihr müsst alle an ihn glauben, sondern ich weiß, dass er da ist. Was du draus machst, ist dein Ding. Ja? Und das ist das Ding. Und ich versuche auch in jedem anderen immer das Göttliche zu sehen. Und dann kann ich auch mit Menschen umgehen, die schwieriger sind. Weil ich weiß, das Wesen ist ja rein, das ist göttlich. Ja? Nur seine Person agiert ja aufgrund der Traumata, durch die Programme, die hier reagieren und alles. Ne? Das ist das Entscheidende. Aber du wolltest was ganz anderes wissen. Es geht darum, ich war irgendwann an einem Punkt, ich war in mehreren Orden Mitglied, ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich nie da irgendwo was gefunden habe, was ich gesucht habe. Ich habe eine gewisse Intensität gesucht. Die habe ich nicht so richtig gefunden, bis auf bei einem Orden. Und dieser Orden war wirklich unglaublich extrem. So.
Und da kann ich heute auch gar nicht mehr begreifen, dass ich da überhaupt Mitglied war, dass ich da Sachen gemacht habe und so weiter. Aber es ist ein anderes Thema. Und ich war irgendwann an einem Punkt, ich war dabei, eine katholische Kirche zu unterwandern. Ich war dabei, Priester zu werden, nachdem ich mich da so in eine freikatholische Kirche eingeschlichen habe. Ja. Warum? Warum? Um das zu unterwandern. Das war die Aufgabe. Ja, manipuliere einzelne Personen, manipuliere Gruppen, manipuliere größere Gruppen und so weiter. Und es ging halt einfach darum, katholischer Priester zu werden. Das war meine Abschlussarbeit letztendlich, das war meine Prüfung. Werd katholischer Priester, scheißegal wo, scheißegal wie, werde das. Und dann arbeite dich in das System rein und versuch Kontakte zu Bischöfen aufzubauen, auf höheren Rängen, in höheren Rängen, aus verschiedenen katholischen Richtungen. Das heißt also erstmal, freikatholische Kirche, da kommst du leichter rein. Da musst du nicht unbedingt studiert haben oder irgendwas, da musst du einen guten Willen zeigen und dann kommst du da irgendwie schon rein. Das ist nicht das Problem. Aber du kannst dann von da aus, lernst du dann eben auch andere katholische, die römisch-katholischen Priester kennen oder du lernst überhaupt Leute aus dieser ganzen katholischen Community kennen. Und dann kannst du auch auftreten als katholischer Priester und kannst denen sonst irgendwas erzählen, die werden es dir glauben, weil du hast ein paar Jahre im Priesterseminar gesessen und weißt, was du sagen musst. Unfassbar. Die erkennen dich dann so. Du gehst dann, ich wäre irgendwann ab einem Zeitpunkt, sobald ich Priester geworden wäre, wäre ich dann irgendwo kackendreist zur römisch-katholischen Kirche gegangen, hätte mich da vorgestellt, hätte irgendwelche gefakten Dokumente mitgebracht oder sonst irgendwas. Aber um das Wissen erstmal zu haben, ist es wichtig, da überhaupt reinzugehen. Natürlich könnte man von vornherein alles faken, aber es ist unauthentisch, wenn du es nicht aus erster Hand lernst. Und das merken Leute irgendwann. Was heißt doch infiltrieren, oder? Richtig. Infiltrieren. Und das ist der Punkt. Und deswegen gehst du in die Organisation rein, arbeitest dich da hoch, kriegst natürlich Support durch deinen Orden, ja, und versuchst das Ding so schnell wie möglich zu wuppen. Und dann sollst du dich dann in Kreise reinhacken, ja, wo du dann letztendlich dann deine Manipulation, deine Fäden ziehst. Ich habe irgendwann von Bischöfen und Priestern erfahren, die irgendwelche Kokainpartys gefeiert haben und irgendwelche Bumspartys. Was meint ihr, wenn ich da irgendwann mal dabei gewesen wäre, hätte gesagt, ey, ich habe auch so eine Neigung, nimm mich mal mit oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich hätte da schön Fotos gemacht, dann hätte ich erstklassiges Material gehabt zum Leute erpressen, ja, quasi. Voll. So, und das ist doch genau das Ding. Und so läuft das da. So läuft das da, ganz einfach. Und das war aber auch ich war aber parallel, und das muss ich dazu sagen, ich war parallel mit einem Fuß noch oder mit einem Fuß schon im inneren Zirkel. Das heißt also, es gibt den äußeren Orden, dann gibt es einen inneren Orden und den innersten Orden. Es gibt meistens so eine Dreierstruktur, kann man sagen. Aber man kann bei den Freimaurern, das ist, glaube ich, noch ein bisschen anders, die haben ganz, ganz viele Orden innerhalb des Dings, also innerhalb ihrer Freimaurerei. Und dann gibt es irgendwann spezielle Logen, so Wirtschaftslogen oder Promi-Logen oder was auch immer. Gibt es ja in Berlin auch diese Stresemann, ne? Das ist ja auch so eine Promi-Loge angeblich. Aber wie gesagt, Freimaurer war ich nie dabei. Ich kannte viele Freimaurer. Ich hing auch in den Kreisen rum, weil es gibt so Vernetzungen und so weiter, auch unter den Leuten. Aber ich war nie da, war mir immer zu lasch. Also es war mir immer zu, weiß ich nicht, zu langweilig. Die Weichgespülten sind das. Ja, zumindest in den unteren Rängen ist das alles sehr, die sind ja total harmlos und du hast ja echt kein, du wirst niemals denken, das sind irgendwelche schlimmen Leute. Da gibt's dann so, da sitzen welche dazwischen, die richtig übel unterwegs sind. Aber die meisten sind harmlos. Und die dienen ja nur dazu, die sind ja nur dazu da, um der Masse zu suggerieren, wir sind ein ganz harmloser Club. Guckt euch doch mal die Leute an. Die Frage ist gar nicht wichtig, Alex, ja, aber für mich irgendwie würde ich die doch immer gern beantwortet haben. Also, wenn du zum Beispiel sowas machst bei einem Rockerclub oder bei den Triaden, die bringen dich um, klar, sage ich jetzt mal so. Ja. Was wäre denn die Konsequenz gewesen, hätten diese evangelische oder katholische Gemeinschaft das rausgefunden? Musst du vorher so ein Gelübde abzeichnen wie ein Arzt oder so? Oder? Nee, musst du nicht. Also, du hättest viel Profit für wenig Risiko, wa? Ja, du musst da eigentlich, du hast halt verschiedene Weihen, ne? Ich bin bis zum Subdiakon gekommen und du hast halt vorher noch diese ganzen anderen Weihen, Exorzist, Akolyt und so weiter, ne? Da gibt's halt verschiedene Weihen, also Weihegrade, ne? Status. Ja, genau. Das heißt also, du bist erst Laie und dann wirst du geweiht, ne? Und kannst du Altardiener sein oder irgendwas und dann geht's weiter und dann kommen richtige Ämter. So. Und dann irgendwann geht's in den geistlichen Stand. Und du bist ab Diakon, bist du geistlicher. Und dann hast du nochmal, das ist eine ganz andere Qualität. Aber wie gesagt, ich bin ja vorher raus.
weil ich mit einem anderen Fuß schon in dem Innersten, beziehungsweise ich war vorgeschlagen für den innersten Kreis. Und da kann man sagen, da geht's eigentlich erst richtig los. Alles davor ist eigentlich nur Treffen mit Okkultisten, langweilige irgendwelche Magie-Sessions, aber auch, gut, du lernst auch schon was über Manipulation und so weiter. Aber da, wo ich war, da fing es an, interessant zu werden, weil du nämlich da auch langsam Kontakte hast zur Unterwelt. Also wirklich, wo es dann wirklich in die richtig üble Richtung geht. Und als ich dann quasi Kontakt einerseits zu der Unterwelt hatte und dann also zu den richtig krassen Leuten und andererseits dann aber auch da in diesem katholischen Umfeld war, die mich alle sehr herzlich behandelt haben und sehr liebevoll, das muss man einfach fairerweise sagen. Da sind nicht alle irgendwie pädophil oder irgendwas. Da gibt es ja auch viele, da gibt's ja auch viele nette Menschen so, ne? Und die meisten sind tatsächlich von diesen Bischöfen und Priestern sind fast alle schwul. Das ist tatsächlich, das ist wirklich so. Ohne Witz, ich habe mehr homosexuelle Priester kennengelernt als, ne? Die dürfen ja eigentlich gar nicht. Das widerspricht völlig dem ganzen biblischen Glaubensansatz. Ne? Die dürfen das gar nicht, aber die sind fast alle schwul. Das war tatsächlich so, das habe ich halt einfach so, ne? Und das war natürlich wäre hervorragend gewesen, um die Leute in unangenehme Situationen zu bringen. Aber wie gesagt, da bin ich ja vorher raus. Ich habe dann aber auf der anderen Seite, im Kontakt stand ich ja dann schon mit der anderen Seite. Und ich habe dann irgendwann Sachen am Rande mitbekommen und immer intensiver, wo ich sage, das ist so hart, das ist so krass. Wenn ich da jetzt weitergehe, gibt es kein Zurück mehr irgendwann. Das heißt, das ist diese berühmte Schwelle. Wenn du die Schwelle übertreten hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist der Punkt, wo du deine Seele verkauft hast wahrscheinlich dann, ne? Das ist dann der Punkt, wo du tatsächlich wirklich deine Seele verkaufst, aber nicht an den Teufel, sondern an diese Loge oder an diese Leute. Ja? Im Auftrag des Teufels. Und das ist das Ding. Und ich kann dir einfach sagen, die nehmen sich nichts von anderen Kriminellen. Nee, nee. Und da laufen halt ähnliche Sachen ab wie bei bestimmten Gangs oder anderen Gruppen, was es halt alles so gibt, die irgendwelche kriminellen Sachen machen. Das ist exakt das Gleiche, nur, dass die auch dort wieder mehr instrumentalisieren. Mhm. Ja, das ist der Punkt. Das heißt also, es geht nicht direkt so, dass die Drogen verkaufen, sondern die lassen Drogen verkaufen. Ja, klar. Ne? Die lassen Dinge tun. Und das ist das Ding. Das heißt, es geht immer auf die Kappe von irgendeinem anderen. Die selber würden niemals ihren Arsch hinhalten für irgendwelche Verbrechen. Ja. Das heißt, es gehen andere für die in den Knast. Also je höher du gehst, desto mehr kommst du dem Strippenziehertum entgegen. Richtig, genau. Ja. Mhm. Am Anfang lernst du nur diese ganzen Methoden, wie funktioniert das, wie kann man Leute überzeugen und so weiter. Ne? Also diese ganz simplen Sachen einfach auch, wie du Rapport aufbaust zu Menschen, dass sich Menschen sympathisch finden, dass sie dir vertrauen und so weiter. Das lernst du natürlich alles in diesen unteren Graden auch. Ne? Und dann später musst du das natürlich auch anwenden. Und da war ich ja, wie gesagt, in dieser Gradarbeit, wo ich eben eine ganze Gruppe infiltrieren sollte und dann sozusagen da den Laden mehr oder weniger übernehmen sollte auch. Ne? Also es ging schon in diese Richtung. Ich meine, das macht ja auch irgendwo Sinn, dass du in die katholische Kirche eingeschleust wurdest. Das habe ich ja schon auch verdeutlicht, dass ich denke, dass sie in den hohen Graden definitiv das Gegenteilige machen als das, was wofür sie steht. Kann ich mir nicht vorstellen. Man hat ja Johannes Paul gesehen, wie er sich auf seinen Thron gesetzt hat in der Öffentlichkeit mit dem umgedrehten Kreuz. Na gut, das ist das Petruskreuz, ne? Ja. Das ist das Petruskreuz, weil Petrus ja umgedreht gekreuzigt worden ist. Und dann reden die sich damit raus, es ist kein Satanskreuz, sondern es ist das Petruskreuz, weil Petrus ja, und Petrus ist ja der Vorfahre aller Päpste. Ja, und dann hast du halt natürlich die ganzen Skandale um Kindesmissbrauch um den Vatikan herum mit 1000 Einwohnern und mehreren 10.000 Anzeigen. Das muss man erstmal verdauen und schlucken können, glaube ich. Auf der anderen Seite hast du diese ganze okkulte ägyptische Symbolik. Du hast die Phallus-Symbole mitten im Vatikan. Du hast die Art und Weise, wie sie sich kleiden, dies, das. Und es gab halt ganz viele Gräueltaten, die mittlerweile dokumentiert sind, wo teilweise Leute in die ganze Welt gestreut wurden, um schrecklichste Sachen zu machen. Es gibt da so eine Dokumentation, die habe ich letztens gesehen. Da sind dann Priester dann irgendwann in den 70er Jahren zum Beispiel in Alaska angekommen, in so einer Region, wo es ganz kalt ist und wo die Leute sowieso eine hohe Selbstmordquote haben. Fast alles Indios, die dort leben. Groß, viel Probleme mit Alkohol und so weiter. Und die haben halt tatsächlich erzählt, dass in den 70er Jahren 80% der männlichen Bevölkerung im Kindeszustand missbraucht wurden, weil sie da in irgendwelche kleinen Kämmerlein gelockt wurden, natürlich mit Kickerspielen und Süßigkeiten und wie auch immer. Also das sind gezielte Operationen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt irgendwie zufällig stattfindet halt, ne?
Und da fragt man sich dann, wenn du dann in solche Sachen reingeschleust werden solltest, dann wärst du am Ende doch vielleicht sogar an der Quelle angekommen. Du, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann irgendwann in diese Richtung gegangen wäre, dass ich dann irgendwann, keine Ahnung, hätte man gesagt, du hast deine ganzen Prüfungen bestanden, super, aber jetzt sind die nicht mehr unsere Feinde, ab jetzt sind die wieder unsere Freunde. Das gab es sowieso ganz oft, dass es halt Gruppen gab, von denen wir ausgingen, dass das unsere Feinde sind, und am Ende waren das unsere Marionetten oder aber wir haben für die gearbeitet oder es ist so verworren, das System, das machen die extra, damit nämlich der eine gerade nicht weiß, was der andere macht. Das heißt also, die Personen alle wissen überhaupt nicht, was die anderen machen. Das Pyramidensystem halt immer. Ja, aber dann auch mit der Geheimhaltung nach unten hin. Richtig. Ja. Das heißt also, so ein Zahnrad, weil jeder dreht sich, aber nur der eine weiß, in welche Richtung alles. Die über dir sind, sagen dir nicht, was kommt. Die unter dir sind, denen darfst du nichts erzählen. Und vor allen Dingen, was auch krass ist, jeder bespitzelt jeden. Das ist wie in der DDR gewesen. Wirklich, es ist wie in der DDR gewesen. Du hast halt wirklich, du musst halt, jeder Bruder ist nicht nur ein Bruder, sondern jeder Bruder könnte auch eine potenzielle Gefahr sein. Also hattest du die Aufgabe, die anderen zu beobachten, und die anderen hatten die Aufgabe, dich zu beobachten. Das heißt, du warst eigentlich permanent irgendwie irgendwer, du wusstest nie, hat jetzt einer wieder mal in dein Handy gehackt, irgendwie reingeguckt oder deine E-Mails gehackt oder das ist, die haben ja aus allen Richtungen Leute da sitzen. Und je nachdem, was du drauf hast, wirst du dann auch eingesetzt für irgendwas. Ne? Unfassbar. Das ist genau, das bestätigt halt die Sachen, die man dann gehört hatte. Da kommen dann auch die Sexrituale mit ins Spiel, die man so gehört hat, vor allem aus den elitären Universitätskreisen, wie zum Beispiel Yale und Harvard und so weiter. Skull and Bones kommt dann natürlich dann in den Kopf, wo es heißt, ja, man bespitzelt sich gegenseitig, aber man soll auch irgendwo eine gewisse Form von unzertrennlicher Bindung zueinander aufbauen. Deswegen gibt es da diese ganzen Sexrituale, habe ich mal gehört. Wie viel ist da dran? Also es ist schon so, dass auch gerade in diesen telemischen Gruppen und so weiter, ne, dann geht es halt irgendwann schon auch um Analsex mit Männern, anderen Männern und so weiter. Obwohl also, man nicht schwul ist. Also. Ja, ja, das interessiert niemanden. Ja. Es geht da auch nicht um Homosexualität oder irgendwas. Es geht da tatsächlich, also meines Erachtens geht es darum, Menschen zu brechen. Die sagen natürlich, es geht um Magie. Ja, aber mir, also meines Erachtens geht es darum, andere zu erniedrigen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ja, diese ganzen Rituale, die dort stattfinden, haben vor allen Dingen einen wichtigen Effekt. Es geht immer darum, dass dieses Erlebnis, was du dort hattest, unvergesslich bleibt. Weil sie etwas in deinem Bewusstsein verankern wollen. Das ist also wie beim NLP, die setzen einen Anker. Das heißt, da liest dir jemand etwas vor und dann passiert etwas, was total schockierend ist. Was ist nochmal NLP? Das ist neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, du versuchst, das spielt eine Rolle, ja. Das ist sozusagen, das kann man auch als positives MK-Ultra bezeichnen, okay, weil du da halt auch, sag ich mal, Leuten helfen kannst mit. Ja, Leute, die traumatisiert sind und so weiter. Delfinschwimmen könnte auch NLP sein. Das weiß ich nicht, aber ich glaube eher nicht. Heilschwimmen, ja. Also doch negativ. Nein. Also es ist ja immer, ein Messer kannst du benutzen, um Brot zu schneiden oder jemanden abzustechen. Du musst halt immer überlegen, wie nutzt du diese ganzen Dinge. Und die benutzen sie natürlich immer im Nachteil für alle anderen. Ne? Immer im Vorteil für sich selbst. Und bei diesen Ritualen, die so grausam sind, ja. Ein Beispiel, das ist jetzt fiktiv, das habe ich nicht erlebt. Ich erzähle das jetzt einfach nur mal so, ja. Du gehst mit einer Gruppe irgendwo in irgendeine völlig verlassene Gegend. Ja, da ist ein Friedhof. Und dann sind da so ein paar Brüder, die heben da ein Grab aus einfach. Dann wirst du vorbereitet auf dein Ritual, dann werden da Sachen aufgebaut, ein Altar wird aufgebaut mit ein paar Sachen drauf und Symbolen und so weiter. Ne? Und dann irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit fängt dann das ganze Ritual an. Wird eine Beschwörung gemacht, dann werden geistige Entitäten gerufen. Ne? Und irgendwann kommt dieser Moment, wo du deinen mystischen Tod sterben sollst. Ja, und dann sollst du dich in diesen Sarg legen. Und dann denkst du dir so, naja, okay, was wird jetzt wohl passieren? Ne? Die werden jetzt ja wahrscheinlich nur den, weiß ich nicht, 5 Minuten da und dann ist gut oder irgendwas. Aber dir gehen so viele Sachen durch den Kopf, weil du nicht weißt, was passiert. Weil du nicht weißt, ob sie dich jetzt lebendig begraben, weil du vielleicht zu viel gelabert hast. Weil du nicht weißt, ob du vielleicht nicht loyal genug warst. Weil du nicht weißt, ob du nicht vielleicht doch irgendwas von dem Bruder mitbekommen hast, was du noch gar nicht wissen darfst. All diese Sachen gehen dir im Kopf. Und dann legst du dich da rein,
Du willst ja auch irgendwie deinen Mann stehen, du willst ja jetzt nicht schwach wirken, das sind ja Satanisten, ne? Du willst ja irgendwo nicht zeigen, dass du irgendwo, ne? Also legst du dich da rein und denkst dir, okay, egal was passiert, dann ist es jetzt so. Dann gehst du da rein, dann geht der Deckel drauf, die schrauben die Scheiße zu und dann heben die dich in dieses Loch. Und dann hörst du wie plötzlich, wie von außen Erde auf diesen scheiß Grabdeckel fliegt. Und ab dem Moment musst du runterfahren, weil du dich sonst einpisst und scheißt und vor lauter Todesangst stirbst. Weil du in dem Moment denkst, okay, die Scheiße, was passiert hier jetzt? Begraben die dich jetzt? Ist es jetzt doch soweit? Wollen sie dich doch nicht haben? Entsorgen die so Leute vielleicht? Das sind alles Gedanken, die du hast. Und dann kommt dir das vor, als ob du da 3 Stunden drin gelegen hast. Wahrscheinlich viel kürzer. Aber dir kommt es halt so vor, eine halbe Ewigkeit. Du hast irgendwann auch das Gefühl, du kannst nicht mehr richtig atmen. Fängst an zu hyperventilieren. Klaustrophobie, Klaustrophobie. Total, total. Boah. Ja, du wirst innerlich, wirst du wahnsinnig. Ja. Mhm. So, und irgendwann ziehen die das Ding wieder hoch. Und du denkst dir, in dir geht alles, was angespannt war, geht locker und du fühlst dich plötzlich so, oh mein Gott, du bist völlig fertig mit der Welt. Du bist so fertig, du kannst nicht mehr. Und dann präsentieren sie dir irgendein Mysterium. Das bleibt für immer in deinem Kopf, vertrau mir. Erschreckend, wie oft. Immer in deinem Kopf, was du da, verstehst du, diese Verbindung, die du dabei aufbaust. Das hört man ganz, dieses mit diesen Einsagen, habe ich ganz oft schon gehört, immer wieder in Berichten, bei mehreren, ob das welche sind in so Bruderschaften oder auch bei Kindern, die dann der Sache entkommen sind, das hört man ganz oft. Und lustigerweise, die SEK-Arzten trainieren ja auch so immer, die werden dann immer in so ein Wasserbecken runtergelassen. Belastungstest, hart, hart, hart. Also da gibt's, und das ist noch nicht das Schlimmste, ne? Da gibt's noch andere Rituale, die kann ich hier gar nicht erzählen, ja? Aber das ist so, weißt du, das ist halt genau der Punkt. Und damit werden diese Dinge verankert. Und dann, damit wächst du auch. Und dann, und plötzlich, und dann nehmen dich alle in den Arm und sagen, Bruder, du hast es geschafft. Und ja, du bist jetzt in unserem Grad und überhaupt und ganz toll und mysteriös. Dann kriegst du irgendeinen Faschingsorden und eine Urkunde und das war's dann. Aber das ist halt das Ding. Und damit wird dir Zusammenhalt auch geschaffen. Ja, das ist es. Das ist der Satz. Das haben wir alle mitgemacht. Das haben wir auch gehabt. Und sei froh, Bruder, du hast dich wenigstens nicht eingepisst. Und solche Sprüche kriegst du dann, ne? Das ist halt genau der Punkt. Weil da sind Situationen, wo du wirklich Panik und das Ding ist, du wirst ja auch abgehärtet. Ganz bewusst mit solchen Ritualen, weil du ja immer mehr in diese Kreise kommst, die immer krasser werden. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst in diese Kreise reingeboren. Haha, da sind wir dann bei den Leuten, die halt oben in der Elite rumfuchteln. Und das haben wir ja hier mit Florian schon gehabt. Deswegen, Gott sei Dank, hatten wir auch mal Gäste, die aus der Elite waren und die das bestätigt haben, was für viele Leute als Verschwörungstheorie galt. Da gibt es dann nochmal eine ganz andere Problematik. Ja, wir waren nur die Toilettenputzer. Antisensibilisierung, ja, bei dem Film Blade, da siehst du ja, dass du... du hast ja diesen Konflikt da zwischen Deacon Frost und diesem Obervampir da. Das ist auch so ein deutscher Schauspieler, ich habe vergessen, wie der heißt jetzt. Und da guckt der Obervampir dann so herablassend dann zu Deacon Frost rüber und sagt so, du bist irgendwann mal einer von uns geworden, weil du gebissen wurdest. Aber ich wurde als Vampir geboren. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, da wird dann auch von oben nach unten geguckt. Und wenn du dann in diese Kreise reingeboren wirst, da kannst du davon ausgehen, dass die Ritualistik seit deiner Kindheit stattgefunden hat. Da kennt man diese ganzen Horror-Stories dann halt auch von Kindern, die halt in der frühesten Kindheit schon angefangen werden, da völlig manipuliert zu werden, indoktriniert zu werden, abgestumpft zu werden. Schrecklichste Sachen werden ihnen gezeigt, werden ihnen angetan und so weiter. Und dann entwickelst du so einen super Soziopsychopathen quasi. So. Ich finde krass, ganz kurz, ich finde krass, bei Florian Homm bemerke ich das immer wieder. Ich verfolge ihn jetzt auch so sehr oft und habe Kontakt über Instagram. Und bei dir aber auch so, bei den ganzen Geschichten, die ich gestern Nacht erfahren habe zum Teil oder jetzt, finde ich, hast du das alles ganz cool positiv überstanden. Also du hast immer noch so eine positive Aura. Denkt man, ne? Denkt man. Du bist ein guter Schauspieler, wa? Nee, es ist halt tatsächlich, also... aber dann erzähl doch mal ganz kurz, wie du da rausgekommen bist. Weil das wäre da die Verbindung zu dem, was er sagt. Er ist jetzt wieder einen Schritt weiter. Aber du hast ja den Infiltrator gespielt, bist auch weit genug gekommen, hast dann gewisse Sachen gesehen, wenn ich jetzt durch die Blumen das deuten darf, wo du gesagt hast, da nicht, da verkaufe ich jetzt meine Seele. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich raus bin. Es war einfach zu krass, weil ihr müsst euch das so vorstellen, es waren wirklich irgendwann Mafia-Strukturen. Und es ging halt wirklich auch in diese ganz krasseste kriminelle Ecke überhaupt. Und je mehr ich von diesen Leuten kennengelernt habe, wohlhabende Leute,
die wirklich mit ganz finsteren Leuten Geschäfte machen, wo du weißt, es ist alles 100% furchtbar und grausam. Und ich wollte halt irgendwann nicht mehr so viel wissen, weil ich dachte mir, scheiße, je mehr ich jetzt weiß, desto mehr versinke ich da drin und irgendwann komme ich nicht mehr raus. Das heißt, ich musste mich jetzt entscheiden, ziehe ich es durch oder habe ich noch irgendwas in mir drin, was sagt, du musst zurück, mach das nicht. Du versaust dir dein gesamtes Leben oder den Rest, den du noch hast, wie auch immer. Ne? Ja. Und ich habe dann aufgrund bestimmter Ereignisse, also ein Ereignis, wo ich dann wusste, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung es geht auch und was jetzt als nächstes kommen wird und deswegen muss ich jetzt die Reißleine ziehen, war eine Situation, da ging es, klar, einerseits ging es um Drogen und so weiter, solche Sachen sowieso, aber es ging vor allen Dingen, da sagte einer, ja, wir wollen am Wochenende mal in so ein Etablissement fahren, anderes Land, sage ich jetzt auch nicht wo, ist egal. Da habe ich gesagt, was ist da jetzt besonders dran? Ja, es ist halt ein Puff und bla und blub. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, weiß ich nicht, nee, ist nichts für mich. Dann sagt er so, ja, was ist ein Besonderer? Da habe ich gesagt, was ist denn jetzt so besonders daran? Und dann sagt er von sich aus gleich, mach dir keine Sorgen, die sind schon alle 18, auch wenn die nicht immer so aussehen. Aha, okay. Und damit hat er sich verraten eigentlich schon. Und dann habe ich mir schon gedacht, alles klar, die versuchen dich jetzt irgendwie zu irgendwelchen Drogen zu überreden und dann setzen sie am Ende eine 12-Jährige auf den Schoß und machen irgendwelche Videos und dann bist du am Arsch. Ah, sie wollten nicht Epsteinen. Epstein. Das genau. Genau das, als ich diese Epstein-Doku gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, das hätte dir auch passieren können. Wahrscheinlich war das sowas. Mhm. Ich weiß es ja nicht. Ja klar, natürlich. Aber ich habe mir gedacht, das könnte sowas, ne, in die Richtung hätte das gehen können. Warum hat er so einen Spruch gemacht, ganz ehrlich? Und selbst wenn es keine Falle war, selbst wenn das nur so gewesen wäre, das hättest du auch psychisch nicht überstanden. Und durch den Spruch wollte er vielleicht auch abchecken, wie ich darauf reagiere. Ja, natürlich. Ne, und all diese Sachen, da waren noch mehr Sachen. Wie gesagt, da waren so viele Sachen, die ich da erlebt habe, wo ich dann einfach irgendwann gesagt habe, boah, was? Und dann vor allen Dingen, wenn es dann schon in so Bereiche geht, wo es so um B-Promis geht, die damit involviert sind, die mit den Leuten aus meiner Loge Geschäfte machen, die den Bürgermeister kennen, die irgendeinen B-Promi kennen. Wir sind B-Promis, Belasch und Boogie. B. Aber weißt du, so noch nicht die ganz krassen Promis, aber schon so welche, die man schon so ein bisschen kennt. So. Und da fing das schon so an. Und dann sagte auch einer so, und letztendlich geht es darauf hinaus, dass du irgendwann das Angebot bekommst, du kannst sein, was du willst, du kannst machen, was du willst. Sag uns einfach, was du sein willst und du wirst das. Wir machen dich dazu. Willst du ein Sänger werden, kannst nicht singen, kein Problem. Aha. Willst du in Immobilienhai werden, kein Problem. Wir bringen dich in die Szene. Und das ist das wäre dann der Deal gewesen. Aber was ich dafür machen hätte müssen, das wäre diese Grenze überschreiten. Und da habe ich dann vorher gesagt, bevor ich hier noch irgendwas erfahre, was zu deep ist, wo ich dann nicht mehr rauskomme, habe ich die Reißleine gezogen, habe gesagt, ich breche das hier an dieser Stelle ab, ich breche meine Gradarbeit ab, ich breche meine Prüfung ab, ich war ja nur mit einem Fuß drin und das war erstmal ein gegenseitiges Kennenlernen von einem ganz anderen Zirkel. Das heißt, das war ein Zirkel, der viel weiter drüber stand. Und da kommst du nur rein, wenn du in den anderen Zirkeln vorher drin warst. Deswegen meinte ich ja, dieser äußerste, innere und der innerste, ne? Und ab da sind dann nochmal ganz andere Leute, mit denen du in Kontakt stehst. Das erinnert genau an die Sache, die Charles beschrieben hat mit den Initiierungsriten und Hochgradfreimaurerei und Übergang zu Tempelorden und wie auch immer, dann Vatikansorden, bla bla bla. Also da gibt es dann halt auch nochmal Struktur und Hierarchie innerhalb der Struktur und der Hierarchie. Aber der wichtige Punkt ist, du wirst halt angesprochen. Du wirst immer angesprochen. Wie du rekrutiert bist, oder? Ja, genau. Das ist halt einfach der Punkt. Du bist in diesen Hochgraden. Ich war auch in diversen Hochgraden. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist überhaupt nichts Wildes oder so. Die Leute denken mal, dann bist du schon der Hochilluminat. Das stimmt aber alles nicht. Innerhalb dieser Grade kann es passieren, dass du angesprochen wirst von Leuten aus inneren geheimen Orden, die dich sehen, wie du dich verhältst zum Beispiel oder wie du jetzt anders bist oder und so weiter. Ja, ne? Man beobachtet. Man wird beobachtet, genau. Ja. Und ich wurde eben angesprochen. Und dann, wie gesagt, dann kam Stadtwechsel und so weiter. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber wie ich rausgekommen bin, war dann letztendlich, dass ich gesagt habe, okay, ich trete zurück. Ja. Ich mache diesen Grad nicht zu Ende. Musst du das beantragen? Nee, das ist einfach nur... Paragraph, ja, wie so ein Club, weißt du? Muss ja. Ja, ja, ich verstehe schon, wie du das meinst. Aber es ist halt eher so, du hast halt eine Beziehung zu deinem Mentor. Und du sprichst mit deinem Mentor. Und dein Mentor spricht dann sozusagen mit den oberen Instanzen.
Und also das Ding ist halt, du kannst, das hattet ihr auch mit Charles, du kannst unehrenhaft entlassen werden oder aber man findet irgendwie eine Einigung. Ja, raus aus diesen Gruppen. Du bist einmal drin, bist du immer drin. Aber der Punkt ist, du kannst so eine Art Exil, in so eine Art Exil gehen. Du bist dann halt quasi jemand, der nicht mehr Mitglied in diesem Club ist. Ja. Offiziell bist du nicht mehr Mitglied, aber durch deine Eide bist du immer noch gebunden an bestimmte Sachen. Das heißt, du zahlst keine Mitgliedsbeiträge mehr, du kannst auch nicht mehr da in die Loge gehen und da irgendwie die Leute treffen und so weiter. Aber du bist jetzt nicht irgendwie, in manchen Kreisen würde man sagen, du wirst nicht dem Dämonium überlassen. Ja, wieso hast du einen YouTube-Kanal und sitzt denn hier? Also, ganz einfach aus dem Grund, weil ich nichts erzähle, was privat ist. Und das verstehen auch viele Leute nicht. Dieses ganze Wissen, was ich hier erzähle, diese Sachen, die ich hier erzählt habe, die kann ich erzählen, das ist überhaupt gar kein Problem. Das, was du nicht erzählen darfst, ist, wie die Leute heißen, ja, was die genau machen. Das ist das Einzige, was du nicht erzählen darfst. Aber dieses Ganze mit dem irgendwelchen Graden, was da gemacht wird und irgendwas, ganz ehrlich, das findest du auch überall anders in der Welt. Nur da ist es halt zusammengetragen und sag ich mal, sortiert, das ganze Wissen. Wenn man sich das so mit den Grammys und mit der Musikindustrie und so weiter dann so ein bisschen vergleicht, wenn man diese Sachen vergleicht, dann könnte dann doch der Eindruck dann entstehen, jetzt nicht böse gemeint und bitte mich nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht in der Aussage von mir, aber könntet ihr als nützliche Idioten gelten für die? 100%. Zu dem Abschluss dann nochmal, du bist raus, offiziell. Hast mittlerweile keine Bedenken, hast keine Befürchtungen. Wenn du jetzt hier sitzt und redest und so weiter, sagst du immer bis zu einem gewissen Punkt und nicht weiter und dann ist die Sache auch in Ordnung. Das bedeutet, dass es da, wie ich schon vorhin angesprochen habe, gibt es ja anscheinend auch durch die obersten Zirkel und so weiter die Anweisung, auch in die Öffentlichkeit zu treten. Weil sonst gäbe es diese ganzen öffentlichen Rituale bei Super Bowls und VMAs, wo dann irgendwie der halbe Globus zuguckt, nicht, oder? Es gibt definitiv Leute, die nach außen treten und die sind auch gewollt. Und die sollen den Satanismus grundsätzlich verharmlosen. Ah, ja. Daran erkennst du sie. Mhm. Sie sagen dann, beziehen sich dann immer auf Anton LaVey, der 1966 die Church of Satan gegründet hat und die satanische Bibel geschrieben hat. Und dann sagen sie immer, ja, der sagt, man soll sich nicht an Kindern vergreifen und man soll auch keine Tiere opfern und all diese Sachen. Aber das ist meines Erachtens eine Tarnorganisation, die gegründet wurde, um ganz viele Idioten zu schaffen, die diesen Hollywood-Satanismus, diesen nach außen getragenen Satanismus praktizieren, der ganz harmlos ist angeblich, der ist total sozialdarwinistisch, der ist im Grunde genommen, geht es ja darum, dass du dich selber als Raubtier siehst und dass die anderen alle nur dein Essen sind, sozusagen. So Fake Representing, wie es Fake Opposition, ne? Aber sie sagen halt immer, nein, wir haben aber nichts mit irgendwas mit Kindern und mit Tieren und so, das machen wir alles nicht. Ne? Und dann kommt die Epstein-Insel. Und dann weißt du auch wieder nicht, was los ist. Ne? Ja, und das ist halt das Ding. Also es gibt Satanisten, die nach außen treten oder auch nützliche Idioten, die das Ganze runterspielen sollen und so weiter. Nützliche Idioten ist voll das coole Wort. Ja, es ist halt aber so, ne? Meine Kumpels sind unnützlich, Idiot. Also du hast Anton LaVey angesprochen, mit Aleister Crowley wahrscheinlich einer der berühmtesten Satanisten der Neuzeit. Ja. Mehr oder weniger, wie man das jetzt auch immer deuten will. Aber der Einfluss auf Hollywood und so weiter, der ist ja dokumentiert, das ist kein Geheimnis. Ja. Ob das Beatles-Cover war damals oder halt auch dann später die ganze Anton LaVey Church of Satan-Geschichte, wo dann voll viele Leute dann auch offiziell damit dabei waren. Es gab sogar Leute wie Sammy Davis Jr. und so weiter. Genau, richtig. So, von denen man gar nicht gedacht hatte. So, aber die haben, das ist nicht, was ich erzähle, das ist, was sie erzählt haben. Es war gar nicht mal so super spektakulär geheim teilweise. Deswegen, du hast von den B-Promis geredet, aber es gibt ja auch die A-Promis. Genau, ne? Die wären ja irgendwann gekommen, aber ich hätte schon mal B-Promis kennenlernen können. Ja, darum geht es. Es muss ja irgendwo anfangen, dass du irgendwo in diese VIP-Kreise reingebracht wirst und je nachdem, was du willst, was du machen willst. Ich wollte einfach nur Geld. Ich wollte einfach nur ganz viel Geld haben, um dann mir meine ganzen Träume zu erfüllen. Wie schon bei der Kommunion. Ehrlich, also ja, seine Motive hat er relativ transparent nach außen getragen. Ja, aber das ist halt heute anders. Heute geht's mir, heute ist so, Geld ist ein Tool. Ich finde Geld wichtig. Du kannst mit Geld ganz viel Gutes machen. Ich würde jetzt zum Beispiel ganz viel Wald kaufen und solche Sachen, damit da Tiere in Frieden leben können und die Bäume einfach so wachsen können, wie sie wachsen. Aber das ist so, jetzt, weißt du, ich habe ein anderes Mindset. Früher hätte ich halt Geld gewollt, um halt geil auszusehen, respektiert zu werden. Ich hätte mir Respekt erkauft. Und das ist der Fehler im System. Ja, und das ist eben der Punkt. Und das will ich alles nicht mehr. Ja? Kannst du mal ganz kurz die
bedeutendsten Konzerne und so weiter mal nach deiner Auffassung kurz benennen, ob du der Meinung bist, ob die wirklich, wie sagt man, bedacht und absichtlich satanisch kontrolliert sind. Die Messages, die nach außen gestreut werden, ob das Frühsexualisierung von Kindern ist, zum Beispiel über den Disney-Konzern, sind Sachen, die heutzutage sehr verbreitet sind. Man hat heutzutage Fox News, Tucker Carlson und so weiter, das sind dann irgendwelche konservativen Amerikaner, die dann Mainstream-News-Quellen dafür benutzen, um Satanismus anzuprangern, ob sich Lady Gaga jetzt irgendwie vollkotzen lässt auf der Bühne mit einer grünen Flüssigkeit oder ob das jetzt Sam Smith ist, der dann in seinem Teufelskostüm Rituale macht oder ob das jetzt Lil Nas X ist, der den Teufel tötet, um selber der Teufel zu werden, bla bla. Also die Welt ist so voll mit der Scheiße mittlerweile. Es wäre völlig naiv und auch ehrlich gesagt auch einfach nur noch dämlich, wenn man abstreiten würde, dass solche Sachen existieren. Und alles hat einen Grund. Vor allem, wenn man nach der kapitalistischen Lehre geht, dass man investiert, um zurückzubekommen, dann wäre das doch auch dann sinnvoll, in diese Richtung zu denken, dass man sagt, man promotet und möchte was zurück. Wer sind diese Leute, wenn ich jetzt mal fragen darf, vor allem ganz speziell der Disney-Konzern würde mir da einfallen. Was ist da deine Meinung dazu? Erstens, Hollywood insgesamt. Ja, ich weiß nicht, ob man das so direkt sagen darf, aber ja, du musst halt, also das Ding ist, du kannst, wenn du die Kinder konditionierst, wenn du die Kinder irgendwie früh sexualisierst, dann ist doch klar, dass aus denen später irgendwas Schlechtes wird. Also, dass das nicht gut sein kann, wenn die zu früh mit bestimmten Themen in Kontakt kommen. Ja, mit Drogen, mit Sex, mit was auch immer, mit Gewalt und so weiter. Und wenn die das da irgendwo mit reinbringen, in diese ganze, in die Musik, in die Cartoons, in die Hollywood-Filme und was auch immer, dann können sie die Menschen prägen. Und darum geht es. Es geht ja darum, die Menschen zu prägen. Das ist meine große Frage. Ich habe gehört, diese Leute operieren auch so, dass die ganzen Verhaltensmuster, also Konsumgüter, Traditionen und Rituale oder generell wie eine Gesellschaft lebt, die selber gar nicht praktizieren, ne? Das ist klar, dass ihre Kinder nicht so leben, die sind abgeschottet und das Nächste ist, die arbeiten das ja auch. Das würde ich nicht sagen. Nee, Baby? Nee. Also das ist nicht meine Erfahrung. Stimmt, ja, stimmt, bei wenn man Homo und so hört, ja. Nicht nur Homo, Homo ja, ist ein ganz hast du auch recht. Aber das, was ich noch wissen will, ist, die arbeiten ja auch für nach dem Tod gerechnet. Ne? Die denken nicht wie die meisten Menschen aus unseren Kreisen, 8 bis 60 muss es so laufen, sondern dann haben in 400 Jahren meine Leute dieses Land oder diese Perspektive. Genau. Das stimmt, ne? Ja, genau. Sie Wahnsinn. Denken schon in vielen Generationen, das ist auf jeden Fall so. Aber was halt auch noch wichtig ist, dass der Westen und das eben auch bestimmt auch Amerika und so weiter, ne, die werden als Edom bezeichnet. Und Edom ist sozusagen. Edom hat die Aufgabe, diese Welt hässlich zu machen, damit dann später Edom vernichtet werden kann durch eben das auserwählte Volk bzw. ihren Messias. Also ein System, was geschaffen wurde, um in sich selbst zu implodieren. Ja, haben wir schon immer die Theorie gehabt sowieso. Deswegen ist auch die Verlächerlichung der Politik heutzutage ein ganz großes Thema, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist ein absolut gesteuertes Tool, damit die großen Leute, die man damals als große Staatsmänner oder als respektable Menschen empfunden hat, dass die ins Lächerliche gezogen werden. Weil, hey, ganz ehrlich mal, die Frage hat man sich damals schon in der Schwurbler-Szene gestellt, vor 15 Jahren oder so. Wie willst du denn bitte eine Weltregierung unter einer Weltreligion erschaffen, wenn es souveräne Staaten gibt, mit starken Leadern und einer Identifikation. Ich weiß einfach aus den Kreisen, dass die Politiker gekauft sind. Ja. Die sind gekauft, die sind bezahlt von Leuten aus diesem System. Und sehr selten zugehörig des inneren Kreises, würde ich mal vermuten. Ne? Überhaupt nicht. Also ich würde sagen, da sind vielleicht, der ein oder andere ist da irgendwo in irgendeiner Freimaurergeschichte vielleicht oder sowas oder irgendeinem hier Roundtable oder Oddfellows oder wie sie alle heißen, ne? Lions Club, kann ich mir gut vorstellen. So Brzezinskis und Kissingers und so weiter, die sind da wahrscheinlich ein bisschen höher. Das kann sein, absolut. Wo die dann noch überall drin sind, weiß ich nicht, ne? Aber sind ja tot teilweise. Es gibt auch noch so Druidenorden und so weiter, die hängen da auch mit zusammen. Ja. Aber wo wer jetzt drin ist, weiß ich auch nicht. Ne? Und das wären auch Sachen, die ich gar nicht sagen würde. Du erzählst halt nicht, welcher Bruder wo drin ist, das oder ehemalige Brüder oder was auch immer. Okay. Und damit, das wäre zum Beispiel ein Grund, wo du dich dann in Gefahr begibst. Ne? Natürlich, klar. Aber die Öffentlichkeit schützt einen auch wiederum. Ja. Das heißt, wenn du solche Auftritte machst wie hier jetzt gerade, dann ist es eigentlich erforderlich. Also die Leute, die aussteigen wollen, sollten öffentlich drüber reden. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihnen was passiert, weil es nämlich auch immer Cops gibt, die dann nachprüfen. Die auch kritisch sind, die dann genauer hingucken. Und dann kann das eine Kettenreaktion auslösen, muss es nicht. Das ist so geil, das erinnert so krass an diese zwei Filme. Den einen habe ich schon angesprochen, Blade.
Erstens, weißt du, wo die Vampire im Untergrund dann so quasi sind, aber sie kontrollieren Polizei und Politik und so weiter und sind halt so aufgestellt, dass sie eigentlich Strippenzieher sind, aber die so im Dunkeln operieren, weil sie halt natürlich auch im Dunkeln operieren. Sie sind halt Vampire. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch sowas wie John Carpenters Sie leben oder They live damals mit dem Wrestler Rowdy Roddy Piper, der dann irgendwo dann die Brille findet und sie sich aufsetzt und auf einmal dann die tatsächlichen Botschaften entdeckt, wie gehorche und reproduziere dich und mach dies und mach jenes und was weiß ich nicht was. Und wenn er die Brille dann aufhat, dann sieht er durch das Gesicht der Aliens oder was auch immer die da sind, diese dämonischen Figuren, die sieht er dann, aber die sieht er im echten Leben ja nicht. Das sind ganz normale Menschen, das sind ganz normale Polizisten, das ist der ganz normale Anwalt, das ist der ganz normale dies. Und je näher er dann zur Quelle kommt, desto mehr kriegt er dieses komplette Konstrukt dann mit, wie krass kontrolliert und gesteuert der Schwachsinn eigentlich ist und wie verblendet die normale Menschheit halt ist. Ja. Und das sind halt so die Sachen, die programmiert uns Hollywood seit Jahrzehnten ein. Deswegen würde ich sagen, Alex, wenn du Bock drauf hast, lass uns doch mal irgendwie in ein paar Monaten oder so nochmal zusammenkommen. Mhm. Da würde ich dann gerne detailliert dann nochmal über die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe und auch die Geheimbotschaften und so weiter sprechen. Ihr habt ja schon den ein oder anderen Talk gehabt. Da wäre dann Hollywood, Disney und Popkultur, Musik, Black Metal, die Beatles, Crowleys, dies, das und hier und da. Das wäre auch nochmal so ein Feld für sich. Auch nochmal Gangster-Rap an und für sich vielleicht auch nochmal oder überhaupt Hip-Hop und so weiter. Wo du, glaube ich, auch eine interessante Perspektive aufweisen könntest. Das wäre auch nochmal ein spannendes Gespräch, glaube ich. Wenn du da Bock drauf hast, ist die Einladung jetzt damit raus. Ja, okay, schauen wir mal. Mega spannend, Freunde, Alter. Mega spannend. Und bei den meisten ist oft so, immer wenn eine Frage beantwortet wurde, ist die nächste Tür gerade wieder aufgegangen für die nächste Frage. Ja, ja, das ist halt so, weil es ist ja auch alles so versponnen miteinander. Ja. Und trotzdem hast du eine positive Aura. Einfach so. Ich glaube, das ist auch der Grund. Ich habe auch eigentlich einen guten Kern. Das weiß ich selber, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der die Natur liebt, der irgendwie Tiere liebt und so weiter. Ne? Und Veganer? Ja, seit 12 Jahren. Aber das ist egal. So, weißt du, das ist halt mein Ding. Das mache ich privat. So, das ist für mich. Ich mache da keine Religion draus oder so. Du hast keinen Missionierungsauftrag. Nee. Ich bin überzeugt, glaube ich, wäre bei dir die Kindheit auch ist bei jedem so. Aber bei deinem Fall, ich glaube, das auch, wenn du zu Hause eine Festigung gehabt hättest oder so, das wäre schon anders gelaufen. Aber jetzt bist du hier, also alles richtig gemacht. So ist es. Applaus dafür, dass du hier bist. Ja, danke. Ja, Alex, es war ein sehr ausführliches, langes Gespräch und wie man jetzt gerade schon rausbekommen hat, aufgrund meiner Einladung könnte man da noch ganz viele andere spannende Themen bestimmt nochmal hinzuziehen. Aber du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal erstens. Mhm. Da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, ins Detail zu gehen, falls der ein oder andere da was sehen will. Gibt es auch die Konstellation mit Charles auf seinem Kanal oder auch mal mit Tillmann und so weiter. Da habt ihr auch Sachen angesprochen, aber nicht jeder sieht alles auf jedem Format und auf jedem Kanal. Das musste natürlich klar sein. Wir haben dann natürlich unsere Base und die wäre bestimmt dann auch nochmal sehr gespannt darüber, so ein paar Details rauszufinden, die wir vielleicht in der Zukunft klären können. Aber für heute, denke ich mal, haben wir mit 2 Stunden und 40 Minuten, denke ich mal, so schon gut abgerissen und können da langsam zum Ende kommen. Wenn du da noch was auf der Seele hast, wenn du da noch mal was mitteilen willst, und da würde ich zum Schluss auch nochmal gerne mit meiner persönlichen Beziehung zu Satan auch nochmal auch die teilen mit den Leuten, weil ich habe gestern eine Begegnung mit Satan gehabt, tatsächlich. Ja, und zwar war ich nach langer Zeit im Kino und habe da zuckerhaltige Getränke zu mir genommen, Weizen, was ich normalerweise nicht mache, glutenhaltiges, was ich normalerweise nicht mache, Chips und so weiter, was ich normalerweise nicht mache. Und ich fühle mich heute wirklich richtig, richtig bösartig low. So, also wirklich kein Spaß. Wie das auf einen wirkt, wenn man erstmal weg ist davon, weil du hast jetzt gerade angesprochen, dass du Veganer bist, jeder hat so seine eigene Philosophie und so weiter. Ich habe richtig gemerkt, ich bin heute aufgewacht und bin, Alter, fucked up. Also richtig fucked up, wirklich meine Augen zittern die ganze Zeit und so ein Zeug. Musste mich jetzt hier gerade nochmal so durchs Gespräch schleppen und versuchen zu performen und so weiter. Aber ich fühle mich eigentlich richtig abgefuckt. Und da muss man auch nochmal sagen, so dieses negative Gefühl, das kannst du durch Millionen von Sachen auf dieser Erde bekommen. Weißt du so, für den einen ist es des Spaßes halber jetzt gerade, was ich jetzt gerade an den Tag gelegt habe. Und dann kann diese Spirale nochmal weitergesponnen werden, bis du, glaube ich, in der unendlichen Dunkelheit ankommst als Mensch. So, und dann gibt es aber auch die andere Seite. Deswegen war das von meiner Seite aus nochmal so ein kleiner Joke am Rande, der aber ein bisschen Wahrheit beinhaltet hat. Gibt es von deiner Seite aus, bevor wir zum Abschluss kommen, nochmal einen wichtigen Punkt, den du ansprechen wollen würdest? Ja, auf jeden Fall. Und zwar an Leute, die Interesse an diesen Gruppen haben. Ja. Ich hatte schon mal in einem anderen Video auch gesagt, dass da teilweise auch Rituale mit einem gemacht werden,
die alles andere als schön sind, die auch wirklich Narben hinterlassen in deinem Bewusstsein, ja, und die du so schnell nicht wieder los wirst. Also Sachen, die mit dir gemacht werden, die nicht, die, was du mit anderen machst oder so. Weil viele denken ja, ich bin so hart, ich habe kein Problem, was ich, einen Ziegenbock aufzuschlitzen und dem das Blut zu trinken. Das ist ja das, was so ja Leute sich so vorstellen unter Satanismus. Nee, das ist auch oft so, du wirst in die Finsternis hineingeführt. Du wirst mit deinen Dämonen konfrontiert. Und ich kann auch einfach sagen, es lohnt sich nicht, das, was du dort bekommst, lohnt sich nicht für den Preis, den du zahlst, den du deiner eigenen Seele antust und später dann auch, wenn du die Grenze überschreitest, die du dann anderen antust, diese Dinge. Das lohnt sich nicht. Dankeschön. Toll gesagt. Du bist dann zum Glauben gekommen jetzt gerade, oder würdest du sagen, du hast der Finsternis deinen Rücken gekehrt, weil das ist, was Boogie dann vorhin dann gefragt hatte. Wie würdest du dich jetzt zurzeit beschreiben? Ich würde sagen, dass ich die Finsternis genauso liebevoll umarme wie das Licht und dass ich nichts ausschließe, was zu Gottes Schöpfung gehört. Das heißt also, auch die Finsternis ist Teil des Ganzen. Wenn ich einen einzelnen Aspekt ausschließe, dann habe ich nicht das Gesamte, dann habe ich nicht die gesamte Schöpfung, dann ehre ich nur einen Teil Gottes, aber das gefällt mir nicht hier oder das. Ne? Und das ist nicht meine Philosophie, sondern ich sage ganz einfach, ich versuche die Dinge ich versuche erstmal Dinge zu tun, die eher als gut betrachtet werden, auch von der Außenwahrnehmung. Ja, das heißt also, ich habe keine bösen Absichten. Und ich wünsche mir auch für jeden anderen, dass jeder andere versucht, so gut wie möglich mit allen anderen auszukommen. Weil mir ist das Miteinander wichtiger als dieses, weil ich hatte das so lange, dieses Wir gegen die. Das sind keine richtigen Menschen und so weiter. Mit denen mach doch, was du willst. Und ich kann es nicht mehr hören. Sondern ich habe halt eben gemerkt, auch uneingeweihte Menschen sind wundervolle Menschen oder haben eben irgendwie ihre Qualitäten und so weiter. Und mir geht diese Trennung auf den Sack. Und das will ich einfach nicht mehr. Und für mich ist die Einheit Gott. Gott ist die Einheit. Und wenn ich nicht die Einheit als Einheit akzeptiere und annehme, dann nehme ich Gott nicht im Ganzen an. Yogi Bhajan, der das Kundalini-Yoga in den Westen gebracht hat, der hat mal gesagt, wer die Dunkelheit nicht liebt, liebt Gott nicht. Also weil auch die Dunkelheit ist Gott. Nicht nur das Licht, sondern auch die Dunkelheit ist Gott. So. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Deswegen, ich habe mit dem Teufel kein Problem. Der soll mich in Ruhe lassen. Ja, mit seinen Spielen oder was auch immer. Aber ich habe keinen Hass gegen irgendeine Gruppe, ich habe keinen Hass gegen irgendwelche Wesenheiten oder irgendwas. Ich will einfach nur, dass alle begreifen, dass sie Teil eines großen Ganzen sind. So, und dann gibt es keinen Grund mehr, den anderen zu übervorteilen oder dem anderen einen Nachteil zu bereiten. Das gibt es dann nicht mehr. Hass ist ja auch ein Zustand, mit dem man sich selber straft. Sehr interessanter Punkt war gerade, was glaube ich auch zeigt, an welchem Punkt du heutzutage in deinem Leben bist, dass du die Dunkelheit aber umarmen willst. Das heißt, du möchtest der Dunkelheit Liebe geben. Das heißt, du bist eigentlich im Auftrag der Liebe unterwegs und des Guten mittlerweile. Also bist du quasi das komplette Gegenteil von dem, was du angestrebt hast. Wenn du mich fragst, was du damals als Kind halt so gemacht hast und so weiter und in der Jugend. Von daher kann man schon sagen, dass es da so einen Wandel gab, mehr oder weniger. Ja? Es tut mir auch besser. Ne? Es gab mehrere Transformationen. Ich glaube, du bist in einer nächsten Transformationsphase gerade. Ja. Es halt dich selber. Wenn du positive Gefühle in dir drin hast oder ständig negative Gefühle, was passiert mit deinem Körper? Du gehst irgendwann vor die Hunde, kriegst Magenprobleme, Kopfschmerzen, was auch immer. Wenn du nur Hass und Aggression in dir drin trägst. Wenn du aber Liebe in dir drin hast, das heilt dich. Und es heilt andere, weil die Liebe gibst du auch weiter. Dann wird sie größer. Diese Kindheitsgeschichte auch, wenn man mit jungen Menschen, Kindern, heranwachsenden Menschen schlecht umgeht, wenn die viel Ungerechtigkeit erfahren, meistens verwandeln sie sich genau in das, was sie unterdrückt oder verletzt oder bekämpft hat. Ja. Ganz oft. Ich habe noch eine kleine Anekdote hier. Das ist die Geschichte. Irgendwann Ende der 90er kam so ein Lude von uns ins Studio, der King Kong, mit so einem ganz verbogenen Kerzenständer.
Und dann sagte er, er war im Tiergarten, ist da nach so in die Morgenstunden im Park gegangen. Sein Pitbull kam aus dem Gebüsch nicht raus. Mhm. Ist der King Kong aus dem 120-Kilo-Lude mit der Maclite reingegangen. Hat er gesehen, haben gerade irgendwelche Satanisten eine Katze angenagelt. Dann hat er, und der hat nie Scheiße erzählt, er hat die alle verprügelt mit den Kronleuchtern, er hat auch dabei gehabt. Und er meinte, wer mit den Teufel ist, Freunde, braucht das richtige Besteck. Ja, so ist es halt, ne? Die einzigen, denen ich erlaube, Katzen zu essen, ist Alf. Ja, Mann. Ja, ey, war voll interessant. Danke, dass du da warst, Alex. Ja, danke, ganz dass krass, ich hier sein ganz, durfte. Ganz krass, ganz krass. Definitiv. Voll geburnt. Ja, also Part 2 gerne nochmal. Alex, du hast die Möglichkeit, mit den Leuten natürlich dann auch nochmal zu teilen, wie sie dich erreichen können, wo sie dich am besten finden können. Dein YouTube-Kanal, ja. Hast du einen Instagram-Account? Ich weiß, die Antworten darauf kenne ich, aber die Bühne ist deine. Ja, also für alle, die irgendwie meinen Kanal anschauen wollen, ja, Alexander Stier, Okkultes Wissen, da findet man meine Videos und ja, ansonsten auch alles, was es da zu finden gibt, sind auch Links und so weiter und ja, das war's eigentlich, also mehr habe ich da auch nicht. Das ist schon eine Menge. Ja. Guckt rein, es lohnt sich. Allerletzte Frage. Ist es eigentlich verboten, in diesem Orden, ist es strafbar, in diesem Orden zu sein, wie im Rockerclub? Naja, vom Staat aus her. Oder? Also erstmal überhaupt Mitglied darin zu sein, ist nicht verboten. Verboten ist zu tun. Und dann okay. Ist es egal, ob du jetzt da in dem Club bist oder nicht. Da sagen, das ist ja das Gleiche wie in Rockerclubs, da sagen die Leute dann auch immer, was kann ich dafür, wenn ein Bruder von mir irgendwas macht? Was habe ich denn damit zu tun? Deswegen werden ja auch diese ganzen Sachen immer außerhalb der Loge behandelt. Das heißt, man sagt dann halt, das hat nichts mit der Loge zu tun, das ist halt der Bruder, der so gehandelt hat. Auch wenn die ganze Loge drinsteckt, aber es ist halt so. Spannend, ob für die nächste Folge kommt, für die nächste Frage. Alexander Stier, war Bombe, dass du da warst.